So, eine neue Folge Junger Eve. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Roda Verhein heiße ich. Roda, Roda, was machst du? Ich bin Anwältin und ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Hamburg und ähm, hauptamtlich Klimaschützerin. Hauptamtlich? Ja. Damit verdienst du dein Geld, oder was? Damit verdiene ich tatsächlich mein Geld als Rechtsanwältin, ja. Schon seit ganz langer Zeit. Wie machst du das? Indem ich ganz viele Klimaklagen führe und ganz viele verschiedene Personen, Organisationen, Regierungen berate in Sachen Klimaschutz. Und warum machst du das? Weil mich das. Ähm Erfüllt und ich das Gefühl habe, dass ich was tun kann und deswegen nicht schrecklich frustriert werde. Warum Frust? Warum naja, warum droht da Frust? Wenn man sich den Stand der Welterwärmung und der Klimakrise anguckt und man kann nichts tun, dann kann man leicht den Kopf in den Sand stecken. Weil die Lage nicht gerade rosig aussieht. Derzeit. Aber, aber hast du letzte Woche nicht gehört? Robert Habeck hat wieder verkündet, die Klimaziele äh, die werden jetzt erreicht. Alles gut. Mach <laughs> dir keine Sorgen. Ich mache mir spar weiter Sorgen. Spar <laughs> dir deine Klagen. <laughs> nee, ich mache mir weiter Sorgen. Und wir werden auch weiter klagen müssen, leider. Warum machst du dir weiter Sorgen? Weil wir nicht auf einem Pfad sind, den es braucht, um wirklich noch ernsthaft äh, 1,5 oder 1,75 global zu halten. Das ist ja das, was das Pariser Klimaabkommen vorgibt. Mhm. Und das tut es ja auch nicht einfach nur so, sondern das tut es, weil es damit, ich sag mal, die Lebensgrundlagen aller Menschen global schützt, damit wir nicht Millionen und Milliarden von ähm, wassersuchenden und kriegsvermeidenden Flüchtlingen auf der ganzen Welt haben. Mhm. Und ähm, das ist eine ernste Sache. Und da kann man auch nicht einfach mal erzählen, man erreicht gerade noch Gott sei Dank die Klimaziele in Deutschland bis 2030. Aber danach, oh, weiß auch ganz, gar nicht ganz genau, was danach passiert. Ja, dann das geht's, dann geht's weiter, oder? Ja, genau. Jetzt. Aber damit es weitergeht, muss der Druck aufrechterhalten bleiben. Und dazu unter anderem dienen Klimaklagen nicht nur. Dazu dienen auch Bücher, davon stehen hier ja viele, mhm. Medien, wir reden ja gerade, mhm. und die Leute auf der Straße gehören auch dazu ein Stück weit. Ist das gerade das 1,5-Grad-Ziel angesprochen. Äh, mein Schatz ist, dass wir das jetzt äh, demnächst äh, reißen. Also die globale Erderwärmung um 1,5 Grad. Genau. Die, wir die, hatten, ist, die ist jetzt fast durch. Also. <laughs> das Ziel haben wir aber noch nicht aufgegeben. Es geht ja global um langfristig. Und die Klimawissenschaft gibt da ja so gewisse Pfade vor. Ähm, das errechnet sich ja letztlich auch an dem globalen CO2- oder Treibhausgasbudget, was noch da ist sozusagen zum Ausstoßen. Mhm. Und ähm, selbst wenn wir das jetzt im letzten Jahr global gesehen die 1,5 Grad überschritten haben, heißt das nicht, dass wir das ähm, langfristig weiter tun. Hatte ja letztes Jahr auch einen gewissen saisonalen Einfluss, La Niño, äh, La Niña und El Niño mhm. Phänomen. Wir hatten einfach ein richtig richtig heißes Jahr. Ja, aber es geht doch ja jetzt, ja jetzt weiter, ne? Das stimmt. Und, ein, und einmal, wenn die 1,5 Grad gerissen ist, dann das wird ja dann nicht kälter, oder? Also ja, es ist ja sozusagen die, die, die Schwankungen sind ja, ne, es gibt Wetter und es gibt Klima. Das äh, wurde ja hier auch schon mal erklärt, mhm. glaube ich. Und ähm, also, ich habe äh, das Berufen auf das Pariser Klimaabkommen noch nicht aufgegeben. Und ich glaube auch, dass es Sinn macht, sich daran weiterzuhalten. Es geht ja um ein langfristiges Halten dieser globalen Temperaturerhöhung. Und das können wir nur durch zwei Dinge: einmal Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und zwar ganz, ganz schnell. Eigentlich. Sollen wir bis 2030 45 Prozent reduzieren, global? Da sind wir weit von entfernt. Und zweitens müssen wir den natürlichen Schutz, also den natürlichen Senkenschutz ausbauen, also Wälder schützen. Wälder, Moore, Meere. Mhm. Und damit sind wir beim Biodiversitätsschutz und damit beschäftige ich mich auch gerne. Wir auch? Mhm, mhm. Genau. Und das hängt nämlich alles sehr stark zusammen. Aber ich meine, das Pariser Klimaabkommen, das war ja so: okay, am besten 1,5 Grad bis 2 Grad maximal. Aber das ist doch ganz klar, dass wir das reißen werden als Menschheit. Also, wo, woher kommt jetzt deine Hoffnung noch? Also, wir, also wenn, wir, wir müssten doch eigentlich, wenn ich die Klimawissenschaft richtig verstanden habe, heute aufhören mit allen fossilen Emissionen, um dann auch irgendwie was zu machen, oder? Nee, also wenn man sich dies, also es ist ziemlich kompliziert und ich bin ja auch keine Physik, äh, Physikerin, ne? es gibt mhm. die Klimamodellierer, äh, die können das viel besser erklären oder man lädt mal den Anders-Levermann ein, der hat ja auch gerade ein schönes Buch geschrieben, wie ich finde. Da mhm. steht das nämlich genau drin, mhm. warum es noch Sinn macht, sich ans 1,5 Grad Ziel zu halten. Ja, dass es Sinn macht, ist klar. Und warum man es auch noch erreichen kann, langfristig, ja. genau. Aber also, eigentlich ist das alles gar nicht so schwer zu erklären. Es gibt globale Pfade, auf die man sich begeben muss, was die Reduktion von Emissionen angeht und den Schutz von natürlichen Senken, also Wälder, Böden, Meere. Mhm. Und wenn man auf diesen Pfaden bleibt, dann kann man langfristig gegebenenfalls sogar über die natürlichen Senkenfunktionen wieder Treibhausgase aus der Atmosphäre ein Stück weit entfernen. Das mhm. sind diese sogenannten Overshoot-Szenarien. Overshoot heißt nämlich, dass man kurzfristig über 1,5 Grad landet. Mhm. Das steht auch schon seit Jahrzehnten in den entsprechenden wissenschaftlichen Berichten, dass das so sein wird. Aber trotzdem ist es natürlich verrückt, dass wir immer weiter emittieren. Also da stimme ich dir völlig zu. Ja, und zwar in, Rekord, in, ja. in Rekordmengen. Also letztes Jahr haben wir so viele äh, CO2-äquivalente Emissionen wie noch nie ausgestoßen. Global, genau. Genau. In Deutschland und, und, und das zählt auch so ja eigentlich ja, nur. Ja, ja, das genau, das CO2-Emissionen nur global. Genau. Ja, insofern, ich bin jetzt auch gerade ganz gespannt. Ich habe gestern erfahren, dass der Europäische Menschengerichtshof am 9. April tatsächlich sein viel erwartetes Urteil in Sachen Klimaklagen mal fällt. Dann werden wir mal sehen, ob es denn ernst wird mit dem Menschenrechtsschutz an der Stelle oder nicht. Mhm. Und ähm, dann werden wir auch sehen, inwieweit überhaupt Klimaklagen an der Stelle noch ähm, vielleicht Aussicht auf Erfolg haben. Das sind ja. Sogenannte Ambitionsklagen, da geht es genau um das, was wir gerade besprechen, nämlich machen die Staaten genug, setzen sie sich ambitionierte Ziele ausreichend. In die Kategorie fällt auch der Klimabeschluss aus 2021. Genau, aber ähm sozusagen, du hattest ja gefragt, was mir noch Hoffnung macht. Ja. Ne? ja, und ich gehe halt davon aus, dass wir noch die Chance haben, das langfristig zu halten, wenn wir entsprechend die Finanzmärkte und die Realwirtschaft schnell transformieren. Und deswegen konzentriere ich mich in den letzten Jahren auch stark auf nicht Staaten, sondern eben private Akteure. Hm. Und nicht nur hier in Deutschland. Falls ihr Fragen habt, dann Roda, her damit in den Live-Chat. Hans kommt am Ende und stellt sie euch. Es gibt aber noch Karten für die Palastrevolution Ende Juni. Holt sie euch. Jetzt machen wir weiter mit dir. Mhm. Du meinst jetzt gerade, äh, Staaten, zum einen, die genug machen in Sachen mhm. Klimaschutz und andererseits ambitionierte Ziele haben. Mhm. Also, das ist ja, ist ja ein Unterschied. Also, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir vornehme, bis zum Ende des Jahres 10 Kilo abzunehmen, dann habe ich ja ambitionierte Ziele. Aber das heißt ja noch nicht, dass ich da irgendwas mache. Also, genau. ich, ich, kann dir, ich kann dir ja alles erzählen. Ja. Aber am Ende zählt doch eigentlich nur, was getan wird und ob, ob tatsächlich was getan wird und nicht welche tollen, schicken Ziele ich habe, oder? Ganz genau. In meinem, in meinem sozusagen Jura-Nerd-Sprache heißt das Vollzug. Okay. Und entsprechend gibt es Vollzugsklagen, bei den Klimaklagen auch. Darunter fällt zum Beispiel die, die jetzt gerade hier in Deutschland gewonnen wurde. Beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg haben die Kolleginnen mhm. Klage erhoben gegen die Bundesregierung und gesagt: Hey, du hast deine Ziele nicht erreicht, Robert Habeck. Mhm. Ähm, mach mal mehr. Und da hat das Gericht gesagt: Stimmt, die Bundesregierung muss mehr machen. Neues Klimaprogramm muss her. Und äh, leider hat die Bundesregierung ähm, beschlossen, an der Stelle das nicht zu tun, sondern in die Revision zu gehen. Ja. Zum Bundesverwaltungsgericht. Weil sie nichts machen wollen. Genau. Aber es ist doch scheiße. Richtig, das ist ganz scheiße. Deswegen, also nach meiner Zählung gibt es im Moment in der, in der Welt mehr Vollzugsklagen als Ambitionsklagen, weil nämlich ganz, ganz viele Staaten tatsächlich schon relativ ambitionierte Ziele haben, aber sie nicht erreichen. Und deswegen, also Frankreich, Belgien, Tschechien, es gibt viele Staaten, in denen äh, die, die Regierung und auch ähm, ja, die Exekutive eben, ne, die Verwaltungs- und aber auch die... Gesetzgebungsebene verurteilt werden, mehr Maßnahmen zu erlassen. Mhm. Und das ist genau hier in Deutschland ja auch das Problem. Wir haben, ne, wir haben die Klimaziele möglicherweise jetzt wieder in der Tasche erstmal, aber nur wegen konjunkturellen Entwicklungen im Grunde. Und wir haben in den Bereichen, in denen es wirklich darauf ankommt, wieder auf den Pfad zu kommen, im Verkehr insbesondere, nichts erreicht. Und in dem Bereich brauchen wir Maßnahmen und zwar ganz schnell. Und das ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern eben auch... In der ganzen EU. Genau. Und deswegen hast du völlig recht. Es geht nicht nur um die Ambition, es geht auch um den Vollzug, also ums Machen. Woher, woher äh, kommt das? Also, ich meine, ich, ich kenne das sonst aus anderen Politikbereichen nicht so, dass die Politik irgendwie so Ziele äh, formuliert und Ambitionen hat, mhm. aber am Ende dann ganz, ganz wenig macht. Also, ist das, ist das was Neues? Ist das so ein äh, Trick der Regierungen, sich da irgendwie rauszuwinden? Ja, wir haben doch oder wir, wir wollen doch. Ist doch alles toll und so. Ja, das ist leider im Umweltrecht tatsächlich ganz oft der Fall. Okay. Man setzt Ziele, das können wie hier jetzt Reduktionsziele sein für bestimmte Emissionsbereiche, es können auch Qualitätsziele sein. Also an irgendeiner Stelle in der Luft darf es nicht dreckiger sein als X. Ja, das mhm. sind diese ganzen bekannten Fälle aus den letzten Jahren mit der Luftverunreinigung, diese Dieselfälle und so, die wir ja auch geführt haben als Aber, aber, aber Das sind ja Vorgaben, wenn, wenn du sagst, okay. Das sind okay. auch Ziele. Es gibt auch Ziele. Die Frage, also okay. das, ist ganz, das, ist, das ist sehr vergleichbar. Und das mhm. ist leider im Umweltrecht tatsächlich häufig der Fall. Und wir haben ein großes Vollzugsdefizit. Mhm. Da gibt es zwei Probleme. Das eine ist, irgendjemand politisch will nicht so ganz. Und das zweite Problem ist Überkompensation. Immer mehr Autos bedeutet, man kann sich viele Ziele setzen, man kann technisch ganz viel drehen an den Emissionen am einzelnen Auto. Aber wenn dann statt einem fünf fahren, erreicht man seine Gesamtziele doch nicht. Und dann gibt es ja, fällt mir jetzt gerade ein spontan das Ziel, dass sich die Ambitionen, die verschiedenen Ambitionen von Regierung und Gesellschaft auch noch irgendwie beißen. Ne? Also wir wollen irgendwie hm. äh, unsere Klimaschutzziele äh, erfüllen. Aber gleichzeitig wollen wir auch noch immer Wirtschaftswachstum. Ne? Wirtschaftswachstum ist ja jetzt historisch klar, je mehr Wachstum, desto mehr Emissionen. Mhm. Beißt sich doch. Ja, beißt sich und da muss man sich tatsächlich fragen, also ich jedenfalls stelle dann die Frage, was ist eigentlich rechtlich und auch grundgesetzlich gesehen wichtiger oder vorgegeben und insbesondere zum Beispiel... In Geld Dritten. verdienen. Weder Geld verdienen noch Wirtschaftswachstum steht in der Verfassung. Das Klimaschutzgebot steht in der Verfassung. Okay. Also ist äh, Klimaziele erreichen wichtiger als Wirtschaftswachstum? Ja. Okay. Ich habe von... von ähm Andreas Voskuhle hier am Tisch gelernt, dass auch hier selbst unser Wirtschaftssystem gar nicht in der Verfassung Richtig. steht. Also Kapitalismus steht da gar nicht drin. Richtig. Der ja quasi unser Wachstumsreiter ist. Ganz genau. Okay. Mhm. Das kann man kaum glauben, ne? Ich sehe das hier an diesen Stirnfalten, aber es ist so. In der deutschen Verfassung und auch in der Charta der fundamentalen Rechte, also der Grundrechte der EU, steht... Kein Ziel irgendwie des, des eigentlichen Wirtschaftswachstums, so wie es immer kolportiert wird. Also auch die ganze Debatte zum Beispiel im Moment um die Schuldenbremse ist in der Hinsicht wirklich ein bisschen faktenbefreit, aus meiner Sicht. Das ist sehr schade. Warum? Weil wir einen klaren Auftrag haben in der deutschen Verfassung und auch in den EU-Verträgen und der zeigt auf Transformation des Wirtschaftssystems, damit wir unsere Klima- und Biodiversitätsziele erreichen können, weil wir sonst nämlich schlicht keine Menschenrechte mehr gewährleisten können. Das ist absolut imperativ überall. Wir müssen Menschenrechte gewährleisten. Wirtschaftswachstum, Bestandsschutz für irgendwelche Kraftwerke, noch nicht mal Energiesicherheit steht in dieser Form in den Verfassungen drin. Und das ist wirklich ein Problem, dass da die, 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 tja, die Praxis sich überhaupt nicht widerspiegelt oder umgekehrt, dass die Praxis spiegelt nicht das wider, was eigentlich im Grundgesetz steht oder auch eben in, der, in den menschenrechtlichen Instrumenten, die es sonst so gibt. Wie kann das sein? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dazu gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Also man kann das ähm, auf die Macht des Faktischen schieben oder auf die Macht des Lobbyismus. Man kann das auf ähm, bestimmte sich verselbstständigende Effekte ähm, stützen. Man kann es auf die menschliche Gier stützen. Mhm. Ja, das, 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 da gibt es keine universelle Antwort, glaube ich. Das, das, das Lustige ist, wir, wir im Westen äh, schreiben uns immer quasi äh, den Rechtsstaat auf, mhm. die, auf die Brust und dass mhm. wir hier äh, für Demokratie einstehen und Rechtsstaaten, das ist das Allerwichtigste. Und dann äh, sagt der Rechtsstaat ja gar nicht irgendwie, ja, Wirtschaftswachstum ist wichtig, Kapitalismus ist wichtig, sondern andere Dinge, mhm. Menschenrechte, äh, Bewahrung der Natur und so weiter und so fort. Äh, ist das ein, sind das nur so Kalendersprüche dann? Ja, ganz, also je, man, je mehr man in die Tiefe einsteigt, desto. Oder sind das auch wieder Ambitionen? <lacht> <lacht> Rechtsstaat? Naja, also ein Grundgesetz liegt ja. ja hier auf dem Tisch. Das ist natürlich sowieso nur so ein Rahmen für einen Staat. Ne? Innerhalb dieses Rahmens passieren tausende von Dingen, das ist ja auch richtig so und gewollt. Und mhm. ein Stück weit werden ja auf Grundlage des Grundgesetzes dann eben auch Gesetze geschaffen, die bestimmte Interessen schützen. Ja. Ja? Und ähm, Recht ist ja grundsätzlich irgendwie nur Ausdruck einer, eines, weiß ich nicht, gesellschaftlichen Konsenses. Ne? Und der soll ja Sicherheit vermitteln, Rechtssicherheit. Und ähm, das hat das deutsche Grundgesetz eine ganz lange Zeit ja auch ganz gut gemacht und auch der deutsche Rechtskanon ganz gut gemacht. Ja, nur leider hat man bestimmte Faktoren einfach völlig unterschätzt. Und darunter fällt die Umweltverschmutzung und darunter eben auch der Klimawandel. Wie konnte man das unterschätzen? Man wollte nicht hören. Weil ich meine, äh, äh, wenn wir ins Grundgesetz gucken, also ein bisschen dran gedacht wurde ja offenbar, wenn man sich Artikel 20a anguckt, oder? Ja, die Staatszielbestimmung. Ja, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen der natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und auch Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Ja, diesen Artikel gibt es seit langer Zeit im deutschen Grundgesetz und er hat ein Schneewittchenschlaf geschlafen. Und ist jetzt <laughs> ja. Was? Ja. Er hat, er, er, es gibt diesen Artikel, das ist eine Staatszielbestimmung. Der Unterschied jetzt ein bisschen nördig ist, man kann sich nicht direkt darauf beziehen als Einzelne, sondern der Staat soll das irgendwie objektiv erreichen. Hä? Ja, das ist jetzt sehr nördig. Es gibt ja. Grund, Grundrechte, ist klar. Grundrechte stehen jedem Menschen zu, darf er sich darauf berufen, kann er klagen. Meistens gegen seinen eigenen Staat, wenn, wenn die verletzt werden. Okay. Staatszielbestimmungen sind so ausgestaltet, dass sie keine direkten Grundrechte darstellen und man sich nicht direkt drauf berufen darf. Das ist doch scheiße. Ja. Kann man das ändern? Ja, da gibt es auch eine Debatte. Im Moment ganz aktuell, ganz mein, brandheiß. Äh, manche Artikel also manche Grundrechte aus dem Grundgesetz kann man ja nicht ändern. Das schon? Die äh, ja, natürlich. Also äh, hinzu, hinzu äh, hinzumachen im Grundgesetz kann man. Okay. Ja. Das könnte man und es gibt im Moment eine ganz aktuelle Debatte. Jetzt komme ich aber ab von dem, was ich eben sagen wollte, aber trotzdem mhm. die ganz aktuelle Debatte um einen Mensch, um die Einführung eines Menschenrechts auf eine saubere und gesunde Umwelt. Das ist eine ganz heiße Debatte gerade sowohl auf Ebene der UN als auch auf Ebene also Europa, mhm. da wo die Europäische Menschenrechtskonvention ist, Council of Europe. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht auch ein ganz ganz dringender Agendapunkt. Ähm, der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderung der Bundesregierung hat gerade aufgeschrieben, dass sie zwingend, zwingend dafür sind, dass dieses Menschenrecht eingeführt wird. Unter anderem, damit alle Menschen tatsächlich äh, auf eine gesunde Umwelt einen Anspruch haben. Aber wer kann was dagegen haben? Tja. Oh, das ist eine schwierige Frage. Also, viele Juristinnen und Juristen haben da was dagegen, die nämlich meinen, dass man Menschenrechte auf den originären Kanon beschränken muss Eigentum, Freiheitsrechte und sowas. Mhm. Ähm, ja, aber Fre saubere Umwelt ist ja im Grunde auch ein Freiheits genau das genau das steht ja jetzt auch im Klimabeschluss drin. Mhm. Wenn wir das Klima nicht schützen, können wir unsere Freiheitsrechte nicht mehr ausschöpfen. Mhm. Und das ist ja der Kniff, den das Bundesverfassungsgericht da gefunden hat. Aber man muss konstatieren, dass dieser Grundrechtsartikel wirklich geschlafen hat. Umweltjuristinnen und Juristen berufen sich seit Ewigkeiten drauf. Gerichte haben ihn einfach nicht genommen, auch nicht als wirklichen Auslegungsmaßstab. Schlecht, ganz schlecht, kann man mal so sagen. Und das Bundesverfassungsgericht hat erst 2021 ihn gesehen und genommen und tatsächlich auch operativ gemacht. Wie, wie wurde das Bundesverfassungsgericht erweckt? Beziehungsweise, wie wurde dieser, dieser ja, Artikel es, erweckt? Er, er wurde erweckt durch Verfassungsbeschwerden. Jeder Mensch in Deutschland kann ja Verfassungsbeschwerden erheben. Mhm. Und das haben wir zusammen mit anderen getan, 2020. Aber warum, warum kommen wir ja gleich zu, aber und, warum äh, in den Jahrzehnten zuvor? Ja, niemand? das ist eine gute Frage. Allein meine Kanzlei, in der ich arbeite und Partnerin bin, wir haben glaube ich schon vier Verfassungsbeschwerden eingereicht, wo es immer auch um die Maßstabsbildung aus dem Artikel 20a ging mhm. und die wurden alle nicht zur Entscheidung angenommen. Wird das begründet? Nee, meistens nicht. Die Entscheidung wird nicht zur, die, die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen, Punkt. Aber hast du mal mit irgendwelchen Verfassungsrichtern gesprochen, warum... 20 a so lange so ein John schlaf gemacht hat? Tja, das, auch das könnte man wahrscheinlich aus vielerlei, also könnte man es wahrscheinlich am besten soziologisch begründen. Mhm. Die Klimakrise war sehr akut auf allen Straßen Deutschlands. Es war klar, das Bundesverfassungsgericht muss sich dafür und dazu in irgendeiner Weise verhalten. Mhm. Und das war vielleicht bei radioaktiver Verseuchung, Ozonloch. Luftreinhaltewerte, mhm. Recht auf Wasser, noch nicht der Fall. Wer, wer ist denn damals auf die Idee gekommen, das reinzuschreiben überhaupt? Das war eine Kommission. Also sozusagen w eine. Waren das die Väter des Grundgesetzes? Nee, da? nee, nee. nee. nee, nee. Es kam, der kam später? Ja, der kam später Ach so. Ja, ja. Der wurde später hinzugefügt. Es gab ja einige größere Grundgesetzreformen, ähm, mhm. auch Föderalismusreformen, das zählt dazu. Auch im Finanzteil ist einiges immer wieder geändert worden. Und mhm. das Schuldenbremse. Genau. Sehr wichtig. Ganz wichtig, die Schuldenbremse. Mhm. Da können wir uns gerne drüber unterhalten. Aber wie alt ist der jetzt? Weißt du das? Der, Genau, der ist von 1994, also schon eine ganze Weile. Mhm. Und wie gesagt, seitdem schläft er. Ich dachte, der ist aufgeweckt jetzt. Ja, genau. Ja, ja, ist jetzt aufgeweckt. Ist richtig, hast recht. Ja. Also, äh, du bist ja einer der, ich wollte gerade sagen, Mütter des Klimabeschlusses, also von 2021. Ich <laughs> meine... Mutter. Ich bin Mutter von drei Kindern, auch Mutter des, ja, also ich weiß nicht, ja, genau. Aber du, du warst mitverantwortlich dafür, dass äh, ihr Klage eingereicht habt vom Bundesverfassungsgericht. Ja. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, äh, ja, da ist was dran. Richtig. Er Erklären uns mal die Basics, was wir da, dazu wissen müssen. Genau, aus meiner Sicht muss ich ein Stück vorher anfangen. Ich habe ja. ähm, 20. Es gab ein Klimaziel der deutschen Bundesregierung für das Jahr 2020. Mhm. Und dieses Klimaziel haben, ähm, haben wir eingeklagt vor dem Verwaltungsgericht Berlin, zusammen mit äh, Bauernfamilien und ähm, Greenpeace war damals auch mein Mandant. Mhm. Und diese Klage ist abgewiesen worden mit dem Argument, es gibt kein Gesetz, wo dieses Ziel drinsteht. Und außerdem gibt es ja jetzt dieses Klimaschutzgesetz. Das war damals gerade in der Mache. Das war 2018, 2019, kam mhm. dann das Urteil. Mhm. Und wir hatten also. Aber das Verwaltungsgericht Berlin hat uns gesagt: Ja, du hast schon recht, Roda. Da, es gibt irgendwie schon so ein Recht auf Klimaschutz. Irgendwie gibt es das schon, stand da drin. Und irgendwie gibt es auch so ein CO2-Budget. Hast schon irgendwie recht. Aber wir können das jetzt leider nicht ausurteilen. Mhm. Ich habe also formal verloren, aus meiner Sicht aber ganz viel gewonnen. Und dann war sozusagen auch. Weil, weil, weil dir das Gericht ein paar Tipps gegeben hat. Genau. Aha. Ja, und einfach auch schon ganz viel vorgezeichnet hat. Und dann sind wir mit ähnlichen also mit einer ähnlichen Begründung gegen das dann ganz neue Klimaschutzgesetz vorgegangen. Und das war eben eine sogenannte Ambitionsklage. Wir haben gesagt, das Klimaschutzgesetz ist nicht ambitioniert genug, es sichert keine Rechte, nicht ausreichend die Freiheitsrechte und vor allem das Recht auf Leben und Gesundheit. Und das waren... Also, das heißt du übersetzt, die Ziele sind nicht gut genug gewesen. Genau, Ethnisch. es ging erstmal nur um die Ziele. Genau, mhm. genau. Das ist, also wir haben natürlich auch in so einer Verfassungsbeschwerde muss man auch immer darüber reden, was eigentlich tatsächlich gemacht wird. Mhm. Nämlich, wenn man hinterher sagt, was würde denn passieren, wenn du mir Recht gibst, Gericht? Ja, also die Verhältnismäßigkeit muss man immer auch mit begründen. Mhm. Das könnte jetzt natürlich Andreas Foskule viel besser erklären als ich, der mhm. saß da ja schon sehr mhm. lange. Ähm, das haben wir auch gemacht, aber es ging im Grunde nur um die Zielsetzung. Genau, das Ziel damals war ja, ähm, war ja 55 Prozent. Reduktion gegenüber 1990 und jetzt sind es 65 mhm. aufgrund des Klimabeschlusses. Bis 2030 war das, ne? Ja, genau. Okay. Genau und ähm, wir haben damals bei, der Klima, also bei dieser Klimaverfassungsbeschwerde, da gab es mehrere. Äh, ich sag mal, die großen Umweltverbände haben da eigentlich alle mitgemacht. Also ne, BUND und, und, und Greenpeace und Germanwatch und Deutsche Umwelthilfe und Solarverein. Also es gab noch ein paar andere, aber es gab halt Verschiedene Schriftsätze und verschiedene Beschwerdeführer, aber im Grunde ging es immer um die Ambition und ähm, Kläger waren eigentlich fast durchgehend ju Jugendliche und junge Erwachsene. Also die Klage, die ich vertreten habe, ähm, da war zum Beispiel Luisa Neubauer dabei ähm, und eben die Bauernfamilien aus dem erstinstanzlichen Verfahren. Mhm. Genau. und ähm, dann haben wir viel Papier produziert äh, und haben dann gar nicht lange gewartet und dann kam der Klimabeschluss. Und wegen Corona und auch wegen äh, wahrscheinlich ähm, der Einschätzung des Gerichts, dass es eigentlich inhaltlich kaum Streit gibt, sondern nur rechtlich, mhm. gab es keine mündliche Verhandlung, sondern einen wirklich äh, also historischen Beschluss, der einfach auf unseren Tischen landete, beziehungsweise in unseren E-Mail-Postfächern. Was überrascht? Ja. Warum? Du ich warst nicht überzeugt davon, dass sie Recht bekommen? Nee. Warum nicht? Weil das. Weil der Artikel 20a so lange Schneewittchen Schlaf gehalten hat. Mhm. Und weil ich mir kaum vorstellen konnte, dass das Bundesverfassungsgericht es wirklich hinbekommt, einen so weitreichenden Beschluss zu fassen. Ich habe so wie, glaube ich, fast alle damit gerechnet, dass wir einen gut begründeten, aber dennoch, äh, ich sag mal, nicht durchentschiedenen Beschluss bekommen. Aber dass wir wirklich Recht bekommen im, in ganz wesentlichen Teilen, da habe ich nicht zu hoffen gewagt drauf. Entsprechend, ich glaube, ich habe in dem Buch geschrieben, dass ich irgendwie jubelnd durch die Gegend gelaufen bin. Das ist auch so. Ich habe auf jeden Fall gezittert am Anfang. Wo warst du da, als du die Nachricht kam? Im Büro. Ja, wir wussten ja, dass die Entscheidung kommt und dann man wird da vorher informiert und es war ja auch klar, dass das einen großen Presseanklang finden wird und dann sitzt man da und versucht erstmal ganz schnell zu erfassen, was sie eigentlich aufgeschrieben haben. Gibt es denn da irgendwie einen Anruf? Oder gibt es eine E-Mail mit, mit dem Urteil? Wie ist das? Genau, wir haben ja ein elektronisches Postfach mhm. als Anwälte und äh, genau, da wurde, wird man vorher dann vom Gericht informiert. Am So und So ergeht die Entscheidung, Sie bekommen sie ein bisschen früher. Als die Presse oder was? Mhm, klar. Wie viel früher war das? Äh, wenig, äh, ganz wenig, ich weiß nicht. Eine, St eine Stunde, zwei. Wie lange hat es gedauert, das durchzulesen? Beziehungsweise, wann hast du gewusst, und wie viel Sätzen, dass sie gewonnen habt? Und da musstest du es wahrscheinlich nochmal lesen ja. und dann nochmal lesen, genau. weil, du denn, weil du deine Augen nicht getraut hast? Ja, genau. Ich weiß nicht mehr. Das kann ich echt nicht sagen. Ich weiß, ich weiß dass ich irgendwann, also mein Kollege las durch und ich habe gleichzeitig irgendwie mit Menschen darüber diskutiert, wie wir jetzt weiter vorgehen. Es war schon ziemlich schnell klar, dass wir gewonnen haben. Aber warum und wie genau das Konstrukt ist und wie stark wir gewonnen haben, das, ist, also das hat bestimmt die Stunde gedauert. Hm. Und dann musste ich ja, also ich meine, du musst dir vorstellen, ich habe da ja junge Menschen vertreten. den musste ich das ja auch übersetzen und sagen, Leute, jetzt kommt gleich eine Pressekonferenz und irgendjemand wird euch irgendwas fragen oder die Tagesschau kommt zu dir raus, Sophie. Ne? Sophie Baxen war ja eine der Klägerinnen, die haben, genau, und dann muss man das ja auch vermitteln. Also ich, ich mache ja solche Klagen auch mit Menschen, die ernsthafte probleme haben und die da ganz emotional auch dranhängen dann hm. und das war eigentlich das wichtigste in dem moment für mich. also ich habe mich sehr sehr gefreut und irgendwie auch darüber irgendwie rational nachgedacht aber hauptsächlich war mir in dem moment wichtig dass man das erklärt den menschen die hinterher damit auch umgehen müssen und die immerhin ja auch beschwerdeführer waren wie, wie lange hat es gedauert bis du es mal sacken lassen hast und realisiert hast was du da was ihr da geschafft habt? nur oh, lange weiß ich gar nicht. Sehr lange. Das Problem bei so einem, bei so einem Juristen oder einer Juristin wie ich das bin, ist ja auch mal, man liest das und denkt immer so, ja, ganz schön. Aber hätten sie noch schöner machen können. An der Stelle ist sie hat auch noch nicht so richtig gut entschieden. Aber okay. Also ich hatte gleich so eine Mängelliste immer neben mir. Mhm. Deswegen, ich habe mich schon sehr, sehr natürlich gefreut. Aber mir war auch klar, dass damit überhaupt nicht unsere Arbeit getan ist. Lass das mal eins am anderen zu diesem Beschluss äh, abgehen. Erstens dieses Klimaschutzgesetz. Ich erinnere mich, äh, das war Merkels letzte Legislaturperiode. Von wem kam das Klimaschutzgesetz? Also das kam dem aus dem Bundesumweltministerium. Das war ja Schulze. Genau. Okay. Und das der jetzige Entwicklungsminister. Mhm. Und das war entworfen worden von guten JuristInnen. Aha. Also wirklich. waren nicht gut genug. Nee, aber die konnten sozusagen bei den Zielen noch nicht. Gut genug werden, das durften sie nicht. Aber im Grunde war das ein gutes Gesetz. Und also, die haben das. Hm? Ja, die, also die, die Ziele, die waren ja in diesem Gesetz, dass 55% weniger Emissionen im Vergleich zu 1990 bis 2030 passieren genau. müssen. Und das war es im Grunde. Und okay. das war zu wenig. Und das war sowohl bis 2030 zu wenig, als auch vor allem danach stand gar nichts drin im Grunde. Ja. Und das war insgesamt genommen einfach nicht ambitioniert genug. Ich hatte ja vorhin über diese Reduktionspfade erzählt. Ja. Und wir haben im Prinzip nur gesagt, Leute, was ihr, da, was ihr da für einen Reduktionspfad reingeschrieben habt, der ist erstens bei 2030 zu Ende, fällt irgendwie alles unter den Tisch. Und außerdem ist der Reduktionspfad nicht steil genug. Mhm. Ihr habt einfach viel zu wenig euch vorgenommen. Und das ist auch total logisch, weil das Gesetz aufbaute auf einem Zwei-Grad-Ziel. Und nicht auf einem 1,5 Grad. Ziehen. Wieso das? Ich denke, Weil es äh alt war. Die, Zahl, die Zahlen und die Ziele waren alle uralt. Ja, aber die haben doch das Pariser Klimaabkommen 2015. Ja, sie haben, trotzdem ihr, sie haben trotzdem ihr altes Klimaschutzprogramm letztlich ins Gesetz geschrieben. Aber müssen die sich nicht an Völkerrecht halten? Also äh, ist Paris nicht ein völkerrechtlicher Vertrag? Doch. Ähm, das Paris-Abkommen hat ja... Oh, ja, das ist auch wieder ein bisschen nerdig. Also das Paris-Abkommen beinhaltet ein lang, also long-term Temperature Goal nennt man das, also ein in sich geschlossenes Ziel für die globale Temperaturerhöhung mhm. deutlich unter 2 Grad und am besten 1,5 Grad steht da drin global. Mhm. So und dann geht jedes Land hin und sagt auch ja, was bedeutet denn das mal für mich? Was ja. ist denn so mein Teil dabei? Ja. Ja, so. und, ähm, und das war ja auch Aufgabe in unserer Verfassungsbeschwerde zu sagen, ja was ist denn der deutsche Anteil? Was ist denn der Fair Share, wie man das heute äh, benennt? Ja? Jedes Land hat einen Share zu leisten. Ne? Und diese Frage war damals noch nicht, noch nicht sozusagen ganz deutlich geklärt. Sie ist leider auch immer noch nicht ganz geklärt. Die ja, fair, fair Share, äh, um es jetzt mal neoliberal zu sagen, das gilt nur was heute emittiert wird. Die historischen Emissionen und so weiter, dass Deutschland da zu den Top-Sündern der Geschichte gehört. Das, haben das, wir, das, das lassen wir erstmal weg. Ja, okay. das haben wir nicht weggelassen. Wir haben das aufgeschrieben. Mhm. Wir haben auch gesagt, wenn man die historischen Emissionen mitbetrachtet, ist das Budget in Deutschland alle. Punkt. Und zwar sofort. Das haben wir alles aufgeschrieben, aber gehalten hat sich das Bundesverfassungsgericht dann an eine Methode zur Errechnung des Fair Share, die der Sachverständigenrat für Umwelt fragen. Das ähm, CO2-Budget, ne? Genau. Okay. Und daran hat sich das Bundesverfassungsgericht orientiert und das ist einfach ab jetzt nach Köpfen verteilt. Okay. Mhm. Ähm, also, das Klimaschutzgesetz, <laughs> wogegen ihr geklagt hat, hatte 55 Prozent Reduktion zu bis 2030. Und im Grunde haben die dann gesagt, okay, die restlichen 45 Prozent, die wir reduzieren müssen, die passieren dann von 2030 bis 2045. Ja, nee, damals war es 50, 2050. Okay. Aber jedenfalls, das Problem ist ja, wenn ich irgendein Ziel setze auf irgendeiner Zeitlinie, mhm. dann kann ich ja dazwischen sonst was machen. Ja, ich kann auch ganz hoch gehen mit meinen Emissionen dazwischen und dann irgendwie wieder runter. Das hat ja für ein Budget die Bedeutung, dass ich dann viel viel mehr emittiere, als wenn ich so einen Reduktionspfad an, vorgebe, weil dann kann ich nur das, was unter dem Reduktionspfad liegt, noch emittieren. Mhm. Und das war eigentlich das Hauptproblem, dass nämlich das Klimaschutzgesetz eigentlich irgendein Zeitziel gesetzt hat, aber überhaupt gar keine Vorgaben gemacht hat dazu, wie viel wir eigentlich insgesamt noch emittieren dürfen. Das heißt, es wäre möglich gewesen, bis 2028 nochmal richtig schön reinbuttern mit den Emissionen und nochmal neue Rekordwerte ja. und dann in die letzten zwei Jahre genau. fahren wir das ganze Land runter. Ja, hätte man ja das, äh, Theoretisch das wir, schon, oder? Das haben Leute ja vorgeschlagen. Kohlekraftwerke bis, äh, bis zum Einschlag, bis 2028 und dann haben wir genug Geld, um die Windkraft auszubauen. Wirklich? Das haben äh, natürlich wurde das vorgeschlagen. Das ist ja die ganze Debatte um die Frage, Kohleausstieg 2030 oder 2035. Mhm. Dahinter steht immer das CO2-Budget. Und die Tatsache, dass das zu beachten ist, Fragezeichen oder nicht, Fragezeichen. Und der Klimabeschluss hat vor allem das gebracht. Nämlich, es gibt physikalisch gesehen ein CO2-Budget und jeder Staat muss sich irgendwie auch eins geben. Mhm. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Bundesregierung das überhaupt anerkennt. Das Svenja Schulze hat vor dem Klimabeschluss bei jedem Interview gesagt, es gibt kein CO2-Budget. Auch hier hat sie es mehrfach gesagt. Mhm. Ja, ja. Genau. <laughs> die Frau ist immer noch im Amt in der Regierung, ja, sie ist ja. aber ja. Mhm. Aber also man. Erkennt muss, die Bundesregierung das jetzt an? Ja, muss sie ja. Also im, okay. im Klimaschutzgesetz steht kein, jetzt kein numerisches Budget drin, also keine Zahl, aber man kann die Zahl relativ eindeutig errechnen, weil ja jetzt dem Klimabeschluss entsprechend mhm. Ziele über die Zeit definiert sind und eben auch 2045 also dann auch nach 2030 ne 2040 mhm. und so weiter okay so ja. 55 Prozent bis 2030 war das ursprüngliche Ziel im Klimaschutzgesetz ja. äh, wir kommen ja gleich zu dem Verfahren und was Urteil aber das was jetzt nach dem Urteil ist ist jetzt einfach nur 65 Prozent bis 2030 oder? und Ziele danach gesetzt im Gesetz. Aber das ist jetzt, das ist jetzt das Groß, der große Gewinn gewesen, dass wir nicht 55 Prozent reduzieren wollen, sondern 65 Prozent. Ja, genau. Das ist ja ein Grund, warum auf meiner Liste daneben stand: ja, und reicht das jetzt? Ja, offensichtlich nicht, oder? Ja, also man, man kann das wie immer zweiseitig irgendwie betrachten. Ne? Also zum einen war das ein, gab es einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und innerhalb von einer Woche ein neues Gesetz. Das kann man schon mal für ganz schön krass halten. Mhm. Ähm, man kann auf der Positivseite, wie gerade schon besprochen, sagen, das Klimaschutzgesetz, das neue, enthält sowas wie ein CO2-Budget für Deutschland. Das war vorher einfach nicht der Fall. Mhm. Ne? Ansonsten wurde nicht viel geändert am Gesetz. Und jetzt kann man sich fragen, was ist das Negative? Das Negative ist, dass die ganzen Aufgaben in der Realität, der, die Umsetzung, der Vollzug fehlt. Ja. Ja, aber das ist natürlich in der Natur der Sache, denn dieses Klimaschutzgesetz ist halt nur so ein Rahmengesetz. Da stehen halt nur Ziele drin: Monitoring, Projektionsberichte, Klimabeirat, ne, also Klimarat, sowas. Alles mhm. steht da drin. Mhm. Da steht nicht drin, bis wann wir aus der Kohle aussteigen müssen. Da steht auch nicht drin, ob wir neue LNG-Terminals bauen dürfen. Da steht auch nicht drin, ob wir weiter Autobahnen bauen dürfen. Und da steht auch kein Verbrenner aus für den Verkehr drin. Oder das Ende von klimaschädlichen Subventionen? Steht da auch nicht drin bräuchte es sowas? Also ist das möglich? Also so ein Vollzugsgesetz? Das ist ganz bestimmt möglich. Aber also ja, also wie in welcher Form das hinterher handwerklich gemacht wird, ist eigentlich so ein bisschen Aber möglich wäre es? Hm. Ja, natürlich. Hm. Das ist ja letztlich angelegt in dem Klimaplänen, ne? Die mhm. also ja, die stehen auch im Klimaschutzgesetz. Da wird ja gesagt, äh, sozusagen hier macht man einen Plan, Bundesregierung. Ja, und dann bitte auch beschließen und dann die Ministerien sollen das dann auch umsetzen. Und im Klimaplan steht dann sowas drin, wie, also das denke ich mir jetzt aus, weil es steht nicht drin, Tempolimit auf allen deutschen Autobahnen. Und dann müsste das Bundesverkehrsministerium Bundesverkehrs hingehen und die STVO ändern und, die StV und das SDVG vielleicht ein Stück. Ja, oder irgendwie bis 2045 keine Verbrenner mehr auf den Straßen. Das ist, irgendwie so, ist ja so das Ziel und das erkennt auch irgendwie die Regierung an. Aber was das bedeuten würde, 65 Millionen PKWs und LKWs, die fossil äh, sich bewegen, von der Straße zu bekommen, daran wird gar keiner denken. Nee. Oder ich, die Debatte wird auch wirklich viel zu wenig geführt. Oder wir, wir haben äh, jetzt in den letzten Wochen Agrarwissenschaftler hier gehabt mhm. oder auch äh, Vertreter der Landwirtschaft. Äh, da wird ja allgemein auch anerkannt: okay, wir müssen unsere Nutztierbestände halbieren, um die. Äh, ja, stand mal, stand mal auf, der, auf der Erledigungsliste von Jim Özdemir. Ne? Die erkennen das gar nicht an. Hm. Die erkennen das gar nicht an, dass die Nutztierzahlen halbiert werden müssen. Und wenn man das Problem nicht anerkennt das ist ein Problem. Dann, äh, dann brauchen wir auch keine Ziele. Äh, genau, aber das ist zum Beispiel Kein genau Vollzug. diese Fragen können bei Vollzugsklagen gestellt werden. Das ist das Schöne dran. Hm. Also, wenn ich ein Ziel habe und es ist verbindlich und ich kann auch in irgendeiner Form jemanden. Ja, aber darum haben sie das Ziel nicht. Schla äh, doch, es gibt ja Ziele für die Landwirtschaft im Klimaschutzgesetz. Mhm. Und auch die Landwirtschaft muss sie erreichen, genau wie der Verkehr. Ja, aber offenbar wollen sie quasi in der Landwirtschaft das ohne die Halbierung der Nutztierbestände machen. Wie das gehen soll, ist. Die die, die, die denken einfach zu kurzfristig da an, an der Stelle. Mhm. Es werden halt immer so die Low Hanging Fruits werden erstmal genommen. Das ist bestimmt auch schon mal gefallen hier, der Begriff. Klar. Das sind die, die einfachen Sachen, die man so, so genau, ganz die schnell machen kann. Genau, die einfachen Sachen, die nicht wirklich transformatorisch sind und die nicht wirklich was ganz grundlegend verändern. Okay. Zurück zu der Klage vor Karlsruhe. Äh, ja. Zu den Klägern kommen wir gleich. Er erklär mal, wie die jungen Erwachsenen und Bauernfamilien auf dich gekommen sind oder auf, auf dein Team. Ähm. Also, das sind, das, wie gesagt, das waren ja teilweise Mandantinnen und Mandanten, die ich schon lange hatte, mhm. über, mit, mit dieser Klage vor dem Verwaltungsgericht in Berlin und dieser Greenpeace-Klimaklage damals. Hast du die angestachelt, Du lass mal in Karlsruhe gehen? Anders. Ich persönlich darf ja niemanden anstacheln, aber ähm, also ich kann dir sagen, dass Motivieren. mich viele Leute so auch von sich aus anschreiben und auch angeschrieben haben. Mhm. Einer davon ist zum Beispiel mein Kläger jetzt in meinem Volkswagen-Verfahren. Mhm. Das ist ein Landwirt, der mich schon dreimal angeschrieben hat und gesagt hat, ich möchte auch mitmachen. Okay. Genau. Und die Klägerinnen und Kläger, also die Beschwerdeführerinnen in dem, ähm, in dem Verfahren hier vor dem Verfassungsgericht, die sind alle vorher bekannt gewesen, mir oder auch schon Mandanten. Und Luisa Neubauer kannte ich so. Ja. Und dann haben wir zusammen mit John und äh, Greenpeace und eben ähm, Luisa und den Fridays for Future Leuten diese, diese Beschwerde ausgedacht und dann aufgeschrieben haben wir sie natürlich, weil es ganz viel Recht ist, ja, da kann auch, also was heißt, was heißt ausgedacht? Also was macht da, sitzt da BUND, Greenpeace, Phrase for Future, sitzen die da zusammen und ihr denkt euch was aus? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Den drücken wir jetzt mal eine Klage rein? Oder? Was, nee, was habt ihr euch die, da ausgedacht? Nee, andersrum. Die, ähm, also zu, zu, zu uns Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten kommt ein Verband und sagt: Kann man da was machen? Mhm. Und dann setzt man sich hin an so einen Tisch, ohne Mikrofone mhm. meistens, und denkt darüber nach, was man machen kann. Okay. Und in diesem Fall war es dann eine Verfassungsbeschwerde, weil, wie gesagt, ich ja die sozusagen normal gerichtliche Ebene aus meiner Sicht schon erledigt hatte. Mhm. Aber das Gericht da in Berlin hat dir ein paar Tipps gegeben, was, wie man da... Das Gericht in Berlin hat gesagt, es gibt Schutzpflichten und es gibt in irgendeiner Form ein CO2-Budget. Mhm. Und du hast schon irgendwie recht, aber wir können es nicht ausurteilen. Und dann war klar, auf der Basis kann man auch durchaus dann äh, zum Bundesverfassungsgericht gehen. Okay, ihr habt dann alle am Tisch gesessen und ihr seid auf die Idee gekommen, dass man, auf eine, Ver dass man eine Verfassungsbeschwerde macht. Genau, es lag damals schon eine Verfassungsbeschwerde vor mhm. und zwar ähm, von dem BUND damals. Das war alles noch ohne das Gesetz geschrieben worden damals. Ähm, das war eine, letztlich eine Untätigkeitsklage, also mach mal was, Staat. So. Mhm. Und wir haben das dann, also genau auch wie die Kolleginnen und Kollegen von der, von der Deutschen Umwelthilfe, also ähm, hier in Berlin, das Büro Klinger hat das bearbeitet, ähm, haben wir das praktisch auf das Gesetz bezogen. Mhm. Also dann einfach Anfechtung praktisch des Gesetzes. Mhm. Das ist einfach eine unterschiedliche Klageart. Also, warum, warum war das jetzt irgendwie BUND, Umwelthilfe, Fridays for Future? Wie, wie sind die, was haben die miteinander zu tun? Hättest du nicht einge eingereicht? Ja, naja, ehrlich gesagt, war das gut, dass warum? es so viele verschiedene waren. Warum? Weil das Verfassungsgericht dadurch, glaube ich, sehr viel Material hatte. Und sehr viel gut aufgearbeitete rechtliche Argumentation. Ich habe vorhin schon gesagt, die allermeisten Verfassungsbeschwerden werden nicht zur Entscheidung angenommen. Mhm. Ähm, und das Verfassungsgericht hat da auch wirklich einen ganz großen Spielraum. Und um eine Verfassungsbeschwerde zu gewinnen, da muss man schon echt ganz schön viel Stoff bieten. Nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich. Und die Tatsache, dass es da eben drei Beschwerden gab, ist aus meiner Sicht gut gewesen. Aber was hat Phrase for Future und Deutsche Umwelthilfe, BUND für einen Stoff geliefert? Einfach immer ein bisschen andere Argumentationsebenen. Okay. Also wir zum Beispiel, ich, ich in meiner Verfassungsbeschwerde, ich habe mich ganz stark gestützt auf diese Reduktionspfade mhm. und habe gesagt, also Deutschland muss zumindest irgendwie irgendwo in der Mitte liegen, also von der wissenschaftlichen Seite her. Die Deutsche Umwelthilfe hat ganz viel mit Tonnen und Zahlen gearbeitet, also mit dem Budget. CO2, wie viel darf noch emittiert werden? Und der BUND hat auch aufgrund der Tatsache, dass es eine etwas ältere schon Beschwerde war, noch ein bisschen anders argumentiert. Wir haben alle irgendwie mit Artikel 20a argumentiert, alle so ein bisschen mit unterschiedlichen rechtlichen Feinheiten, Finessen, die man jetzt schwer hier wiedergeben kann. Aber mhm. ja, also, ich bin der Auffassung, dass das gut war. Und im Grunde ist es natürlich sowieso so, dass die Umweltbewegung damals sehr stark darauf geachtet hat, was passiert da mit dem Klimaschutzgesetz, was passiert mit der Umsetzung auch. Ne? Und dann war klar, als sie diese alten Zahlen aus der Schublade gezogen haben, dass man das so nicht stehen lassen kann. So. Aber warum, wenn ihr jetzt BUND wart, Fridays for Future, Umwelthilfe und so, wozu brauchtet ihr denn jetzt die jungen Erwachsenen und die Bauernfamilien? Ja, weil wir ja ähm, die Verfassungsbeschwerden nicht als Verbandsklage einreichen können. Wieso nicht? Weil das nicht zulässig ist. Das hat der BUND auch in diesem konkreten Fall versucht, ähm, also sozusagen als Verbandsklage eine Verfassungsbeschwerde einzureichen. Das ist unzulässig nach Karlsruhe Auffassung. Ähm, und wir haben ja im normalen Recht, also im einfachen Recht, also bei solchen Vollzugsklagen vom Oberverwaltungsgericht, kann der BUND antreten oder eben. Sturmwatch oder so, mhm. ne, die sind alle anerkannt. Oder die Verbraucherzentrale, solche ne, Verbandsklagen sind zugelassen. Aber Verfassungsbeschwerden kann nur eine Person machen? Individualverfassungsbeschwerden, genau. Das ist Also individual, sich beziehend auf die eigenen Menschenrechte. Subjektive Menschenrechte nennen wir das. Also nur wenn ich selber verletzt bin, darf ich irgendein staatliches Verhalten rügen. Mhm. Ja, aber wenn ich mir jetzt, keine Ahnung... Wenn es um mein Kind geht, mein Kind kann ja jetzt ja noch nicht äh, Verfassungsbeschwerde einreichen, aber ich mache mir Sorgen um die Zukunft und lebenswerte, saubere Umwelt meines Kindes. Kann ich mein Kind vertreten vor Gericht? Ah, das geht. Mhm. Aber es ist, das dürfen nur Personen machen. Mhm. Es gibt andere Klagearten vom Bundesverfassungsgericht, wo auch Institutionen klagen, Fraktionen zum Beispiel des Deutschen Bundestages oder okay. auch Bundesländer. Genau. Aber bei den Verfassungsbeschwerden, die sich auf den Menschenrechtskatalog hier im Grundgesetz vorne beziehen, mhm. das sind äh, Individuen. Okay, so, dann habt ihr, habt ihr gesagt, okay, wir brauchen ein paar junge Erwachsene, Bauernfamilien, wer will? Ja, wie gesagt, also ich musste nicht, wer will sagen, weil ich hatte die alle schon. Okay. Ich habe ja nur weitergemacht. Okay. Wie die anderen das gemacht haben, kann ich dir nicht wie, sagen. Wie viel, ihr, wie viel haben da jetzt am Ende offiziell Verfassungsbeschwerden? Also eingereicht? insgesamt über die, über die drei Verfassungsbeschwerden, die ich kenne, waren das. Über 30 Personen. Okay. Es gab ja auch noch eine Verfassungsbeschwerde von ausländischen Personen. Mhm. Die dürfen das auch. Genau, das war auch ein ganz interessanter Aspekt dabei. Die, sind, die durften klagen, haben auch ganz, sind auch relativ weit gekommen, aber dann zum Schluss abgewiesen worden. Wieso? Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt. Weil nur Deutsche das dürfen. Also, letztlich unterm Strich schon. Aber so simpel ist es nicht wie mhm, immer. Mh. Also grundsätzlich hat der deutsche Staat auch ausländische Menschen zu schützen. Das ist erstmal gut. Und dann im Detail. Heißt ja Menschenrecht, nicht deutsche Rechte. Genau. Und im Detail wurde aber in diesem konkreten Fall dann ähm, die Menschen aus Bangl Bangladesch abgewiesen. Mhm. Ja. Wie lange habt ihr denn gebraucht, jetzt, um diese Verfassungsbeschwerde dann zu, zu formulieren? Erzähl mal so ein bisschen das, vom Making-of. Ja, das waren durchwachte und, durch, und gestresste Nächte und Tage und wir haben das, äh, die sind alle eingereicht worden, so im Januar, Februar 2020 und also entsprechend haben wir Dezember, Januar, Februar viel gearbeitet. Aber musstet ihr euch beeilen? hatte ihr den Druck? Nee, aber wir wollten ja dieses Gesetz, was im Dezember in Kraft getreten war, nicht so lange liegen lassen mhm. ähm, und wir wussten ja außerdem, dass die Verfassungsbeschwerde des BUND da schon lange liegt und noch nicht abgewiesen war und auch sonst nicht. Also, wir hatten so ein Gefühl von, wir wollen das jetzt, also dieses Momentum wollen wir mitnehmen. Mhm. Und deswegen haben wir uns ein bisschen verabredet, dass wir so in so einem Zeitfenster alle einreichen. Und das haben wir auch gemacht. Okay. Und dann? Dann wie, 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 passiert erst mal gar nichts. Dann folgt ein schriftliches Verfahren. Ähm, dann ja, aber Karlsruhe sagt dann so: Okay, ja, eure Beschwerde ist eingegangen, wir melden uns. Ja, es wird dann zugestellt okay. den Gegnern. In Anführungsstrichen, also hier dem Deutschen Bundestag und dem, also der Rechtsabteilung des Deutschen Bundestages mhm. und der Bundesregierung und von denen gab es dann auch eine Rückäußerung. Wer, wer, wer vertritt dann die Bundesrepublik? Wer wäre euer Gegner quasi? Ja, wer war, wer war der Staatsanwalt des Staates? Ja, das sind tatsächlich Beauftragte, Anwälte oder Professoren gewesen. Mhm. Kanntest du die? Äh, ja, also ja. Äh, doch, doch, vom Namen her auf jeden Fall. Und die waren also aus meiner Sicht von sehr unterschiedlicher Qualität. Wieso? Ja, weil ich das Gefühl hatte, dass also man, also man kann es zwei, also äh, man kann es auf zweierlei Arten äh, beurteilen, aber ähm, die Argumentation blieb schon sehr stark auf der Ebene, dürfen die überhaupt zu Gericht, deine Mandanten. Die Argumentation ist ja bei Klimaklagen eigentlich immer, äh, du kannst nicht klagen, weil es betrifft ja alle ist ja ein riesiges Umweltproblem, betrifft alle. Und deswegen kannst du nicht für dich selber in Anspruch nehmen, dass du ein Problem hast, weil alle haben ein Problem. Und auf dieser Argumentationsebene sind die Schriftsätze da sehr stark stehen geblieben. Also wenn alle ein Problem haben, kann niemand einzelnes Problem haben, aber nur, jeder, nur ein Einzelner kann eine Verfassungsbeschwerde machen. Und darum ist die Verfassungsbeschwerde ungültig. Richtig. Unzulässig. Unzulässig, sorry. Ja, genau, das ist das Wort. Zulässigkeit, genau. Das ist die Argumentation. Ich zu wenig das ist noch also nicht schlimm. Ja. Mit dieser Begründung werden in der ganzen Welt Klagen abgewiesen. Ständig, jeden Tag. Der Ach. Europäische Gerichtshof zum Beispiel hat unsere Klimaklage auf EU-Ebene mit genau diesem Argument abgewiesen. Hatte der Staat noch andere, ich nenne es immer Abwehrstrategien. Also, jetzt rechtlich? Ja, ja. Das, die zweite Abwehrstrategie ist immer, das ist ein großes Problem. Du hast recht, das ist ein großes Problem, Roda. Aber also wir haben einfach großes Ermessen. Wir machen da mal so, was wir wollen. Und deswegen kannst du auch nicht dagegen klagen. Okay. War das eine schlaue Strategie? Ja, das Bundesverfassungs das stimmt ja. In der Gewaltenteilung hat mhm. der Gesetzgeber ein Ermessen, das ist richtig. Die Frage ist, wie groß ist dieses Ermessen? Mhm. Und hat sich das zu mess also hat sich das zu bemessen an den wissenschaftlichen und physikalischen Tatsachen? Das haben wir gesagt. An den politischen Tatsachen. Hallo. <lacht> <lacht> genau. Und noch eine Strategie? Ja, die dritte Strategie, die ist eigentlich zu traurig, um sie mitzuteilen. Ja, jetzt, jetzt will, die, jetzt will sie wissen. Die dritte Strategie ist. Ach, der Klimawandel ist so groß, es gibt so viele Emittenten. Ob wir nun noch ein bisschen mehr reduzieren oder nicht, ist auch egal. Nee. Doch. Was? Ja. Immer noch. Bis das heute so ein, ist ein bisschen so klimaverleugner Strategie. Bis heute. So. In ja, fast jeder Klimaklage bekommt man das Argument, sei es von einem Staat oder von einem privaten ja, Aber Das ist doch so... Das ist doch so ich, sorry, aber so Durchschaubar? Aber das ist auch so AfD-Niveau im Sinne von, äh, Deutschland, 2%. Äh, Deswegen so ist es ja peinlich. Warum macht denn der Staat das? Okay. Ich hätte mich geweigert, das aufzuschreiben. Aber ich habe auch nicht den Staat vertreten in diesem Verfahren. Ja. Mhm. Das ist ganz, ganz traurig. Hat das Bundesverfassungsgericht ganz wunderschön zurückgewiesen. Wie denn? in dem es gesagt hat, dass das Argument einfach komplett unzulässig ist bei kumulativen Umweltproblemen. Logischerweise hat jeder Verursacher einen Anteil zu leisten, nämlich den Fair Share, den hm. wir vorhin schon hatten. Das ist Inzwischen hat sich das relativ gut durchgesetzt, aber eben auch nicht in allen Ländern. Ja, das ist echt ein Problem. Im Prinzip hat Karlsruhe zu dem dritten Punkt gesagt, ja lol ey. Oh, kor korrekt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das nicht tragisch? Ja. Ja. Das, was nicht vorgetragen wurde und wo wir aber im Moment äh, weltweit jedenfalls auch so eine kleine Entwicklung sehen, ist, sind äh, die CO2-Staubsauger in der Atmosphäre, also technische CDR, Carbon Dioxide Removal. Mhm. Das hat der Staat hier in Deutschland nicht vorgetragen. Hätte er auch machen können. Ja. Aber da habe ich große Sorge, weil wir jetzt auch ein staatliches Programm haben diesbezüglich. Das ist noch beschränkt. Wir haben auch in der EU jetzt dazu ein Aktionsprogramm. Und ähm, also die Kolleginnen und Kollegen in Kanada und Australien, die im Moment Klimaklagen führen, da hatten wir ja gerade ein Seminar zu. Die ähm, sehen sich mit diesem Argument ähm, konfrontiert vor Gericht. Ja, das ist so die neue Strategie der, der fossilen Lobby so ein bisschen. Ja, wir, wir entziehen das ja dann bald irgendwann mit unseren Zauber. Genau. Und das Problem ist, dass das einfach Fake News ist. Wir müssen Fossile Emissionen runterfahren auf Null. Wir müssen natürliche Senken ausbauen und wir müssen tatsächlich, wahrscheinlich, Overshoot in kleinen Bereichen eine ähm, Abs Abspaltung von CO2 machen, bei industriellen Anwendungen aber nur. Ja. Aber irgendwie zu argumentieren, man wird in irgendeinem ungeahnten Maßstab technisch großartige Dinge erfinden und dann irgendwie, wie gesagt, den Staubsauger anlegen, ist einfach nur. Verrückt. Im Prinzip wollen Sie dadurch erreichen, dass man nicht so sehr reduzieren muss. Genau. Aber man muss alles drei. Das ist ja das Absurde. Ja. Dafür brauche ich, also ich meine, wie gesagt, ich bin keine Physikerin, aber dafür muss ich auch nicht Physikerin sein. Das verstehe ich, wenn ich, das, wenn ich die Berichte des Weltklimarats lese. Mhm. Und zwar nicht erst seit heute. Gut, also ihr habt es eingereicht. Andere Seite hat äh, auch ein paar absurde Sachen und ein paar gute Argumente gebracht. Warum hat es ein Jahr lang gedauert? Oh, das ist schnell. Das ist schnell? Ja, das ist super schnell. Das ist super schnell. Meine, meine Klimaklage gegen die RWE AG ist seit über zehn Jahren anhängig. Uh, what? Ja. Okay. Komme komm ich gleich nochmal später drauf, okay? Ja. Ein Jahr. Ja. Okay. Das ist normal vor Gericht. Okay. Das ist wirklich schnell. Und dann? Ja, und dann kam der Beschluss. Wie gesagt, in meinen E-Mail-Postfach. Mhm. Du meinst ja gerade, ihr habt recht bekommen, in wesentlichen Teilen. Genau. Wir hatten ja. Ihr habt das Ding aber jetzt komplett gewonnen. Nee, oder? nee. Der Tenor heißt, der Tenor lautet sozusagen, ganz bestimmte Paragraphen in diesem Klimaschutzgesetz, was wir da angegriffen haben, sind nichtig. Und sozusagen, dann gab so es so ein, bitte macht das mal richtig innerhalb eines Jahres. So so hat das Bundesverfassungsgericht das gefasst. Und wir hatten aber mehr beantragt. Wir hatten zum Beispiel gesagt, ähm, dem Gesetzgeber ist aufzugeben, nur noch x Tonnen CO2 zuzulassen in diesem Budget und solche Sachen. Mhm. Und das hat das Bundesverfassungsgericht uns nicht gegeben. Ähm, haben aber Sie's wie gesagt. Gegründet? Warum nicht? Ja, das, ist, das liegt an dem, an, den, an dem juristischen Weg, den das Verfassungsgericht eingeschlagen hat. Okay. Soll ich das erklären? Ja, bitte. Also, wir haben eigentlich in den Verfassungsbeschwerden uns alle bezogen. Also, Menschenrechte haben zwei Seiten. Die Abwehrrechte sperr mich nicht ein. Und die Schutzpflichten. Beschützt mich vor Kriminellen. Habe eine Polizei. Abwehr, Schutz. Mhm. Schutzpflichten sind traditionell die Dimension der Menschenrechte, die man bei Umweltfragen aus der Tasche zieht. Mhm. Weil es geht fast nie um direkte staatliche Einwirkung. Hier sperrt uns keiner ein und es ne? also sondern es geht darum, dass der Staat zulässt, dass zu viel emittiert wird. Deswegen haben wir uns alle auf Schutzpflichten bezogen und Schutzpflichten werden normalerweise oder sind argumentativ im Grundgesetz angesiedelt beim Schutz auf Leben und Gesundheit. Mhm. Logisch, die Auswirkungen des Klimawandels sind ja auch erheblich. Ne? Wasserknappheit, Hitzewellen und so weiter und so fort. Mhm. Das haben wir alles angeführt. Und diese Ebene hat das Bundesverfassungsgericht nicht angenommen. Das Bundesverfassungsgericht hat überhaupt nicht. nicht angenommen oder abgelehnt, diese Ebene? Nee, es hat gesagt, die gibt es, die Schutzpflichten, ja. aber die sind hier nicht verletzt. Okay. Und hat stattdessen gesagt, das Problem, was wir aber sehen, ist, wenn wir jetzt einfach weiter emittieren und insbesondere nach 2030 ohne irgendwelchen Reduktionspfad weiter emittieren, mhm. Dann können die heute jungen Generationen der Beschwerdeführer später irgendwie gar nicht mehr richtig irgendwie leben, weil man dann plötzlich richtig, richtig krass stoppen muss, auf die Bremse treten, steht in dem Beschluss drin. Mhm. Das heißt, es geht um den Schutz der Freiheitsrechte in der Zukunft, letztlich also die Frage, ob meine Kinder Lagerfeuer machen können und äh, Auto fahren. <laughs> Aber kein Verbrenner. Und das, das war zum Beispiel bei meiner Liste auf der rechten Seite so ein Fragezeichen. Warum um Himmels Willen ist das jetzt hier gerade wirklich das Relevante? Es geht doch eigentlich ganz offensichtlich auch im globalen Maßstab um die Schutzpflichten, um die Frage, ob es in Ordnung ist, wenn Menschen einfach aufgrund von Wasserknappheit schlicht und einfach verrecken. Aber du brauchst individuelle Personen und damit schickst alle. Ja, aber die hatte ich ja sogar. Ja. Also ich habe die ja ohne Ende vorgetragen. Aber es gibt viele, viele Gründe, warum das Bundesverfassungsgericht diesen Weg gewählt hat. In dem Beschluss steht aber ein ganz, ganz wichtiger Satz und der, der lautet, dass die Schutzpflichten noch nicht verletzt sind. Und das, ist also, das bedeutet, wenn wir weiter so machen, wie wir das im Moment tun, imitieren, 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 die Folgen des Klimawandels werden immer offensichtlicher, dann kann es sein, dass in ein paar Jahren auch ein Urteil, was sich auf Schutzpflichten stützt, durchgehen würde. Weil das aktuelle Urteil das hat sich ja bezogen auf die Verantwortung für die künftigen Generationen. Ja, das das aktuelle Urteil hat nee, sich das auf Ar das 2021 Genau, das hat der Beschluss bezieht sich auf Artikel 2 Grundgesetz, die Freiheitsrechte. Ja. Und als Maßstab dafür den Artikel 20a, die Staatszielbestimmung. Haben wir vorhin schon durch, äh, vorgelesen, aber mhm. der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen. Mhm. Aber du meinst jetzt diese Schutzpflicht. Die Schutzpflicht ist bisher, also die ist, ja, noch, die ist noch nicht sind, verletzt. Die Schutzpflicht, die, wir hatten das ja vorhin, die Staatszielbestimmung, auf die kann ich mich ja nicht direkt beziehen. Ja. Ne? Die Schutzpflicht, die ich jetzt eben beschrieben habe, die ist tatsächlich eine subjektive, eine, ein subjektives Recht, auf das ich mich beziehen kann selber. Das ist total nerdig. Das kann man keinem Menschen erklären in fünf Minuten. Das ist auch nicht wirklich ja, aber, aber, aber wo, intuitiv aber, aber, verständlich. Aber, aber wo ist denn da so die Grenze? Also ich meine, wir imitieren doch jetzt schon <laughs> viel zu viel und wir zerstören das Klima äh, ab. Wann wann. Zieht Karlsruhe denn da eine Grenze? Das hat Karlsruhe nicht gesagt. Deswegen okay. ja mein Fragezeichen auf meinem Zettel. Aha. Das ist auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem im globalen Kontext ist dieser Weg sehr ungerecht. Ja. Das haben auch einige Juristinnen und Juristen danach so kommentiert. Weil natürlich die Frage, ob meine Kinder noch Auto fahren können in 20 Jahren oder ob man da radikale Reduktionsmaßnahmen im Staat dann erlassen muss, und das ist ein Problem für die Freiheitsrechte. Das ist ein Problem, aber das eigentliche Problem ist global gesehen sind die Auswirkungen des Klimawandels. Ne? Also das ist schon bedenkenswert. Jetzt habe hab ich als Laie durch diesen Klimabeschluss, also im Grunde verstanden, kannst du mir ja mir gerne ähm, korrigieren, dass im Prinzip das Verfassungsgericht sagt, äh, je später mit echten Klimaschutzmaßnahmen begonnen wird, desto radikaler und härter müssen sie ja sein, weil... Das Budget alles ist sonst, genau. Genau, das Budget ist mhm. alle. Wir haben vorher nicht genug gemacht, wir haben ein bisschen Klimaschutz gemacht, aber so echten Klimaschutz nicht wirklich. Das heißt, wenn dann mal wirklich, um die 2045 Ziele zu erreichen, tatsächlich begonnen wird, dann wird es härter und radikaler. Und das ist dann eine Einschränkung der Freiheit der Leute, der Menschen, die dann in Korrekt. der Zeit leben. Ganz genau. Und es geht tatsächlich um die Freiheit, CO2 zu emittieren oder Methan. Mhm. Es geht wirklich um das Wahren der Rechte auf Emissionen letztlich ja. an der Stelle. Und ich und meine Kollegin haben uns eigentlich auf dieses Recht nur wenig bezogen. Wir haben das zwar auch gesagt, aber im Grunde ging es uns schwerpunktmäßig um den Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels, nämlich Hitzewellen. Extremwetterereignisse, Meeresspiegelanstieg. Hm. Äh, die Frage ist doch, also, jetzt, jetzt, es ist wahrscheinlich eine politische Frage, aber ist, ist, das, ist das wirklich so, äh, dass je später wir, also, je länger wir das verschleppen, desto härter werden wir irgendwann die Maßnahmen ergreifen? Weil, ich meine, um es jetzt mal unter uns zu sagen und äh, realistisch, da glaubt ja kein. Keiner hier in Berlin dran, dass wir 2045 klimaneutral sind. Das sagen sie halt so als Ziel, wenn man das so sagen muss. Aber im Grunde ist doch der Plan äh, politisch quasi Machterhalt und anlehnend daran, quasi die Maßnahmen zu ergreifen, aber nicht wirklich radikale, harte Sachen, so, dass sich was ändert. Deswegen braucht man ja Vollzugsklagen tatsächlich. Und man braucht auch die EU. Weil wir ansonsten diesen Transformationspfad, das ist ja eine riesige, radikale Transformierung von allen, allen gesellschaftlichen Bereichen, die wir so kennen. Ja, aber das ist ja genau das Ding. Genau. Also Und der, der Staat im Grunde soll das der Status quo ähm, Genau, deswegen aus meiner Sicht, das ist ja, das ist ja mittengrund. Die warum Machtverhältnisse sollen ja bleiben, obwohl alles <laughs> anders äh, werden soll. Ja. Genau. Und wir, wir sind ja genau, genau in dieser Diskussion befinden wir uns ja gerade. Wenn man, wenn man hört, warum Leute auf AfD-Demos gehen, dann ist es, weil sie sich eine neue Heizung einbauen sollen. Oder weil ihnen das Autofahren verboten werden soll. Oder weil es jetzt 30er-Zonen in der Stadt gibt. Das ist wirklich tatsächlich ein Problem. Und da haben wir vor allem eine Kommunikationsaufgabe. Aber deswegen, also an der Stelle, sind ja zum Beispiel Gerichte total praktisch, ne? weil die haben ja keine, die haben ja keine Legislaturperioden. Und die mhm. Richter werden auch nicht gewählt. Ne? Mhm. Das ist in gewisser Weise ein objektiver Raum. Und deswegen sind Vollzugsklagen auch was sehr Wichtiges in den nächsten Jahren. Du hast gerade erzählt, es gibt die Freiheit zu imitieren: ja. CO2 zu imitieren, Methan zu imitieren, Lachgas zu imitieren. Äh, Wäre ich jetzt ein Verfassungsextremist oder irgendwie so ein Verfassungsfeind, wenn ich sagen würde, die Freiheit muss man vielleicht uns nehmen? Kann man, kann man diese Freiheit quasi nicht streichen und quasi nur in Ausnahmefällen zulassen? Ja, doch. Das ist ja de facto tatsächlich auch jetzt so. Im, also die Spinner kommen ja zu sagen, ja, du imitierst doch auch als Mensch und so weiter. Darum, darum geht es nee, nicht. Nee, nee, darum geht es nicht. Es geht um die, genau, es geht also um die Energieversorgung, um die Mobilität genau. und um die Wärmeversorgung. Genau. genau. Und also de facto. Deswegen, das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn man das nur auf Grundlage des Grundgesetzes diskutiert, das Ganze. Mhm. Weil die Gesetze, die es gibt, die limitieren ja die Möglichkeit zu emittieren schon. Also für die Industrie gibt es das schon lange, der Emissionshandel, der hat ja ein hartes CAP obendrauf, da darf man nicht mehr fertig, irgendwo ist fertig. Ne? Es An sei denn, angeblich. Und dann gibt es Ausnahmeregelungen. Ja, für aber das ist schon, eigentlich ist das schon ein CAP. Muss man sagen. Nein. Und das Gleiche gibt es ab 2028, wenn es nicht dramatische Umstürze auf EU-Ebene gibt, auch für den Bereich Verkehr und Gebäude. Dann gibt es auch dort ein Cap europaweit. Ja, und insofern. Freu dich auf die nächste EU-Wahl. Ja, da haben, glaube ich, tatsächlich noch einige nicht verstanden. Wobei ähm, das aber auf jeden Fall eine absolute Ausführung dieses Beschlusses auch darstellt. Ne? Weil hm. die EU damit genau das macht. Sie portioniert die Emissionen. Über die Zeit, bis wir umgestellt haben. Mhm. Ja. Und das, das erreicht sie durch, durch solche Emissionshandelsbeschränkungen, ähm, einfach der Menge mäßig. Ne? Mhm. Das ist ein, eigentlich in der Hinsicht ein gutes Argument, ein schlechtes, weil man da so schön Lobbying betreiben kann und die Grenzen immer weiter höher schrauben. Mhm. Aber ähm, das heißt, auf EU-Ebene haben wir vieles davon schon umgesetzt. Das Problem besteht tatsächlich darin, dass, wenn wir das nur über Preise regeln, passiert was? Autofahren können sich irgendwann nur noch reiche Leute leisten. Die Gegend, in der wir das jetzt auch uns schon bald oder? befinden. Ja, genau. Und das mhm. ist für mich, und das ist für mich eigentlich der, der maßgeblichste Punkt, an dem wir uns im Moment befinden. Wenn wir einfach nichts tun und keine radikalen Maßnahmen erlassen, dann fliegt uns die Gesellschaft auseinander. Weil dann geht es nur um die Preise. Und das ist ganz schlecht. Glaube ich auch. Genau. Und deswegen müssen wir auch weiter die Gerichte beschäftigen. Mann, Mann, man, Mann, ja. Mann. Gut, also auf ein Glas Wasser. hat <laughs> gesagt, stimmt, hier, die zukünftigen Generationen haben Rechte und äh, ist ja anstrengend, wenn wir da zu spät mit diesen ganzen echten Maßnahmen beginnen. Ähm, <laughs> Ja, Du hast es in deiner E-Mail bekommen, konntest es kaum fassen, habt ihr, eine, habt ihr eine Party geschmissen oder so weiter? Konnen wir nicht, war Corona. Wir haben nur ein eine Zoom, Zoom-Sekt trinken haben wir gemacht. Habt ihr sie irgendwann mal nachgeholt? Doch, haben wir. Auf dem Dach des Greenpeace-Hauptquartiers in Hamburg. War total schön. So, dann erinnere ich mich: äh, Tag des Urteils und diejenigen, die das Gesetz zu verantworten hatten. Oh ne? Gott. Äh, also, <laughs> Die Bundesregierung, also in Persona Bundesminister, Bundesministerinnen wie Svenja Schulze, ich weiß, Altmaier war, glaube ich, auch Wirtschaftsminister. Altmaier ne? hat getwittert. Genau. Und die haben sich gefreut über das Urteil, obwohl das Urteil ja gegen ihr Gesetz war. Ja, das war... Das habe ich auch noch nicht erlebt. Glaub. Ich auch nicht, war eine unglaubliche Ironie. Und ganz ehrlich, also die, meine Mandantinnen und Mandanten haben sich darüber super doll aufgeregt, verständlicherweise. Ne? Also die, 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 die nutzen ihre persönliche Rechtsposition, ihre, ihre, ihre Freizeit, trauen sich vor irgendein riesiges Gericht zu ziehen, um die Bundesregierung dazu zu kriegen und den Bundestag ein ordentliches Gesetz zu machen. Und dann kriegen sie ein Dankeschön sozusagen ans Gericht äh, per Twitter vom Wirtschaftsminister, der, der im Prinzip hauptverantwortlich war dafür, dass das Gesetz abgeschwächt worden war. Ja. Absurd. Das war also ja, wirklich absurd. Hm. War das jetzt im Nachhinein gesehen eine schlaue Framing-Strategie von denen? Dass sie das gar, dass sie sich gar nicht aufgeregt haben, so Trump-Style, das hey, ist ein naja, scheiß Urteil, das, sondern ja, so, hey, cool, ja, wir wollten das ja eh machen. Schön, toll. Also den Leuten aus dem Bundesumweltministerium habe ich das ja abgenommen. Bei denen war das ja, die, ja so. Wir sind ja die ärmsten Schweine in der Regierung meistens. Genau. Aber Peter Altmaier hat die Energiewende. Also. In meiner Wahrnehmung hat der Wirtschaftsminister und die weiteren Wirtschaftsminister unter Angela Merkel die Energiewende so stark verzögert, dass wir jetzt in Deutschland in, einem, in, einer, in einer Gasmangellage angeblich gelandet sind. Mhm. Das haben die verkackt. Und dann gratulieren sie dem Gericht für ein fröhliches Urteil. Das ist einfach nur... Naja, aber das sind halt politische Zwänge. Die haben sich in politischen Zwängen gesehen. Ja, erklären kann man das psychologisch alles oder wieder soziologisch. Claire hat sich gefreut, ey, jetzt habe ich einen Grund, das zu machen, was wir nicht machen konnten, weil meine CDU-Fraktion im Bundestag sonst hätte. Ja, natürlich, die, die, die so hätten, war das gemeint. Die hätten ja sonst nicht zugestimmt. Ja, natürlich, so war das gemeint. So ist das doch immer gemeint. Hm. Man muss ja immer, also die Politik und Demokratie ist ja nun mal auch Kompromisse finden. Das ist ja auch real so. Ja. Das ist ja oft unbequem. Für mich ist es ja einfach. Ich kann hier sitzen und sagen: Hier, meine Mandanten wollen das. Ich gehe jetzt zu Gericht und frage das. Ich ja. muss ja keine Kompromisse finden. Ja. Also in den Mandaten nicht. In anderen Mandaten muss ich auch Kompromisse finden. Aber da ja nicht. Während, wenn ich ein Minister bin in einer Koalition, muss ich ja immer und jeden Tag einen Kompromiss finden. Das ist einfach hart. So, und dann hat die Regierung eine Woche gebraucht. Ja, um zehn Tage. Zehn Tage, um dieses vom Verfassungsgericht beanstandete Klimaschutzgesetz zu überarbeiten. Ja. Es lag aber schon in der Schublade. Ach so? Ja. Also im Sinne von, okay, wenn das schief geht in Karlsruhe, dann. Ja, und zur Umsetzung der europäischen Gesetzgebung wäre das sowieso erforderlich geworden. Okay. Wir hatten das schon fertig. So, Im und Grunde. Im, Im Wesentlichen haben sie nur. Aus der 55 Prozent, 65 Prozent gemacht. Und die Treibhausgasneutralität auf 2045 vorgezogen und ja. Ziele für nach 2030 verankert. Okay. Genau. Zufrieden? Nee, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Wieso? Weil der Beschluss drei Jahre alt ist und wir bauen weiterhin Autobahnen. Wir versiegeln weiterhin Fläche. Wir haben keinen radikalen Transformationskurs eingeschlagen. Ähm und wir haben aus meiner sicht nur im strombereich auch nur annähernd ausreichend gesetze auf den weg gebracht. ja, das wäre jetzt meine frage gewesen. also jetzt haben wir es ist drei jahre her äh, die wirkung dessen. also ist das überschaubar? also so, so groß wie die freude an dem tag war? Mhm. ja, dem, im, das, im großen und ganzen. Ja, also der Maßstab geht nicht weg. Und der wird ja auch immer wieder in Bezug genommen. Das muss man auch auf der Positivseite sehen. Mhm. Es ist auch wirklich jedenfalls im Bereich Stromversorgung, Energiewende einiges passiert. Nicht alles gut, aber es ist viel passiert. In, man kann schon fast sagen, in den Ressorts, die nicht richtig Feuer unterm Hinter hatten, Verkehr insbesondere, ist nichts passiert. Und das ist tragisch, weil das genau Freiheitseinschränkungen nach sich ziehen wird, hm. muss. Also wenn wir noch daran glauben, dass wir in irgendeiner Form uns aufs Paris-Abkommen ne, weiter beziehen. Hm. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in anderen Bereichen so. Die ganze EU steuert zu auf eine dramatische Nichterfüllung von Klimazielen im Verkehr- und Gebäudebereich. Ich hätte ähm, im Verfassungsblock von, gelesen, da Thomas Groß, auch so ein mhm. äh, ich Professor, mhm. äh, im März 2023 geschrieben zu dem Thema Beschluss, über den wir jetzt gerade geredet haben. Zitat, wenn man mit dem Abstand von zwei Jahren auf die Entscheidung und ihre Nichtfolgen sieht, muss die Bewertung deutlich nüchterner ausfallen. Mhm. Zum einen wird meistens übersehen, dass die unmittelbare Wirkung des Beschlusses denkbar gering war. Vor allem wird er aber von der Politik von den Verwaltungsgerichten und sogar vom Bundesverfassungsgericht selbst nicht umgesetzt. Das Problem, wie effektiver Klimaschutz durchgesetzt werden kann, ist nach wie vor nicht gelöst. Hat er damit recht? Ja, damit hat er recht. Was heißt das, wenn er sagt, vor allem wird aber von der Politik, das hat man eigentlich gerade schon, aber von den Verwaltungsgerichten und sogar vom Bundesverfassungsgericht selbst nicht umgesetzt? Ja, von den Verwaltungsgerichten bin ich tatsächlich auch persönlich enttäuscht. Im Klimaschutzgesetz ist eigentlich relativ deutlich aufgezeigt, was gemacht werden muss und welche Prioritäten, gesetzt werden müssen, damit diese ambitionierten Ziele erreicht werden können. Ähm, tatsächlich tun aber die Verwaltungsgerichte so, als könne alles einfach weitergehen wie bisher. Und das zeigt sich vor allem bei den Themen ähm, Neubau von Straßen, die ja noch im großen, großen Teil von Verbrennerautos befahren werden müssten. Mhm. Es zeigt sich aber auch bei der Frage von Bedeutung zum Beispiel von Flächenversiegelung, von Waldrodung, von all den Dingen, die Treibhausgase emittieren und gleichzeitig die Senkenfunktionen verringern mhm. in Deutschland. Mhm. Sie und es zeigt sich in der letzten Zeit vor allem bei den ganzen Fragen, wie beurteile ich eigentlich eine Gasmangellage, also die ganzen Klagen, die abgewiesen worden sind im Hinblick auf die neuen LNG-Terminals. Robert Habeck war ja auch schon hier und hat ähm, begründet, glaube ich, warum er das gemacht hat, dieses LNG-Bedarfsgesetz. Seitdem er Minister ist, kommt er nicht mehr. Ja, gut, aber vorher? Ja, da war, da ja. war grüner, also, an grüner der Stelle würde ich, Mann. An der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen. Seitdem, dass sich ich rechtfertigen muss, absolut, will er sich nicht rechtfertigen. Absolut, ähm, absolut falsche Ebene gewählt an der Stelle aus meiner Sicht. Wieso? Weil wir jetzt uns mit einer völlig neuen fossilen Infrastruktur auseinandersetzen müssen für die nächsten 30 Jahre, obwohl wir eigentlich aus den fossilen, wie vorhin besprochen, so schnell wie möglich aussteigen. Können. Ja, wir wollen, das sind nur, das ist nur die Sicherheit, diese Verträge mit Katar und so weiter. Wenn wir ab 2035 das nicht mehr brauchen, dann, dann bestellen wir das halt nicht mehr. Oder? Ja, aber du hat, machst hat, hat, das so hat, scherzhaft hat, und wir sitzen dann da vor Gericht und versuchen zu sagen, Leute, wir brauchen es nicht, wir können es auch nicht vereinbar mit den Klimazielen. Und das hat Verfassungsrang, Klimabeschluss. Artikel 20a, aber es hat keine Folgen. Es sollte kein Scherz sein, das ist quasi die zynische Ansage. Ja, genau. Und das ist aber, und das Problem ist aber an der Stelle, wie Thomas Groß richtig schreibt und wie ich auch geschrieben habe, schon mehrfach, hm. dass die Gerichte aus meiner Sicht ohne Verstoß gegen ihren Auftrag, also Gewaltenteilung, den Klimazielen in ganz anderer Weise zum Recht verhelfen könnten, es aber nicht tun. Ja, das ist die das ist andere Frage. Also Thomas Groß schreibt auch, sogar das Verfassungsgericht selbst setzt diesen Klimabeschluss nicht um. Was ja. heißt das? Damit meint er, die Verfassungsbeschwerden, die danach eingereicht und abgelehnt worden sind. Ähm, es, gibt, mh, es gibt, es gab äh, nach diesem Verfahren andere Verfassungsbeschwerden, die sich auf Klimaschutzmaßnahmen, zum Beispiel Tempolimit, bezogen haben, also die gefordert haben. Und es gab auch Verfassungsbeschwerden, wo es ein bisschen diffiziler, also zum Beispiel um Klimaschutzziele ähm, der Länder ging. Und mhm. diese ganzen Beschwerden hat das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen. Und wenn man diesen Blockbeitrag jetzt fortführen würde, dann müsste man sich ja auch fragen, welche Rolle spielt eigentlich das Urteil des Zweiten Senats zum KTF? Schuldenbremse? Ja. ja. Eigentlich in dem ganzen Konglomerat. Was sagst du dazu? Ja, das ist wirklich... Also zunächst mal ist es tragisch. Weil dass die Schuldenbremse so im Grundgesetz steht, wusste man und dass die Konstruktion, die hinter dem KTF steht, nicht rechtssicher ist, konnte man sich eigentlich auch denken. Was ich allerdings nur sehr sehr schwer verknusen kann, ist, dass in diesem gesamten Beschluss zum KTF, wo er letztlich nur drin steht, Leute, ihr habt da ein Konstrukt haushaltsrechtlich aufgelegt, was irgendwie so nicht geht. Das geht irgendwie nicht und das stimmt auch. Ja. Aber was mir echt fehlt, ist tatsächlich die Berücksichtigung des Klimabeschlusses von 2021 in diesem Kontext. Mhm. Irgendeine Form von Weg, die das Bundesverfassungsgericht vielleicht hätte aufmachen können an der Stelle. Der zweite Senat ist da sehr formal unterwegs gewesen. Es ist ja auch, ne, wie gesagt, also zur Ehrenrettung, das Bundesverfassungsgericht hatte zu beurteilen, ob diese haushaltsrechtliche Konstruktion mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar ist. Aber natürlich hätte das Gericht an der Stelle auch so, ein, so eine Brücke schlagen können. Das ist ja so lustig, ne? Also wir haben eine Schuldenbremse im Grundgesetz, aber keine Klimaschuldenbremse. Hm. Ne? Also im Prinzip kannst du ja auch quasi CO2-Budget und das, was wir quasi imitieren, als Schulden an, an dem Weltklima äh, begutachten. Wir hatten jetzt viele Ökonomen und Ökonominnen auch schon, die meinten, eine Schuldenbremse ist eigentlich eine Zukunftsbremse, eine ja. Investitionsbremse. Genau. Und und gleichzeitig würde ja quasi zu wenig Klimaschutz bedeuten, dass alles später noch teurer wird. Richtig. Also, also kein Klimaschutz ist teurer als Klimaschutz, weil wir alles, was wir dann reparieren müssen, Katastrophen, die wir refinanzieren müssen, wird ja alles noch teurer, was wiederum dazu führt, dass dann die Schuldenbremse auch irgendwann eingehalten werden muss und wir dann noch mehr Probleme haben. Also da beißt sich die Katze ja noch mehr in den Schwanz. Die Schuldenbremse führt irgendwann, wenn sie so weiter ausgelegt wird, wie sie ausgelegt wird zu einem verfassungswidrigen Zustand in der Klimapolitik. Aber wenigstens böden äh, wir den zukünftigen Generationen keine neuen Staatsschulden auf, Roda. Ja, das beruhigt mich leider wenig. Ja, das ich ist bin da leider auf der. Ich glaube inzwischen Mehrheitsmeinung, dass äh, Schulden nicht gleich Schulden sind. Und Investitionen in Bildung und Transformation sind keine das Schulden. Es ist am Ende wichtiger in diesem Staat dass äh, künstliches Geld einen höheren äh, Rang hat in unserer Gesellschaft als echte Emissionen. Ja, so kann man es leider zusammenfassen. Ähm. Man muss aber, wie gesagt, immer noch mal zur Ehrenrettung sagen, das Bundesverfassungsgericht muss ja das Grundgesetz auslegen. Und was nun mal der Bundestag da irgendwann reingeschrieben hat, Eben. das, das man, ist das Problem. Das ja? hat uns Voskula auch schon erzählt, da, da können sie ja gar nichts machen. Nee, aber sie hätten... Äh, naja. In dem, also deswegen, ich sage ja auch, also den Beschluss selber, ich kann es verstehen, dass Sie es so aufgeschrieben haben, weil es war eine Umgehung, mm. ja. Aber Sie hätten vielleicht nochmal drüber nachdenken können, was die Implikationen sind und dass man einen Weg aufzeigt. Das macht das Bundesverfassungsgericht ja auch in anderen Fällen so. So, jetzt haben wir äh, seit über zwei Jahren eine Ampelregierung, keine CDU mehr in der Bundesregierung und. <laughs> Äh, alles ist besser geworden. Unter anderem hat äh, die Ampel entschieden, dass diese äh, Sektorziele, ne? also wir, wir hatten ja quasi, okay, wir wollen äh, weniger Emissionen und dafür im, wird es im Verkehr so und so viel weniger, im Landwirtschaft so und so viel weniger, in dem Bereich so und so viel weniger und so weiter und so fort, in der Industrie, äh, da hat, jetzt, hat die Ampel jetzt gesagt, Ruder, wir, wir, wir gucken jetzt nur noch auf alles. Auf die oh, Gesamtmengen. Auf die Gesamtmengen und, und interessiert eigentlich nicht mehr, ob der Verkehr jetzt seine Sektorziele äh, klimamäßig erreicht oder nicht. Hauptsache, wir schaffen das in Gänze. Mhm. Tragisch. Wieso? Ja, weil ein ganz wichtiger Punkt bei diesem, also im Klimabeschluss steht, im steht, also zunächst mal steht da drin, alle Sektoren sollen eine Planungssicherheit haben und die Transformation muss in allen Sektoren betrieben werden. Da steht das steht im Bundesverfassungsgerichtlichen Beschluss drin. Mhm. So, das Schöne war in dem Moment, dass das ja im Klimagesetz auch so vorge vorgegeben war. Und irgendwann wurde klar, es gibt Bereiche, in denen die Erreichung der Ziele viel problematischer ist als in anderen. Verkehr, mhm. und Gebäude. Mhm. Und ähm, das Verkehrsministerium war noch nie unter der Leitung eines irgendwie klimagewillten Menschen. Das muss man mal ganz klar sagen. Und wir haben im Moment die Lage, dass das Verkehrsministerium jahrelang in Folge seine Klimaziele reißt. Und darauf hat man keine Lust. Ja, Im Prinzip war, war jeder Verkehrsminister immer ein fossiler Minister. So kann man es auch sagen. Und tragisch ist, dass jetzt ein ganz wichtiger Bestandteil der Architektur, so nennen wir das, des Klimaschutzgesetzes für die Umsetzung, wir wollen wirklich was ändern, gerissen werden soll, indem wir uns nur noch auf die Gesamtmengen beziehen. Ich äh, habe äh, zu diesem Entwurf äh, Stellung nehmen dürfen vor dem Deutschen Bundestag in dem Ausschuss da und habe das auch ziemlich deutlich kritisiert und äh, bin auch der Auffassung, dass das äh, keinem hilft langfristig, vor allem auch nicht der... Verfassungsmäßigkeit des Ganzen. Ähm, die, die Ampel streitet sich nach meiner Kenntnis darüber immer noch. Das Gesetz ist noch nicht Gesetz geworden, das mhm. neue. Mhm. Aber das ist, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein völlig falsches politisches Zeichen. Warum, warum machen die das? Ist es am Ende so einfach wirklich, dass sie einfach verschleiern wollen, dass in diesen wichtigen Bereichen wie Gebäudesektor und Verkehrssektor zu wenig passiert? Ja, sie wollen nicht verklagt werden. Ja. Schlicht und einfach. Weil bisher war es so, durch das Klimaschutzgesetz, wenn der Verkehrssektor seine Klimaziele nicht erreicht hat, dann mussten, dann mussten, mussten Maßnahmen genau, mussten Sofortmaßnahmen, Prog genau, mussten Sofortmaßnahmen, Sofortmaßnahmen, genau, mussten Sofortmaßnahmen äh, vorgelegt werden und ein Programm gemacht werden mit Maßnahmen drin, die das auch erreichen können. Ja, die waren, also das, war, das ist mal ein anderes Problem, äh, so manchmal ein bisschen Murks dabei, aber okay, da, dann gab es Konsequenzen. Genau. Und die Konsequenzen möchte man nicht mehr. Und es ist, also es gibt da, also ich sag mal, die FDP, aus deren Feder stammt das ganze Jahr, muss man ja so klar benennen. Sie schmückt sich ja auch selber damit. Die FDP hat eine Begründung für diesen Vorgang, warum sie meinen, dass es besser ist, weil nämlich die Preissignale dann gleichmäßiger ökonomisch verteilt werden und man macht es dann da, wo es erstmal billiger ist und im Verkehrsbereich ist es halt am Anfang erstmal nicht billig. Mhm. Ja, also diese typische wirtschaftsliberale Argumentation, die aber meines Erachtens nach ähm, energie- und klimapolitisch äh, widerlegt ist. Also äh, ich finde das auch an der Stelle wirklich nicht begründbar, den Vorgang. Ähm, Habe ich auch entsprechend so zur Stellung genommen. Ich meine, den schwarzen Peter der FDP zuschieben ist das eine, aber die Grünen und die SPD machen da ja mit. Ja genau, weil das halt im Koalitionsvertrag steht. Ne? Hm. Haben wir auch, also Mehr als kritisieren kann man es nicht. Und wie, wir kommen ja zurück auf die Demokratie, bedeutet nun mal Kompromisse machen. An der Stelle soll jetzt ein Kompromiss gemacht werden. Ich finde, dass der Kompromiss dann aber wirklich ein bisschen zu billig äh, gemacht wird. Mhm. Aber wie gesagt, ich sitze auch nicht an diesen Tischen und muss mich damit nicht jeden Tag befassen. Ich hatte so mal eine Frage zu ein paar anderen. Umwelt- und klimapolitischen Projekten, Sachen, die im Raum stehen, die jetzt bald irgendwie äh, mhm. auf der politischen Agenda stehen könnten und mhm. ob das was mit euren Klimabeschlüssen, den ihr erwägt habt, zu tun haben könnte mhm. oder wo du sagst, Thilo, damit, das hat da, darauf keine Einwirkung. Okay. Soll ich mal ein bisschen ja, durchgehen? Äh, Klimageld. Ähm, mhm. Also, dass quasi die Einnahmen durch die CO2-Steuer an die Bürger und Bürgerinnen zurückgegeben werden. Hat... hat euer Beschluss damit, was zu so tun haben. Steht da nicht drin. Steht da nicht drin. Aber was drin steht, ist, dass die Transformation eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Alle müssen mitgenommen werden und mitmachen. Mhm. Und damit hat das Klimageld was zu tun. Das heißt? Das heißt, dass aus meiner Sicht zur Umsetzung dieser Aufgabe, die das Bundesverfassungsgericht beschrieben hat, ein Klimageld zwingend notwendig ist. Äh, dann Heizungsgesetz, ähm, beziehungsweise das äh, Wärmepumpen und andere saubere mh, Heizgeräte, nenne ich sie jetzt mal, die alten Gas- und Ölheizungen ersetzen. Ähm, das, was jetzt verabschiedet wurde, ist ja offensichtlich nicht ausreichend. Ähm, also, das, da werden unsere Öl- und Gasheizungen nicht schnell genug ähm, ersetzt bis 2045. Gibt es da einen Klageweg jetzt? Das Gesetz ist eine Maßnahme zur Umsetzung der Klimaziele. Ja. Eine gesetzgeberische Maßnahme. Die ist unzureichend nach den Projektionen, die wir jetzt im Moment haben. Ähm, daneben gibt es natürlich weiterhin Förderprogramme. Das heißt, man kann. Im Moment wahrscheinlich nicht ganz klar sagen, wie schnell irgendwas ausgetauscht Aber diese wird. Aber diese Fördertöpfe sind ja begrenzt. Ist ja nicht Aber was man sagen kann, ist, dass die Tatsache, dass das Gesetz abgeschwächt wurde, mhm. wiederum zu lasten derjenigen geht, die nicht schnell investieren können, also wieder eine soziale Ungerechtigkeit herbeiruft, mhm. weil nämlich die, die jetzt nicht schnell umstellen, mit den deutlich höheren Brennstoffkosten später leben müssen. Mhm. Dieses Gesetz und auch die ganze Begründung für die Abschwächung ist aus meiner Sicht eine soziale Lüge und das ist wirklich ein Problem. Im Klimabeschluss steht dazu Tja, dasselbe. Jede, also sozusagen die Klimaziele müssen gesamtgesellschaftlich erreicht werden und in jedem in, und in allen Sektoren. Mhm. Ähm, mit ein, also ein großes Problem, was von diesem abgeschwächten GEG hervor, also hervorgeht, ist ähm, die Unklarheit im Hinblick auf wann müssen welche Investitionen auch auf kommunaler Ebene, ne? Stichwort Wärmeplanung und so gemacht werden. Das ist schlecht für den Transformationspfad und für die Planungssicherheit. Und mhm. im Klimabeschluss steht, auch die Privatwirtschaft und jeder Einzelne sollte eine gewisse Planungssicherheit haben. Ja, da könnte man ja auch argumentieren, oder? Also jeder kann absehbar, also man, man kann sehen, dass der CO2-Preis die nächsten Jahre steigen wird genau. äh, und auch richtig krass teuer genau. wird. Und jeder, der sich jetzt eine Öl- und Gasheizung noch einbaut oder seine behält, ist halt selbst schuld. Und was Weil, mit den Mietern? Ja, die... Sie können sich da ja nicht so richtig gut die, gegen die, wehren. Die hätten sich ja dann zusammentun können <laughs> und dem Vermieter oder der, der Vermieterin ja. da sagen aber können, ja, das macht er mal. merkst schon. Das ist nicht so toll. Ja, aber das ist ja, das war ja so, der CO2-Preis steigt nur, na ja. Ja. und naja. Und naja, genau. Da lässt man mal die Leute, die einfach, ich sag mal jetzt, nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten haben, lässt man mal einfach alleine. Ich weiß nicht. Also ich finde, das ist ein echt dramatischer Vorgang. Mhm. Und der ganze Vorgang ist irgendwie durch eine große deutsche. Boulevardzeitung Zeitung ähm, befeuert worden und nicht im Gemeinwohlinteresse. Mhm. Be beim Heizungsgesetz? Ja. Auch, war glaube ich nicht nur Bild. Nee, aber auch. Ich fand es unfassbar, was da vor, vor sich gegangen ist. Also es ist wirklich, das war, das war... Also wenn es noch Hexenverbrennungen gegeben hätte, dann wären da welche geschehen, glaube mhm. ich, in diesem Zeitraum. Aber deine Frage war ja, ob man dagegen klagen kann. Genau. Und die Antwort darauf ist, dass im Kontext dieser Vollzugsklage würde ja gesagt werden, hier in dem Gebäudebereich reicht es nicht. Und dann wäre eine Maßnahme, die in diesem Programm stehen würde, macht das GEG besser. Man würde also nicht direkt gegen das Gesetz klagen wahrscheinlich, hm. sondern auf eine Verschärfung des Gesetzes, damit die Klimaziele in diesem Sektor erreicht werden können. Also das quasi einklagen, was die FDP oder wo, wo sich die Ampel dann geeinigt hat, ja, wir machen es jetzt doch nicht so, Exakt. Nicht so doll. Exakt. Okay, ähm, Lieferkettengesetz. Also wir haben ja eins in Deutschland, äh, in Europa. Oh, großer äh, Topf. Wollen wir den auch machen? Herrlich. Soll ich den zulassen? Nein. Okay. Das äh, deutsche Lieferkettengesetz gibt. Das ist ja das Sorgfaltspflichtengesetz. Das mhm. gibt es und es gibt jetzt auch einen Beschluss über ein europäisches Lieferkettengesetz, was allerdings auf Wunsch einer Koalitionspartei auch hier in Deutschland sehr stark abgeschwächt worden ist. Es war schon schwach und es ist noch schwächer geworden. Sehr schlecht. Auch da ist aus meiner Sicht die Begründung überhaupt nicht tragfähig, aber gut. Ähm, das Lieferkettengesetz hat vor allem eine Funktion. Es macht deutlich, dass Umweltauswirkungen, sei es im Klimabereich, sei es im Bereich Menschenrechte, sei es im Bereich Biodiversität, Chemikalien, Pestizide, mhm. dass die nicht an deutschen Grenzen Halt machen. Und dass tatsächlich die Verantwortung, die wir hier in Deutschland haben, sich deutlich auf Emissionen bezieht, die nicht in Deutschland passieren. Und das ist total wichtig. Und deswegen finde ich diese Gesetze gut und arbeite da auch schon lange dran. Ähm, die Frage ist jetzt, wie werden sie umgesetzt von der Industrie, ne? von den umfassten Unternehmen? Was mhm. machen die da tatsächlich? Im mhm. Moment machen die vor allem erstmal eine Risikoanalyse in ihrer Lieferkette. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt hier beim Klimabeschluss sind, was lässt sich daraus irgendwie herleiten? Beschränkt. Das liegt zum einen daran, dass im deutschen Klimagesetz gar nicht ganz klar steht, ob Klimawandel drin stecken soll oder nicht. Mhm. Ich meine ja. Viele andere Juristinnen und Juristen meinen nein. Ach so. Warum meinst du ja? weil die Emission von Treibhausgasen nur Luftverunreinigung ist und Luftverunreinigung steht drin in Lieferketten. Ja. Aber ich meine wahrscheinlich nur die feinen, die feinen Staub. Ja, das, ich weiß nicht, warum die das gerne ähm, beschränkt auslegen möchten. Aber also die Lieferketten, diese ganze Diskussion um Lieferkettengesetze oder Sorgfaltspflichtengesetze führt uns vor allem vor Augen, dass es nicht nur um Emissionen in Deutschland geht und das steht auch im Klimabeschluss und zwar ganz deutlich. Nämlich aus Artikel 20 a folgt die Verantwortung für Deutschland in international Klimaschutz zu betreiben, nicht nur in Deutschland. Und deswegen kann man auf jeden Fall sagen, dass sowohl das deutsche als auch das europäische Lieferkettengesetz mit dem Klimabeschluss zu tun haben. Hm. Hm. Das war, war ja doch nicht so, so viel jetzt. Ich dachte, jetzt kommst du jetzt mit einem. Ich kann dazu noch ganz viel sagen. Aber das ist, das ist jetzt sozusagen der einfache, die einfache Ebene. Ne? Das war wesentlich. ja, das Wesentliche. Also, ja, wenn ich das ableiten soll vom Klimabeschluss. Aber ich sozusagen kann noch einen also ein, ein Schritt weitergehen. Die Lieferketten. Gesetzgebung soll ja dazu führen, dass man sich über die gesamte Lieferkette Gedanken macht und da möglicher und da sozusagen Menschenrechtsverletzungen abstellt. Ja, und wir haben ja vorhin festgestellt, dass die Klimafolgen Menschenrechtsverletzungen sein können. Mhm. Und damit ist natürlich auch potenziell die Anwendung von Lieferkettengesetzen global riesengroß. Mhm. Und das ist, das ist Fakt. Und ich glaube auch, dass sich das in der nächsten Zeit zeigen wird. Die Frage ist, wie damit die deutschen Behörden umgehen. Das und die deutschen Gerichte. Und das wissen wir ja noch nicht. Die Lieferkettenrichtlinie, also das deutsche Gesetz, das äh, europäische Gesetz, das braucht ja noch ein bisschen, bis es in Kraft tritt. Das deutsche Gesetz haben wir ja schon. Äh, ganz kurz mal, äh, hatte ich vorhin mhm. vergessen, äh, weil wir bei, okay, die Verwaltungsgerichte kommen, mhm. ihre Aufgabe nicht nach diesen Klimabeschluss umzusetzen. Mhm. Äh, welche Rolle spielen da so, ich sage jetzt mal, die Gesinnung von Richtern? G gibt ja... Gibt ja, ich nenne also, jetzt mal konservative Richter und Richterinnen, die so sagen: so, Ja, mir doch egal. Ja, also dazu gibt es nur wenige Untersuchungen. Also empirisch kann man dazu echt wenig sagen. Also, ich, ich stehe da noch ganz klar auf der Position, dass der deutsche Rechtsstaat an der Stelle noch ganz gut aufgestellt ist. Mhm. Also, das hat eigentlich nicht groß Auswirkungen, jedenfalls in Kollegialgerichten, wo es mehrere gibt. Mehrere Richterinnen und Richter. Aber natürlich spielt das eine Rolle. Vor allem für die Frage, wie offen man neuen Argumenten gegenüber ist. Mhm. Und das, ähm, das ist, äh, Richter sind ja auch nur Menschen und Richterinnen, die sich halt aber an Recht und Gesetz zu halten haben. Mhm. Und da kann man dann offen sein für eine Auslegung oder man ist es nicht. Dann ähm, zurück zu potenziellen Auswirkungen des Klima Klimabeschlusses. Was ist mit klimaschädlichen Subventionen? Also, die Ampel hatte sich ja vorgenommen, äh, laut Koalitionsvertrag mal, wir überprüfen mal mhm. die klimaschädlichen Subventionen. Wir zahlen ja so 60 Milliarden für die direkte und indirekten Subventionen pro Jahr. Wir überprüfen mal, welche wir da abschaffen wollen und müssen, obwohl wir eigentlich alle abschaffen müssen, mhm. weil sie halt alle klimaschädlich sind. Äh, stattdessen sind ja neue dazugekommen. Ne? Tankrabatt äh, jetzt. <laughs> äh, und die, die sie abschaffen wollten, da haben sich die Bauern dann zum Beispiel erfolgreich dagegen gewehrt. Ähm, Fakt ist aber, die Klimaschädensubventionen müssen weg. Und wir könnten mit diesem Geld, 60 Milliarden pro Jahr, eine Menge für Klimaschutz machen. Ähm, kann euer Klimabeschluss da irgendwas ändern? Also kann, kann das Recht, die Regierung zwingen, diese Scheißsubventionen aufzugeben? Bisher haben wir offenbar keinen Weg gefunden. Ich kann nur sagen, dass wir uns damit mehr als einmal befasst haben. Und das Problem ist, wie kann man an welcher Stelle ne, klimaschädliche Subventionen sind ja Gegenstand des Haushaltes, mhm. jedes Jahr wieder. Der Bundestag hat Haushaltsrecht und die Länderhaushalte sind auch entsprechend. Also, das ist eine Frage der Gewaltenteilung. Und dies ist, ähm, der Gerichtszugang an der Stelle ist wirklich schwierig. Die Antwort ist wieder, wenn sich zeigt, dass in einigen Sektoren die Klimaziele nicht erreichbar sind dann muss in einem Programm gegebenenfalls auch der Abbau von klimaschädlichen Subventionen aufgenommen werden. Im Verkehrsbereich ist das gerade auch Thema gewesen vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Und die Richterinnen dort auf der Bank haben alle gesagt, ja, da muss das halt gemacht werden. Das muss in dem Programm stehen. Und die Maßnahmen, ja, müssen, die, nicht. Und die Maßnahmen müssen die Ziele auch erreichen. Interessant, vielleicht passiert es ja doch, wenn das Bundesverwaltungsgericht die Revision zurückweisen würde, dann hätten wir ein Urteil... Und wir haben ja gesehen, nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum KTF wurde das ja ganz schnell umgesetzt. Vielleicht dann ja auch das Urteil, was zur Einhaltung der Klimaziele verpflichtet. Gibt es da andere Wege, wie die Allgemeinheit oder wie Personen diese klimaschädlichen Subventionen wegklagen können oder so weiter? Sehr schwer, wie gesagt. Der Zugang an der Stelle zu Gerichten in Deutschland ist ähm, extrem schwierig. Dazu gibt es ja einiges an Studien und es gibt auch Ideen, wie man das, ähm, wie man das aufarbeiten könnte und nach und nach ähm, in den Haushaltsplänen praktisch äh, abschaffen. Ne? Mhm. Weil abschaffen heißt ja letztlich nur, dass man die nicht mehr in die verschiedenen Kategorien da im Haushaltsplan reinschreibt. Aber die, das Einklagen hat bislang jedenfalls ähm, nicht geklappt. Das ist eine Frage des Gerichtszugangs und der Möglichkeit, sich... Ähm, also, einen Anspruch darauf geltend zu machen, dass sowas konkret abgeschafft wird. Hm. Schwierig. Das halt. Gerichtszugang ist die halbe Miete. Kapitel 2, glaube ich. Deines Buches. <laughs> ja. Wir alle, wir alle haben Ach ein ja, Recht auf Ja, genau, Zukunft. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, habe ich mich ein ganzes Kapitel mit auseinandergesetzt. Das ist wirklich kompliziert. Warum hast du es geschrieben? Um meine 20 Jahre Frust aufzuarbeiten. Ist gelungen? Ja. Verkauft sich gut? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Wieso nicht? Weil ich gar nicht das weiß. Kein, das ist kein gutes Zeichen, sonst würde sie der Verlag bestimmt melden. Ja, also <laughs> ich habe noch eins. Schatt. Ja, vielleicht müssen wir noch eins schreiben. Nee, ich habe das geschrieben, weil, ähm, weil einfach nach dem Klimabeschluss kamen mehrere Anfragen und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie ein guter Anlass, um auch mal zu zeigen, dass es hier nicht nur um Deutschland geht. In dem Buch geht es ja um ganz viele Länder und um ganz viele verschiedene Klagearten und auch meine unternehmensbezogenen Klagen und so. Und da. Da hatte ich einfach ähm, Lust. Und das habe ich ja auch mit einer Freundin zusammengeschrieben. Ich bin sowieso eher so ein Zusammenarbeiter und nicht so ein Alleinearbeiter. Hm. Äh, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, dass gerade hm. bei, bei den Bauernprotesten, da hat die Polizei ja manchmal so, also, ähm, ähm, wie soll ich sagen, äh, spontane. Zusammenkünfte, Versammlungen, mhm. wie sie es genannt haben, erlaubt, weil es gerade, okay, es gab äh, aktuelle Beschlüsse und dann ist das, ist das, äh, obwohl es nicht genehmigt ist, okay und wir lassen das so sein. Äh, Im Vergleich zu letzte Generation Proteste, die sich ja auch irgendwie auf äh, grundsätzliche Sachen beziehen, aber da wurde dann immer so, ja, das ist jetzt aber unangemeldet, das müssen wir auflösen. Ähm, die Blockaden. Die Blockaden. Ähm, Siehst du das eigentlich auch so? Oder könnte man sagen, gerade auch mit dem Klimabeschluss, dass die letzte Generation da erst recht, wenn Bauern spontan sich irgendwie versammeln dürfen und irgendwelche Straßen blockieren können, dann ähm, müssen diejenigen, die nicht für klimaschädliche Subventionen, wie die Bauern äh, wie die Bauern eintreten, erst recht äh, blockieren dürfen? Also zunächst mal sollte Strafrecht auf alle gleich angewendet werden. Und dann kommt erstmal gerade gar nichts auf alle gleich, wenn es denn überhaupt angewendet wird. Alle sind gleich, manche sind gleich. Und das ist ein Problem, das mhm. sehe ich genauso. Ich glaube, dass die, also ich habe, bei mir fängt das eigentlich schon früher an. Ich frage mich überhaupt, warum, warum bei ähm, straßenbezogenen Protesten so, ähm, so durchgegriffen wurde. Das ist für mich schon unverhältnismäßig im, im Ansatz, weil es letztlich eine Ausübung von Versammlungsrechten war. Aber in dem Gegensatz jetzt zu dem, was bei den Treckerblockaden hingenommen wurde, stellt sich diese Frage auf jeden Fall. Und man wird ja sehen, es gab ja auch ein paar Strafanzeigen, gab es ja jetzt auch bei den Bauernprotesten, und dann wird man sehen, wie damit die Gerichte umgehen. Aber es gibt schon einen großen Unterschied, das muss man einfach so sagen. Die Menschen, die sozusagen für mehr Klimaschutz demonstrieren, tun das im Allgemeinwohl und in Übereinstimmung mit dem Klimabeschluss unter mhm. anderem. Und die Menschen, die gegen die Abschaffung von bestimmten Subventionen, ähm, demonstrieren, tun das erstmal, tun das erstmal für sich. Wenn auch ich sagen muss, dass es ja bei den Baumprotesten um viel mehr ging, als nur um diese beiden Subventionsabzüge. Ähm, ne? Es geht mm. ja um die Struktur der Agrarsubventionen, um die Struktur der, ähm, ja, der gesamten Agrarwirtschaft, ne? also die Möglichkeit der Einfuhr von Billigfleisch gegenüber ne, und so weiter. Es geht um, um ganz, ganz viel. Man muss da, glaube ich, auch nicht so ganz schwarz-weiß immer sein. Können wir da nicht so vom Eu EuGH ziehen Aber und quasi die Subventionspolitik der, der EU in Sachen Landwirtschaft äh, quasi, also dass das verboten wird, weil es ist immer noch 70 Prozent der ja, Direktzahlungen gehen äh, in die Fläche. Die können dann machen, was sie wollen und Landwirtschaft ist ein großer Treiber in Sachen Klimawandel? Ja, für die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik gibt es gute Vorschläge. Die sind politisch abgelehnt worden. Genau. Genau. Also kann man da nicht mal das Recht spielen lassen. Ähm weil politisch ist es ja offenbar seit Jahrzehnten unmöglich, da irgendwas zu machen, weil mhm. die rechten, konservativen, neoliberalen, die wollen das so. Dann ja, also ich kann, ich kann nur an der Stelle sagen, dass es auch dort ja wieder um Subventionen geht und auch dort der Gerichtszugang sehr schwierig ist, wenn mhm. nicht gar unmöglich. Mhm. Was man allerdings sagen muss, ist, dass auch die EU sich Gedanken machen muss um ihren Landwirtschaftssektor, weil auch die EU hat Klimaziele im Landwirtschaftssektor und hat inzwischen ja auch Biodiversitätsziele. Mhm. Und ähm, daran muss sich die gemeinsame Agrarpolitik irgendwie anpassen. Da ist noch ähm, einiges im Argen, das muss man sagen. Ob die Gerichte da wirklich helfen können, das bezweifle ich. Letzter Punkt zum, zum Klimabeschluss und den Auswirkungen. Wie, mhm. wie ist das denn jetzt mhm. aktuell, äh, wenn ich jetzt sage... Ja, oder ist hier Verkehr, Verkehrssektor und so weiter, die, die äh, so, wie das aussieht. Die CO2-Ziele werden nie und immer eingehalten. Also die, die PKW, äh, fossilen PKWs gehen ja nicht zurück. Wir emittieren immer noch, ist teilweise sogar mehr. Ähm, wie kann man das dann the theoretisch einklagen? Weil ich hatte das ein bisschen so verstanden, man müsste, um zu beweisen, dass die Verkehrsziele. Bis 2030 äh, nicht eingehalten werden. Dazu müssen wir bis 2030 warten, um zu beweisen, dass sie nicht eingehalten wollen. Mmh, nee, das müssen wir nicht. Nee? Wir haben ja das Mittel der, der Projektionen, die ja jetzt auch gerade vorgelegt worden sind vom Umweltbundesamt. Ja, aber Projektionen sind keine Fakten. Nee, aber das würde in diesem Fall, glaube ich, schon reichen, um zu zeigen, dass die Maßnahmen im Verkehrsbereich nicht ausreichend sind. Okay. Die Frage ist nur, woran messe ich das? Das hatten wir eben diskutiert. Wenn ja. wir sagen, wir messen das nicht mehr an den Sektorzielen aus dem Klimaschutzgesetz, dann messe ich es an dem Klimabeschluss selber. Mhm. Und dann muss ich, und das glaube ich, kann man auch sagen, dass die, ähm, das Fehlen von Maßnahmen im Verkehrsbereich zu einer Verletzung von Freiheitsrechten führt. Ne? Hatten wir vorhin diskutiert. Mhm. Wir machen viel zu spät irgendwas und dann müssen wir radikal auf die Bremse, stehen schon vor dem Abgrund. Und das ist genau das, was in der Verkehrspolitik in Deutschland, aber auch in Europa, droht. Nämlich Verletzung von Freiheitsrechten. Und damit es irgendwie keine ein, einklagbaren Maßnahmen und so weiter gibt, äh, heben sie jetzt die Sektoren auf. Ja. Schön. <laughs> ja, das ist wirklich. Ja. Also da kann man dann, da kann man dann nur wieder sagen, gut, wenn es eine einfach gesetzliche einen einfach gesetzlichen Weg nicht geben soll, dann muss das Verfassungsgericht sich vielleicht mit dieser Frage nochmal befassen. Denn ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt noch keine Schutzpflichtverletzung und es gibt eine Gesamtmenge und es gibt einen Freiheitsrechtsschutz. Und also ein weiter so jedenfalls schützt gar keine Rechte. Das ist so ein schöner Satz. Mhm. Falls ihr Fragen habt an Roda äh, zum den Auswirkungen des Klimabeschlusses, über den wir ja geredet hatten und äh, konkreten Sachen, gebt sie Hans an die Hand. Wir sprechen mal ganz kurz über dich, bevor ich noch mal ein paar grundsätzliche Fragen zum Thema Klima, Jura, nenne ich das erstmal mal, mhm. habe. Äh, Vielleicht fange ich mal von hinten an. Du bist, du klagst vom Bundesverfassungsgericht, bist aber gleichzeitig Richterin an einem anderen Verfassungsgericht. Wie geht das? Ja, ehrenamtliche. Ja. Das ist die, die Landesverfassungsgerichte sind Ehrenamtsgerichte. Nichts nicht viel zu tun, oder was? Das schon, aber das ist sozusagen so aufgesetzt, dass die Gremien, in denen da beraten wird, also die ganzen Richterinnen und Richter, dass die auch andere Berufe haben. Und da wird, da gibt es dann eine Geschäftsstelle und dann ähm, arbeitet, sitzt man zusammen und berät. Und ich bin in Hamburg berufen worden, auch 2021. Das war aber Zufall, weil da einfach eine Stelle, also eine Stelle zu besetzen war im Hamburgischen Und Du hast viel, nicht viel zu tun. Ne? Mhm. Ich habe genau das überlegt und habe dann gedacht: Doch, ich stehe ja für den Rechtsstaat. Ich bin ja Teil der Rechtspflege und ich finde auch den Rechtsstaat eigentlich eine sehr gute Einrichtung, mhm. friedenserhaltend und ähm, Demokratieerhaltend. Ja. Und deswegen habe ich mich bereit erklärt, in dieses Gremium zu gehen. Und ich muss sagen, das ist eine sehr gute Erfahrung in meinem Leben. Weil es nämlich zeigt, dass ähm, Argumentationen, stringente Argumentationen und irgendwie schlüssige Argumente, dass die überzeugen können, unabhängig von der politischen Färbung. Habt ihr schon Urteil mal gesprochen? Ja, ganz viele. Was, was, ist, was, was verhandelt man denn an einem Landesverfassungsgericht? Ja, hauptsächlich Bürgerbegehren und Volksentscheide. Und. Klagen von. Or ob, da, ob die zulässig ja, ob sind. ob die zulässig sind. Und Organe, also Organstreitverfahren, also zum Beispiel Abgeordnete klagen gegen die Bürgerschaft oder irgendwelche Wahl, ähm, Wahlanfechtungen, solche mhm. Sachen. Okay. Wir haben in Hamburg keinen eigenen Grundrechtskatalog, das heißt, wir kriegen keine Verfassungsbeschwerden im Sinne von. Es gibt keine Hamburger Verfassung. Es gibt eine Verfassung, aber die hat keinen eigenen Katalog, das heißt, das wird immer nur beim Bundesverfassungsgericht sich auf die Ja, Bundesländer haben so Landesverfassung. Ja, genau. Bayern so. zum Beispiel, da gibt es ja auch eine Popularverfassungsbeschwerde, Genau, das äh, das ist in Hamburg nicht so. Okay. Ja, wir haben ja einen Föderalismus. Jedes Bundesland konnte das entscheiden. Ja. Und in Hamburg ist das eben eine, eine Verfassung Leid geworden. Nennt sich Bayern deshalb Freistaat? Oder ist das, damit <laughs> das weiß ich gar Gibt nicht. Gibt es Sachsen und Bayern als Freistaat? Mhm, genau. ne? Ich glaube, das ist historisch begründet. Okay. Mhm. Wie, wie viel Zeit kostet dich das so? Das kommt ganz drauf an. Also jetzt im letzten Jahr war es wirklich relativ viele Entscheidungen, die es zu beraten gab. Auch sehr umstrittene, wo man dann sehr viel berät, sehr lange, lange drüber spricht. Also wirklich ringt miteinander, bis man auf eine einstimmige Entscheidung kommt. Weil das Ziel in solchen Gerichten ist wirklich zu versuchen, dass man sich irgendwie einigt. Weil das. Ähm Achso, ich glaube, beim Ringen gewinnt ja am Ende einer. Und nee, dann, nee, liegt auf dem Boden. Nee, nee, man versucht einen Weg zu finden. Das ist dann sehr ausziseliert und manchmal auch wirklich schwierig. Man muss sich auch ans Gesetz halten. Also, wir können ja nicht über die Verfassung hinweg. Ne? Das wollen wir ja auch gar nicht. Aber das merkt man schon, dass das da. Also, und die Denkweise ist einfach anders, wenn man auf der Richterbank sitzt, Also wenn man auf der. Wie mache ich jetzt noch eine Klagebank setzt? Kriegst du dann auch so eine Robe und sowas alles? <laughs> ja, aber nur für die genau für die Verhandlungen für die Verkündung genau. Wer hat dich vorgeschlagen dafür? Ähm, das passiert also man wird vorgeschlagen und dann wird man in der Hamburgischen Bürgerschaft also dem Parlament gewählt und vorgeschlagen haben mich glaube ich die Grünen. Das mhm. weiß ich gar nicht. Doch genau müsste, müsste eigentlich so sein. Bist du grünmitglied Nein. Warum nicht? Weil ich so viel für zivilgesellschaftliche Organisationen arbeite, dass ich mir irgendwie gedacht habe, dass es ähm, nicht notwendig mich jetzt auch noch parteipolitisch zu organisieren. Würde sie ein bisschen beißen jetzt angesichts der Realität, und was die Grünen so machen? Ne? Das weiß ich gar nicht ganz genau, ob sie wirklich beißen würde, aber. Ähm also ich, ich die, die sind ja im Grunde die größte Enttäuschung, wenn wir jetzt sagen, in Klimapolitik. Also die FDP macht das, was sie immer versprochen hat. <laughs> ja, so kann man Oder? Das sagen. Ja, das stimmt schon. Aber gut, wie gesagt, das ist ja auch ein bisschen problematisch. Man kann so schlecht sehen, was genau alles gemacht wurde. Ich kann nur sagen, gerade im Energiebereich ist wahnsinnig viel passiert, ja? und auch wahnsinnig viel aufgeholt worden aus der, aus der Zeit von Altmaier. Ja, das werden wir jetzt sehen. Ne? Also wir sind ja jetzt gerade dabei. Die letzten Punkte bei der, beim Wind an Land und Wind auf See und so weiter umzusetzen. Also, ich will da auch gar nichts verteidigen. Also die Gesamtbilanz, finde ich, ist jetzt gar nicht so, wenn man den Koalitionsvertrag als Maßstab nimmt. Ne? Da stehen ja auch nicht nur gute Projekte drin. Nein, nee. also ja, der für Maßstab mich, ist der Realität, nicht, nicht ja, ein Koalitionsvertrag. Also, die, also, ich würde nicht sagen, dass die Grünen der, der, der enttäuschendste Partner sind. Wie lange bist du Verfassungsrichterin? Ähm, seit 2021. Ja, nee, wie lange bist du das? Ach so, man kann, glaube ich, bis zu acht Jahre sein und dann wird man abberufen. Okay. Und man muss zwischendurch, also es gibt sozusagen zwei Amtsperioden. Du kriegst kein Geld dafür? So eine Aufwandsentschädigung Was gibt es dafür so? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Also, das ist auf keinen Fall irgendwie auskömmlich <laughs> für die Zeit, die man damit verbringt. Okay. Aber so. darauf kommt es auch irgendwie nicht an. Also für mich nicht. Ich finde das wirklich ein. Also ich. Ich finde das einen bereichernden Posten. Das mhm. ist auch anstrengend und man muss da immer so ein bisschen über die eigenen Schatten springen. Aber es lehrt einen, was der Rechtsstaat, was den Rechtsstaat eigentlich für ausmacht und was Gerichte so leisten müssen. Wer, wer, wer hat eigentlich jetzt äh, von Umwelthilfe, BUND, fresh for Future bei diesem Klimabeschluss eigentlich euer, euer Geld bezahlt? Oder waren das die, die jungen Menschen und die, die Nein. Bauernfamilien? Ich habe gearbeitet für Greenpeace und German Watch. Und die haben auch mein Honorar bezahlt. Und, okay. die, das, Honorar, pro bono und das Honorar, das Honorar der, der anderen wurde von den anderen Verbänden bezahlt, von den anderen Anwälten. Da sind ja noch mehr Anwältinnen und Anwälte tätig gewesen, ne? mhm. als nur ich. Okay. Und genau. Und das ist, ähm, ich habe auch Pro-Bono-Mandate und ich schreibe auch bestimmt nicht jede Stunde auf. Aber dieses, diese Verfassungsbeschwerde wurde tatsächlich maßgeblich von von Greenpeace bezahlt und von Jamwatch. Ja, ja, wie du meintest, in wesentlichen Teilen recht bekommen habt, habt ihr dann, musst du dann auch der, die andere Seite eure Honorare bezahlen? Ja, wir haben einen Kostenfestsetzungsbeschluss bekommen und der Streitwert wurde festgesetzt vom Verfassungsgericht und wir haben irgendwie so ein paar tausend Euro zurückbekommen, tatsächlich. Aber nicht genug? Nein. <laughs> Nee, das ist eigentlich nie genug. Also bei okay. so komplizierten Sachen sind die, das, das deutsche Kostensystem ist so, dass man nur dann richtig viel Geld bekommt als Anwalt oder als Gericht, wenn die Streitwerte so hoch sind. Und das ist im öffentlichen Recht oft nicht der Fall. Aber da, ja, das, damit muss man irgendwie leben. Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Düsseldorf geboren und dann aber relativ rasch nach Hamburg gezogen, weil mein Vater dort dann eine Arbeit angenommen hat. Und ich habe schon Abi gemacht in Hamburg und war dann eine Weile weg. Aber im Grunde bin ich Hamburgerin. Was haben, was haben die Alten Oder was machen deine Eltern gemacht? Meine Mutter Alter? ist Volkswirtin äh, und oh. war lange dann Lehrerin an einem Wirtschaftsgymnasium. Okay. Und mein Vater war in der Lebensmittelindustrie. Und mit dem habe ich viel diskutiert über Politik, was weil der nämlich eine Weile FDP gewählt hat. Und das fand ich immer schon komisch. Was ist die Lebensmittelindustrie? Was hat er da gemacht? Äh, na ja, vor allem als junge Frau fand ich das völlig unverständlich. Wie man, das war irgendwie so so abstrakt. Auch die Werte, die dahinter stehen, waren für mich so abstrakt. Obwohl, was hat er gemacht? Der hat Zucker verkauft. Also wirklich. Der hat für einen großen Lebensmittelkonzern Werbestrategien für zuckerhaltige Produkte erfunden. Okay. Ich hätte mich, also ich habe mich mit ihm sehr gestritten und würde es heute auch weiter tun. Okay. Ja. Das heißt, keiner von euch war, äh, also in der Familie gab es keine Juristen bis dahin. Äh, wann wusste kleine Roda, dass Jura was für sie ist? Das äh, später. Aber dass das irgendwie umweltschutzrelevant ist, das wusste ich seit ich 13 bin. Warum weiß ich aber auch nicht genau. Es nee? hat sich so ergeben. Und es ist auch nicht wieder weggegangen. Und das Jura, was damit zu tun hat, weiß ich seit äh, einem Praktikum, was ich nach dem Abi gemacht habe. Da wurde mir nämlich irgendwie zum ersten Mal so richtig bewusst, was für ein, was für ein Machtfaktor Gesetze sind. Mhm. Und wenn man für Umweltschutz streiten will, dann ist es gut, wenn man Jura versteht. Warst du erst umweltbewusst, äh, bevor du in Jura gegangen bist oder andersrum? Ja. Woher, wo, woher kam das Umweltbewusstsein? Ja, das, wie gesagt, das weiß ich nicht genau. Das hat, hat angefangen in der Schule. Ich war plötzlich da mit 13. Du, du lachst mir, so irgendwie. Ich weiß das nicht mehr. Es sich, du, es du grinst wirklich, mich so an, als ob du das nicht sagen willst. Nein, ich, sag, ich grinse dich an, weil ich diese Frage jedes Mal gestellt bekomme, bei jedem Interview und okay, in jedem okay. Podcast. Und ich kann das nicht beantworten. Es war für mich nur einfach eindeutig, dass wir nicht ohne eine gesunde Umwelt leben können. Das ist irgendwie absurd, dass wir so tun, als könnten wir einfach alles benutzen und ausbeuten und kaputt machen und dann leben wir als Menschen fröhlich weiter. Das war immer schon falsch. Hm. Ja. Du warst 13, bist jetzt Anfang 70 geboren. Der 70er geboren, das heißt so Mitte der 80er. Mhm. Ähm, war da nicht Tschernobyl und sowas genau, alles? Genau, dann kam Tschernobyl, dann kamen Kastortransporte. Okay. Genau. Also vielleicht AKW-Bewegung oder sowas? Ja, aber nicht so ganz tief drin, muss ich sagen. Ich habe mich, ähm, also ich habe mich da auch beteiligt, aber das war, ähm, ich habe eher so über die, die ja, Jugendbewegung eigentlich gearbeitet, mhm. damals viel. Genau, in Hamburg auch schon. Oh, Wasser wird neu gebracht. Genau, das ist, also das, ich, ich kann das nicht beurteilen aber es, oder ich kann es nicht wirklich begründen, aber es ist, immer, es ist immer da gewesen, seit ich mich politisch interessiere, habe ich mich für Umwelt interessiert und habe immer schon gefunden, dass da zu wenige Leute aufstehen und sprechen. War das zu Hause auch der Fall? Zu Hause war Umweltpolitik kein Thema, bis ich damit angekommen bin. Wie wurde denn reagiert drauf? Äh, unterstützend. Viele Diskussionen, aber immer unterstützend. Also im Sinne von politischem Engage Engagement. Das war immer, genau. Aber dann, wenn es konkret wurde? Ähm, <laughs> meine Eltern sind weiter in Urlaub geflogen, wenn das die Frage ist. Naja, oder wen man wählt oder welche Entscheidung man trifft. Ja, also ich glaube schon, dass da eine, auch ein Umdenken oder eine gewisse Beeinflussung stattgefunden hat. Aber ich glaube, das müsste man tatsächlich hm. äh, meine Eltern fragen. Ich. Genau. Fliegst du nicht oder was? Wie bitte? Fliegst du nicht? Nee, ich fliege nicht in Urlaub. Schon seit Ewigkeiten nicht. Ich fliege nur, wenn ich unbedingt muss und nur, wenn es also? Dienstreisenbezug ist. Weil ich der Auffassung bin, dass das etwas ist, was ich wirklich beeinflussen kann. Vieles andere an meinem CO2-Fußabdruck kann ich echt schlecht beeinflussen. Als Mensch, der eben im, in der Stadt in, Deu in Deutschland lebt. Ich kann natürlich meinen Energiebedarf umstellen und so weiter. Aber es ist... Ähm, beim Fliegen ist es am offensichtlichsten für mich gewesen, immer ja, schon. Ich meine, das ist, wie, wie, wie gehst du damit um, dass quasi so Klimaschutz auch sehr in den letzten Jahrzehnten individualisiert wurde? Ich meine, das ist ja eigentlich ein ja, muss man aufpassen. Mittel der mhm. fossilen Industrie. Ich genau. glaube, das kam von Shell oder so weiter oder BP, die ja diesen individuellen CO2-Fußabdruckrechner gemacht haben. Mhm. Wo ich mir mal sage. Am Ende geht es ja um kollektive Entscheidungen. Ja, es geht um kollektive Entscheidungen, aber irgendwie an einigen Stellen gibt es tatsächlich auch individuelle Entscheidungen. Und das ist zum Beispiel, finde ich, eine, die kann, man, die kann man fällen, ohne dass man sich, ähm, also ohne dass man, ich sag mal, das gesamte Leben aufgeben muss oder vollkommen einschränken. Man kann mhm. das machen, genauso wie man seinen Stromanbieter wechseln kann, wie man, wie man versuchen kann, plastikfrei möglichst einzukaufen. zu kaufen. Das ist schon viel schwerer zum Beispiel, als nicht zu fliegen in Urlaub. Ja. Und ich, also wir haben das als Familie so entschieden und wir haben das nicht vermisst. Was gut in der Schule? <laughs> ja. Gut genug, um Jura studieren zu können? Ja, ich war, ich hatte, glaube ich, das drittbeste Abitur, aber frag mich nicht mehr, was es war. Weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit 1 mhm. Und dann Hamburg war klar, du bleibst in Hamburg? Kurz nicht von zu Hause weg? Nee, ich hatte drei verschiedene Studienplätze. Ja, und Oslo, und London ich. und Hamburg. Nee, ich hatte aber ach auch so, Studienplätze, so, ach so, ach so, auch in so, Berlin sorry. zum Beispiel damals. Warum äh, ist in Hamburg geblieben? Weil dort ein Schwerpunkt Umweltrecht angeboten wurde. Okay. Nein. Du bist aber jetzt, wir hatten einen roten Stein hier, Du warst jetzt nicht in der Beserius Law School. Nein. Okay. Warum nicht, warum nicht da? Weil es die damals noch gar nicht gab. Ich bin ein bisschen älter als Ronan. Achso, so. Genau. So. Okay. Und ich habe ähm, studiert an der um, Fachbereich 2, also Fachbereich 17. Das war damals die reformierte Juristinnenausbildung. Mhm. Da waren irgendwie ganz viele linke, interessante andere Professoren und Professorinnen. Wenige Professorinnen allerdings damals. Und das war ein Studiengang, der vorher mal einstufige Juristenausbildung gemacht hat. Das heißt also keine Trennung zwischen universitärem Studium und Ausbildung, sondern gemeinsame Ausbildung. Mhm. Das war damals möglich aufgrund des deutschen Richtergesetzes. Das war, war genau eingestellt worden zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Jura zu studieren. Mhm. Aber die Leute waren noch dieselben. Und wie gesagt, es gab damals einen Schwerpunkt Rechtsphilosophie und einen Schwerpunkt Umweltrecht und Kriminologie und so Sachen, die damals wirklich nicht viel angeboten wurden okay. und dann bin ich in Hamburg geblieben. Aber du bist auch in Oslo und London gelandet. Ne? Ja, genau. In London habe ich eine ganze Weile gelebt und auch gearbeitet. Okay. Und dann bin ich wieder gekommen, weil. Ä äh, da hast du nicht studiert, Jura? Da habe ich auch einen Master gemacht am Anfang. Okay. Aber dann habe ich da gearbeitet, drei Jahre lang. In Oslo? In Oslo war ich als Erasmus-Studentin. Okay. Da war ich noch ganz klein. Wie war das so? Das war toll. Ich habe einfach Norwe ich habe mir gedacht, ich will noch eine Sprache. Du hast lernen. norwegisches Jura gelernt, oder was? Ja. Okay. Ist da irgendwas anders als im Deutschen? Ja, einiges. Oh ja, einiges. Zum Beispiel gehört alles Land dem König, so wie in England. Da guckt man, ne? <laughs> genau. Oder ja, es gibt viele, viele andere Dinge, aber das war also eine tolle Erfahrung. Also einfach nochmal eine Sprache zu lernen. Und ich habe viel, viel Völkerrecht hab ich da gemacht. Mhm. Ich konnte sogar mal, ich habe ein Praktikum gemacht in einem Fischereiministerium im norwegischen Fiskiriministerium. Mhm. Und da hatte ich ein tolles Projekt und durfte sogar mal mit einem Forschungsschiff rausfahren. Das waren wirklich ganz prägende Erlebnisse damals. Das, was du jetzt machst, war das immer der Plan oder hattest du früher, als du jünger warst, eine andere Zukunftsperspektive? Ich, ich kenne sehr wenige Menschen, die schon mit 20 irgendwelche konkreten Pläne haben für die Zeit, wenn sie 50 sind. Boah es das? Oh klar. Also ich hatte sowas nicht. Ich wollte einfach immer nur. Die wenigsten Pläne gehen auf. Ja, vielleicht ich, ist es nicht. Ich, ich, auch ich ganz hatte gut. auch mit 20 einen Lebensplan. Ehrlich. Also naja. ich hatte. Nee, ich wollte einfach immer nur. Also der einzige Plan, den ich hatte, war, dass ich einen, einen, einen Beruf ausübe, wo ich versuche, etwas zu bewegen und wo ich nicht nur wegen des Geldes irgendwo rumsetze und mir meine Zeit äh, um die Ohren. Du willst was werfe. bewegen? Bist du eine Aktivistin? Ja, das, nee, ich bin, ich bin Rechtsanwältin und entsprechend auch gebunden in meinem Aktivismus an das bestehende Recht. Und das ist auch okay so. Ja, vielleicht bist du eine Aktivistin, die ihre juristischen Fähigkeiten einsetzt. Ja, wenn das das, wenn das das Wort umfasst, dann wahrscheinlich. Eine juristische Aktivistin. Also vielleicht müsste man meine Mitarbeiter fragen. Ich glaube, die würden sagen, dass ich eine Aktivistin bin, weil ich immer irgendwelche Ideen in den, in den Raum werfe und dann müssen wir gucken, ob es geht. Ja, ist jetzt nicht schlimm, aktiv, aktiv, aktiv zu sein. Nee, Aktivistin, nee, überhaupt nicht. Der Aktivismus ist, ist ja auch was Positives, ne? Wenn man dann nachhalten kann. Beim Jura ist es halt so, wenn man ein, eine Aktion in Gang setzt, dann kann das auch mal eben Jahrzehnte dauern. Hm. Und da muss man dann Durchhaltevermögen haben. Wie zum Beispiel bei dem Fall, ne, den ich vorhin erwähnte, von meinem peruanischen Mandanten gegen die RWE AG, wo wir 2015 Klage eingereicht haben. Da geht es um diese Gletscherschmelze in den peruanischen Anden. Die RWE verursacht hat. Unter anderem, genau. Wie haben sie das gemacht? Indem sie 0,5 Prozent der globalen Emissionen verursachen, mhm. historisch, und deswegen mhm. auch beigetragen haben zur Gletscherschmelze konkret und deswegen zum Risiko einer Gletscherflut. Und da klagen wir ja jetzt echt schon seit zehn Jahren. Wo, liegt, wo liegt die Klage jetzt? Beim Oberlandesgericht in Hamm. Warum dauert das jetzt so lange? Weil das ein Absoluter, ein absolutes Novum war und mhm. wir sehr lange gebraucht haben, bis wir überhaupt in die Beweisphase eingestiegen sind. Und dann kam Corona und wir mussten einen Ortstermin durchführen in Peru und dann haben wir drei Jahre verloren und genau. Wie, ihr seid mit dem Gericht. Nach Peru geflogen. Wir sind mit dem gesamten Gericht und Sachverständigen nach Peru geflogen. Das ist interessant, dass du das gar nicht weißt. Hast du, wenn man mich googelt, kommt man eigentlich als allererstes immer auf den RWE-Fall. Ja, ist, du darfst jetzt nicht verwechseln, was ich weiß und wo ich jetzt hier nachfrage. Ach so. ja. Ich muss das Publikum damit. Alles klar, ja da, das Publikum. Also, genau, ja, dieser Fall ähm, ist. Ähm, Genau, der ist sehr stark in den Medien ge gewesen 2022, deswegen habe ich mich gerade kurz gewundert. Da äh, war es so, dass wir tatsächlich mit einer ganz großen Delegation eines deutschen Gerichts nach Peru gefahren sind, dort auf den Berg geklettert sind und uns diesen Gletschersee angeschaut haben, mhm. ähm, um die Frage zu klären, ob das Haus von... H hättet meinem die das nicht über Google Earth machen können oder irgendwie, warum, warum muss man dafür hinfliegen? Meine, meine, mein Wunsch war es nicht. Mhm. Es war der Wunsch des gerichtlich bestellten Sachverständigen. Aber hat denn was gebracht? Aus meiner Sicht nicht. Der, Ort, der Ortstermin nicht. Okay. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir sind ja mitten im Verfahren und ich, ne, wie gesagt, ich bin Organ der Rechtspflege. Ich kann nur meine Klage zum Gericht bringen. Das Gericht entscheidet dann den Rest. Das ist so, auch okay, so. Und das Gericht hat entschieden: ich bestelle einen Sachverständigen und der Sachverständige hat gesagt, ich brauche einen Ortstermin. Dann machen wir einen Ortstermin. Das ist ja meine Klage und ich muss die Dinge auch beweisen, die ich vorgetragen habe. Mhm. Also tun wir das. Und in, wir sind mittendrin und dieses Jahr gibt es irgendwann wahrscheinlich dazu nochmal eine Anhörung in Hamm. Wann gibt es denn das Urteil? Das ist in den Händen des Gerichts. Und in den Händen natürlich der Parteien, die immer ganz lange brauchen, wir auch, um dann irgendwie Stellung zu nehmen zu verschiedenen fachlichen und wissenschaftlichen Fragen. Ich kann mir jetzt, ich kann, ich kann mir jetzt vorstellen, dass RWE ziemlich nervös ist. Ich meine, sie gehören ja wirklich zu den schlimmsten... Äh Verursachen von Emissionen in der Menschheitsgeschichte mhm. als Unternehmen ist, glaube ich, das Top-Unternehmen das Top in Deutschland, oder? In Europa immer in, noch. Der größte, größte Einzelemittent durch die ganzen Kohlekraftwerke, genau. Ich, wenn ich als LWE-Chef wäre, ich wäre vielleicht ein bisschen nervös, weil wenn, wenn ihr die Klage gewinnt, gut, dann würden sie wahrscheinlich erstmal wieder irgendwie. Äh, Zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gehen. Gut, aber an, angenommen, ihr gewinnt am Ende, mhm. dann würde das ja bedeuten, äh, dass für die vielen ähm, Naturkatastrophe oder Katastrophen, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind, äh, diese Unternehmen dann Schadensersatz. Mitverantwortlich ist. Mitverantwortlich sind und damit Schadensersatz wahrscheinlich. Ihr wollt, genau. äh, ihr wollt doch Schaden. Nee, oder? wir wollen hier eine Kostenbeteiligung okay. für die Abwendung einer solchen Gletscherflut. Also praktisch Anpassung. Anpassung an den Klimawandel wollen wir hier bezahlt haben. Okay. Und es geht ja nur um einen Teil. Also wir haben die Klage absichtlich und ganz offen von vornherein nicht. So konzipiert, dass wir gesagt haben, RWE ist für alles verantwortlich, was irgendwie auf der Welt so passiert, sondern nur für die ihnen auch zurechenbaren Emissionen sind sie mitverantwortlich. Und damit für einen sehr geringen Anteil der Kosten, um die es da geht, 0,5 Prozent oder 0,4,7 Prozent, um genau zu sein. Mhm. Genau. Und der Präzedenzcharakter ist natürlich klar. Das hat auch dazu geführt, dass wir uns in diesen ganzen Jahren nicht irgendwie einigen konnten. Das, ähm, hat das RWE versucht, oder was? Nee, aber das Gericht hat es versucht. Ach so, so. Schon in der mündlichen Verhandlung 2017 hat das Gericht gefragt, ob sich die Parteien nicht einigen können. Aber ihr habt ja das Ziel, ihr wollt einen höchstrichtlichen Beschluss ja, haben. Wir hätten uns auch geeinigt. Wieso? Weil es ums Prinzip geht und okay, wenn das okay. Prinzip an der Stelle... Also, also was heißt um das Prinzip dieses Problems, also meines Mandanten, der wollte ja jetzt weiterkommen. Wir haben jetzt diese Klage erhoben, weil die peruanischen Behörden schlicht auch nicht das Geld haben, um diese ganzen Maßnahmen vollzuführen. Das ist ja auch nur eine Lagune von wirklich vielen da mhm. in den Anden. Mhm. Und ähm, wir haben diese Klage geführt, damit das Problem gelöst wird. Und wenn jetzt RWE gesagt hätte, okay, wir nehmen diese Kostenverantwortung auf uns, dann hätten wir mit diesem Zwischenergebnis zu den ganzen anderen Emittenten gehen können. Wir hätten uns geeinigt. Aber ich kann nachvollziehen, dass äh, RWE das nicht will und das bis zum bitteren Ende ausfechten möchte. Ja, so können ja eine andere kommen. Korrekt. Die können natürlich sowieso kommen. Die sind jetzt auch gekommen. Meine Kollegin Cordelia Beert klagt gegen den größten Zementhersteller Holzim in der Schweiz inzwischen aus ähnlichen Grundsätzen. Auch auf Anpassung. Hm. Hm. Und äh, Volkswagen, da läuft auch noch irgendwas, habe ich gehört. Volkswagen, genau. Volkswagen ist, sind die anderen Verfahren, die wir gerade führen. Da geht es aber nicht um Anpassungskosten, sondern da geht es wirklich um, steig mal bitte aus dem Verbrenner aus. Und zwar auch so, dass du dich an ein Treibhausgasbudget halten kannst, was für dich gilt. Hm. Volkswagen hat auch, hat da in diesem Verfahren zum Beispiel auch vortragen lassen, dass ihr eigener Beitrag zum Klimawandel ja so irrelevant ist, dass das Ganze nicht gehen darf. Volkswagen hat auch alles andere bestritten, was irgendwie eigentlich schon Konsens ist in der Klimawissenschaft inzwischen. Und wir streiten uns dort wirklich um die Frage, ob man den Klimawandel in Deutschland schon sieht. Ja. Was? Ja. Ich musste Die sagen nein. Die sagen nein, das ist alles irgendwas, aber nicht der Klimawandel. Nein, das ist wirklich, also das ist traurig, finde ich, also gerade auch für ein Unternehmen wie Volkswagen. Ich finde es völlig in Ordnung, sich über die Fakten auseinanderzusetzen und auch über das Gesetz und über die rechtlichen Fragen. Das ist klar und das sollen die auch. Es ist ein zivilrechtliches Verfahren, aber ich verstehe die Strategie hinter diesen ganzen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen nicht. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ich kann inzwischen diese Schriftschätze kaum noch lesen, weil es mich schmerzt. Aber trotzdem besteht ja die Möglichkeit, dass diese Unternehmen am Ende wieder damit durchkommen, beziehungsweise irgendwie ja. gewinnen. Haben wir, äh, ist denn quasi unser, ich nenne es mal juristisches System, ähm, unser ökonomisches System überhaupt auf die Klimakatastrophe ausgelegt? Oder, oder haben quasi diese Konzerne, die ja nachweislich für die meisten Emissionen der Geschichte verantwortlich sind, eigentlich, die laufen noch ziemlich gut darin, dieses System, diese dieses verschiedenen Verfassungen, Grundgesetze, whatever, äh, so auszulegen, dass sie am Ende damit durchkommen. Ja, und die Kosten vor allem auf dem Weg dahin immer weiter externalisieren, ne? Also uns allen aufbürden, nur nicht sich selber. Ja, genau. Also erstens, erstens die Emissionen, die sie äh, in, ja. die, in die Luft äh, pesten, äh, dafür zahlt man nicht. Ja, das ist, ähm, das ist ein Problem. Ich würde sagen, dass grundsätzlich das Rechtssystem in Deutschland und auch der EU ausreichen würde, um das zu machen. Aber wenn die Strategie aufgeht, die in, also die man jetzt ja gerade sehr, sehr schön beobachten kann bei der Gasindustrie, seit dem Ukraine. Krieg, also seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, mhm. ist ja wirklich die Gasindustrie zu völlig neuen Höhen aufgelaufen und hat es ja geschafft, dass wir jetzt in einem neuen fossilen Gaszeitalter leben. Wenn man sich also das anguckt, dann muss man sich wirklich fragen, ob das System eigentlich funktioniert. Ähm, das ist. Da frage ich dich ja. Ja, das ist echt traurig. Grundsätzlich ist aber die, die also sozusagen die, die Konfliktlösungspotenziale, die das Recht einem ja gibt, ist ja nichts anderes. Ne? Mhm. Die sind, eigentlich, die sind eigentlich schon in Ordnung. Ne? Aber das Recht, was auf der Grundlage dann erlassen wird von Parlamenten, demokratisch gewählten Parlamenten, die sind einfach nicht ausreichend. Und man muss sich auch wirklich fragen, warum gibt es keinen Fonds für Klimafolgen, die von fossilen äh, Unternehmen befüllt werden? Warum gibt es das nicht? Die Problematik ist seit Jahrzehnten klar. Ja, das eine Profite schmählen Ja, und es gibt trotzdem dazu keine, keine reale Diskussion und das ist einfach, ähm, das ist ein Wegducken vor, vor ernsthaften riesengroßen Problemen ähm, zugunsten des, des, des schnellen Geldes. Ja, wir hatten noch vorhin geklärt, dass Profite grundges geschützt, grundgesetzlich genau. geschützt. Achso, nicht geschützt. Nicht. Ach so, das habe ich schon Gewinnchancen sind gerade nicht geschützt. Habe ich jetzt verwechselt? Ja. Um immer um bei dem Thema zu bleiben, angenommen, ähm, man könnte ein bisschen träumen, beziehungsweise gucken junge Leute zu, die sagen, so, ey, wir müssen was am System ändern. Mhm. Wir müssen hier grundsätzliche Sachen entweder neu machen oder hinzufügen. Mhm. Ähm, hast du da Ideen? Ja, es gibt eine Debatte, die im Moment äh, sich, also sozusagen die eine Linie ist, die hatten wir vorhin schon, ein Menschenrecht auf eine saubere und gesunde Umwelt. Das würde schon ganz schön Game Changer bedeuten. Ich kann da nur wieder verweisen auf den neuen Bericht des WBGU, also Wissenschaftlicher Beirat wie, globale Umwelt. Wie bekommen wir das hin? Wie, 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 wie bekommen wir, wir durch demokratische Abstimmung. Können wir eine Volksabstimmung zum neuen Grundrecht machen oder was? Gute. Äh, eine was? Petition, na, auf Bundesebene gibt es das leider nicht. In Hamburg könnte man das machen. Hm. Ja. Also, aber also wir müssten zwei Drittel der Landes- und des Landesparlament und des Bundestages finden, die. Ein neues Grund, ein, ein neues, einen neuen Artikel ins Grundgesetz schreiben. Für eine Grundgesetzänderung braucht man eine Bundestags-Zweidrittelmehrheit. Nicht die nicht wird, Länder? Die Länder müssen ja ihre eigenen Gesetze gegebenenfalls so, okay. anpassen. Ne? Also Zweidrittelmehrheit. Mhm. Im Bundesrat und Bundestag. Im so Bundestag. Bundesrat nicht? Für die, nee. Für das Bundes, der, der Grundgesetzgeber ist der Bundestag. Und die ah. Grund, die, natürlich, wenn es Änderungen gibt in den Bereichen, wo eine Zustimmungspflicht besteht, muss der Bundesrat beteiligt werden. Mhm. Die Frage der die Frage, wie ein Grundrecht auf eine saubere und gesunde Umwelt ergänzt werden soll, ist aber auch sowieso wahrscheinlich gar nicht beim deutschen Grundgesetz anzusiedeln, sondern eher auf der Europäischen Menschenrechtskonvention Ebene. Ja. Und das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. So, da waren wir jetzt, wir waren ja, hatten wir ja vorhin schon erklärt, bei den Menschenrechten und das ist, dass eine einzelne Person nun Verfassungsbeschwerde machen kann, aber jetzt irgendwie nicht die Umwelthilfe und so weiter und so fort. Wir, haben, wir kennen juristische Personen, die verklagt werden können, ne, also irgendwie Konzerne und so weiter, das ja sind mhm. juristische Personen, GmbH mhm. oder so weiter. Äh, welche Person ist die Natur? Ja, die hat keine Rechte. Und das ist eins äh, der anderen ja. großen Entwicklungslinien, die wir im Moment beobachten. Das ist nämlich die Diskussion um die Eigenrechte der Natur. Die Frage, ob es was nützen würde, wenn man der Natur ein Eigenrecht verleiht. Mutter Natur hat keine eigenen Rechte. Nein. Es ist ein menschliches Rechtssystem. Es ist eine Fiktion. Aber die Aber Müt Mütter haben. haben doch Rechte in diesem Land. <laughs> ja, aber nur, wenn sie mü menschliche Mütter sind, nicht wenn sie Erdmütter sind. Warum, hat die, warum hat die Natur. Das, also, das wäre das wär ein Weg zu sagen, die Natur ist eine Rechtsperson. Mm, das wäre ein möglicher Weg. Und die, die darf nicht zerstört werden oder so. Genau, oder hat ein Recht auf Balance, hat ein Eigennutzungsinteresse. Ne? Im Moment ist das, ist das, sind die Menschenrechte so aufgebaut, dass eben nur die Rechte von Menschen geschützt werden. Nutzungsinteressen, Gesundheit und so weiter, aber nicht das Interesse der Natur auf Erhalt. Ja, aber Menschen leben ja in der Natur. Genau, und ohne Natur gibt es keine Menschen. Genau. Und deswegen ja auch die Idee, jetzt endlich mal ein umfassendes Menschenrecht auf eine saubere und gesunde Umwelt zu erlassen. Ja. Ja, das wäre aber wieder ein Umweg, sagen die Kritiker, die dann äh, sagen, es wäre besser, man gibt gleich der Natur ein Eigenrecht. Ähm, das hat alles Vor- und Nachteile und die Debatte, die darum geführt wird, die ist auch echt wichtig aus meiner Sicht. Aber real ist, wir könnten auf Ebene des Grundgesetzes alles tun, was wir wollen. Wir brauchen nur die demokratischen Mehrheiten. Wir brauchen kein neues Grundgesetz, Nö. um die Umwelt und das Klima zu retten. Aber das ist das Grundgesetz in Deutschland, also vielleicht. Ja, dasselbe gilt für die europäische Idee. Verfassung. Okay. Ja. Und das ist, das ist ähm, das, so ist das aus meiner Sicht. Die Frage, die man sich dann eher stellt, ist sozusagen, welche, an welcher Stelle sind die demokratischen Mehrheiten besser zu mobilisieren. Also du bist eher für dieses neue Menschenrecht auf saubere Umwelt als für Natur als Rechtsperson oder, oder am besten einfacher. beides? Man kann beides überlegen, aber ich glaube, man kann das auch ohne Grundgesetzänderung. Die, die, die Rechte der Natur kann man ohne Grundgesetzänderung ganz gut im einfachen Recht verankern. Mhm. Das Menschenrecht auf eine saubere und gesunde Umwelt halte ich für total wichtig, weil wir dann endlich mal aufhören, immer nur darüber zu reden. Sag, sag mal, ein Mensch darf nur dann vor Gericht ziehen, wenn, wenn es ihn selber betrifft. Darum, darum, darum geht es nicht. Alles hängt mit allem zusammen. Ja? Das Lustige ist doch, das Unternehmen das Recht haben. CO2 zu imitieren, das Recht haben, Bauanträge zu stellen, ne, ja. die die Natur dann quasi kaputt machen durch das äh, Bauen. Aber die Natur, weil sie keine Rechtsperson ist, hat keinen Anspruch darauf, nicht zerstört zu werden. Richtig, genau so ist es. Und das ist früher mal, also als wir angefangen haben mit dem Umweltrecht, war das vielleicht noch zu rechtfertigen, wenn man da gesagt hat, okay, die nutzen, man kann mal erstmal nutzen, ist ja alles noch überall viel Platz, ja, die leere Erde im Wesentlichen. Ja. Solange wir gucken, dass wir, während wir das alles nutzen, nicht zu viel verdrecken. Ne? So Emissionsstandards, Stand der Technik und so ist das okay. Äh, typisches Beispiel ist der Verkehr. Ne? Wir haben die Autos ein bisschen sauberer gemacht und so, aber wir haben einfach viel zu viele. Genauso haben wir viel zu viel Flächenversiegelung, wir haben viel zu viel Chemikalien in die Umwelt entlassen, auch wenn im Einzelfall da irgendwie technischer Umweltschutz dahinter hängt, Rauchgasreinigung und so. Und ähm, das hat sich einfach überlebt. Das Umweltrecht ist an der Stelle dem tatsächlichen Problem nicht mehr gewachsen. Dann fällt mir jetzt gerade ein, ähm, nochmal zurück zu Artikel 20a mhm. Grundgesetz. Ich lese den nochmal vor. Mhm. Äh, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Der Staat schützt auch eine Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und so weiter und so fort. Ähm, wenn mir jetzt bei Unternehmen das einfällt, dann könnte man ja sagen, der Staat schützt die, äh, die zukünftigen Gewinne von fossilen Ko Konzernen. Hm. Und wenn, wenn die Konzerne irgendwas aufgeben müssen, dann sorgt der äh, Staat dafür, dass es einen Schadenersatz geht, äh, gibt für äh, Entgangene zukünftige Gewinne, die man durch die Zerstörung des Planeten gemacht hätte. Und genau so eine Vorschrift gibt es weder in Deutschland noch in der EU noch in den USA noch in irgendeiner anderen Verfassung, die ich kenne. Aber das ist politische Realität. Das ist politische Realität. Ein Stück weit, ja. Wir schützen nicht unsere künftigen Generationen angemessen, aber wir schützen die entgangenen zukünftigen fossilen Gewinne. Tja derjenigen, die die zukünftigen Generationen gefällen. belasten. Genau. Und zu, diesem, zu dieser Frage ist, glaube ich, exemplarisch am besten eine Diskussion, die wir vor Gericht geführt haben, in dem RWE-Verfahren. Da ging es nämlich genau um diese Frage. Wir haben argumentiert, dass das deutsche Zivilrecht vor den Folgen des Klimawandels schützt. Wenn ich nämlich emitiere, dann verursache ich halt Klimafolgen. Daraufhin sagte der Prozessvertreter, also der Anwalt von RWE, ja, aber wieso? Wir haben damals doch nur Daseinsvorsorge für die deutschen Betrieben. Wir haben die Energie für die Industrialisierung zur mhm. Verfügung gestellt und nur angelegentlich sind Emissionen entstanden. So. Und daraufhin hat, der, hat das Gericht gesagt, naja, aber ihr habt jedenfalls nicht den Kläger in Peru in irgendeiner Form geschützt oder ihm Vorteile verschafft, sondern wenn überhaupt euch selber und euren Stromkunden. Und damit wird das Ganze natürlich zu einem riesengroßen Gerechtigkeitsproblem. Aber die politische Realität, kommen wir zurück, ne? spiegelt in ganz vielen Teilen nicht das wieder, was in unserer Verfassung steht. Wie, wie, wie kann das überhaupt sein jetzt unabhängig vom, vom Klima und Umweltgedanken, dass wenn die Gesellschaft anhand der ihrer gewählten Vertreter entscheidet, ey, wir wollen keine Atomkraft mehr haben, weil die entweder gefährlich ist oder weil wir sie einfach nicht haben wollen, dass dann die Unternehmen, die die AKWs gebaut haben, sie schon längst äh, gegenfinanziert und ab, äh, abgesetzt haben und ihre mhm. Gewinne gemacht haben? dass sie dann noch das Recht haben, oder, oder dann, nee, nee, das Recht haben, aber auch noch Geld dafür bekommen, dass dann über die Jahre danach, wo sie dieses AKW nicht mehr nutzen können, mhm. weil die Gesellschaft gesagt hat, okay, wir wollen das vorher abgeschaltet haben, dass sie dann trotzdem noch äh, Dafür Geld bekommen. Ja, das ehrlich gesagt, diese Urteile zu, zu, zum Atomgesetz und zu der Novelle und den ganzen Laufzeitverlängerungs äh, hin und her, das ist äh, aus meiner Sicht ein schlechtes Beispiel, weil die ja, aber, aber du, weil, ich, ich meine jetzt diesen Schadenersatz dafür, dass ich meine, das ist ja bei der bei der beim Atomausstieg so. Beim Kohleausstieg bekommen die Kohlekonzerne auch nochmal äh, Geld das dafür. Das war eine Einigung. Das war eine Einigung, eine politische Einigung, da, hat der, da haben wir im beihilferechtlichen Verfahren, habe ich mich da beteiligt, genau um diese Fragen ging es nämlich, haben die zu viel Geld gekriegt oder nicht? Ja, aber warum, warum bekommen die überhaupt Geld? Die zerstören die mit auf? dem Atommüll unseren Planeten, die zerstören mit, dem, ja. mit, der, mit der Kohle und dem Verbrennen unseren Planeten und bekommen dann auch dafür dass sie das endlich damit aufhören, auch noch Geld dafür, dass sie damit endlich aufhören. Genau, die offizielle Begründung ist, dass die Kohlekonzerne Geld dafür bekommen haben, dass sie sozialverträglich die Arbeitsplätze abwickeln und dass sie die Gruben ja. wieder dicht machen. Das ist die offizielle Begründung. Ich sehe ich seh ja, es genau wie du. Das aber wir ist, bräuchten das doch das Geld für viele andere Sachen. Ganz, wir, wir bräuchten das Geld für viele andere Sachen. Wir hätten schon längst sozusagen den Vertrauensschutz auf diese Art von Zulassungen behördlicherseits abschaffen müssen. Und es ist aber eigentlich so, auch da im Grundgesetz steht das nicht drin, dass die Kohlekonzerne Entschädigung für entgangene Gewinne bekommen. Und offiziell hat der deutsche Staat das auch nicht geleistet. Offiziell, so. offiziell sind die Beihilfen für die beiden großen Kohlekonzerne, also sind ja drei, aber mhm. für die, die, die sind geflossen für die sozialverträgliche Abwicklung von Arbeitsplätzen und für die ähm, Wiedernutzbarmachung der Fläche, so wie es im Bundesberggesetz steht. Offiziell. Ich sehe es genau wie du, dass da viel zu viel Geld geflossen ist. Was ist mit der Rolle von Schiedsgerichten, wo dann irgendwie, ich erinnere mich an Wattenfall. Ja, das ah. Verfahren habe ich, genau, das, das habe ich ja auch in meinem Buch beschrieben als Beispiel. Ja. Da, wir haben eine totale Schieflage bei der Frage, wer darf eigentlich wo zu Gericht ziehen und Staaten verklagen. Wir hatten eben das Thema, dass in Deutschland keiner, irgendjemanden, also kein Mensch mhm. vor Gericht gehen kann, um den Staat auf Rücknahme von umweltschädlichen Subventionen zu verklagen. Ja. Aber ein schwedischer, ein schwedisches Unternehmen darf den deutschen Staat verklagen, weil er aufgrund von Naturschutzrecht eine Genehmigung versagt. Also ein Deutscher darf den Staat nicht verklagen, aber eine schwedische, nicht natürliche Person, sondern eine juristische Person darf das. Hat ein ganz Konkretes Klagerecht erhalten in einem völkerrechtlichen Vertrag und dieses Klagerecht, nämlich aus, dem Energie, aus der Energiecharta, nutzt dann dieses Unternehmen gegen einen Staat, der letztlich nur Umweltschutz betreiben will. Unfassbar unmöglich, ja. Ja, aber dann ist dieser völkerrechtliche Vertrag das Problem. Ein Skandal. Und deswegen treten wir ja jetzt langsam alle auch aus diesem Vertrag aus. Aber das ist ja nur einer von ganz vielen. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja noch andere Freihandelsverträge. Mm, Investitions-, hm? alle Investitionen, ja genau. Dieses CETA, TTIP kam ja nicht, aber CETA ist ja auch so: äh, ja, Schiedsgerüchte. Wollte die Bundesregierung ja eigentlich nicht. Aber haben Sie ja. doch durch Genau, äh, durch also die debattet? Details des Ganzen, die Debatte ist tatsächlich, das ist zum Beispiel eine Debatte, wo ich das Gefühl habe, da hat die Zivilgesellschaft wirklich ähm, es geschafft, auch die Politik dazu zu kriegen, zu verstehen, wie verrückt das ist, diese Art von Verträgen, langsam aber sicher. Mhm. Ne? Ähm, aber das ist natürlich, das sind, das sind uralt ähm, Weltbilder, auch die da in diesen Verträgen ähm, konsolidiert sind. Ja? Das hat ähm, damals ja... Das war so Frühzeit der Industrialisierung, man musste seine Investitionen in irgendwelche Kraftwerke im Ausland, ne, wollte man schützen, hat auf die Rechtssysteme im Ausland nicht, nicht vertraut und mhm. hat deswegen private Schiedsgerichte eingesetzt. Ähm, das ist ähm, nicht mehr zeitgemäß, in keiner Weise. Und im Gegenteil ähm, ist das, also was äh, sozusagen die Transformation und Klimaschutz angeht, teilweise wirklich ähm, sehr, sehr hinderlich. <laughs> ähm, gibt es schon das Verbrechen? Ich meine, du hast Völkerrecht ja auch studiert und gemacht. Mhm. Äh, das Verbrechen Ökozid. Gerade ist immer ein Genozid äh, oft in den Medien, aber ein Ökozid, so ein Verbrechen an, die, an der Natur. Ja, genau. Die, das ist auch noch ein, ein, ein Diskussionsstrang, der im Moment ähm, in der politischen Öffentlichkeit ähm, in diesem Bereich viel diskutiert wird. Das kommt vor allem ähm, aus dieser, aus diesem, was wir jetzt gerade doch die letzte Stunde diskutiert haben, diese, dieser Frust, dass man zwar einen Grund irgendwie eine Verfassung hat, man hat auch ganz viele Gesetze, aber trotzdem gibt es so einzelne Leute, oft Staatsmänner, ähm, aber auch manchmal Unternehmensführer, ähm, die trotzdem auf Biegen und Brechen die Umwelt zerstören, Chemikalien einleiten, abholzen, ja auf Biegen und Brechen. Und das müsste eigentlich als Verbrechen gegen die Umwelt Öko zieht. Ähm, international strafbar sein. Wer, ist, wer, wer könnte das regeln? Das könnte wiederum nur ein, ein Völker. völkerrechtlicher Vertrag tun, in diesem Fall gegebenenfalls eben eine Erweiterung der Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs. Mhm. Ähm, auch da der gibt IGH es... Mh, das, ist, das ist nicht der IGH. Der IGH ist der internationale Gerichtshof, der ah, ich zwischenstaatlich... Mein, du den ich meine Strafgerichtshof. Ist aber auch genau. in Den Haag. Auch in Den Haag, okay. genau. Und, ähm, den, den aber USA, Russland, China und so weiter gar nicht anerkennen. Das ist ein Problem. Bei völkerrechtlichen Verträgen immer eine Frage. Mhm. Wer hat den Vertrag unterzeichnet und wer hat ihn auch ratifiziert mhm. ne? und wer erkennt die jurisdiktion von den dazugehörigen Gerichten an? Das mhm. ist immer ein Problem. Da bei dem bei dem Öko ist es so, dass ähm, es da wiederum zwei Auffassungen gibt. Die eine sagt, das geht jetzt schon mhm. und die andere sagt, wir brauchen einen neuen. Vertrags eine neue Vertragsklausel. Mhm. Und ähm, für beides gibt es gute Gründe. Ähm, ich finde immer aus der west also aus unserer Sicht heraus, sollte es eigentlich nicht notwendig sein, einen Straftatbestand zu schaffen. Strafrecht ist ja eigentlich immer das Allerletzte. So. Mhm. Mhm. Aber es ist verständlich, warum und aus welchen Bewegungen das kommt. Ähm, ja, namhafte internationale Strafrechtler sagen halt, man braucht es nicht. Man kann auch jetzt schon zum Beispiel die ähm, vergangenen Verbrechen von, von Jair Bolsonaro ähm, nehmen und anklagen, entweder vor den nationalen Gerichten in Brasilien oder aber eben auch jetzt schon aufgrund von Menschenrechtsverletzungen vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Aber das sind ähm, Debatten, also an denen ich selber im Moment wenig beteiligt bin, weil ich ja Verfahren vor deutsche Gerichte bringe. Das wird sich aber ändern, weil es ja jetzt eine EU-Richtlinie gibt, wo es im Prinzip ähm, ein solches, ähm, einen solchen Straftatbestand jetzt auch geben wird. Der muss ja auch in Deutschland umgesetzt werden und dann werden wir sehen, wie das tatsächlich die Realität verändert. Ich glaube, für Deutschland ist das weniger relevant als für andere europäische Staaten an der Stelle. Ja. Sagst das heißt, gerade, Bolsonaro, Brasilien. Ja, weil dort äh, schon Anklagen liegen. Genau. Vor dem internationalen Strafgericht. Da, da, da fällt mir aber ein, wir können es mal auf Deutschland beziehen. Mhm. Äh, Autoabgase. Mhm. Ja, ist jetzt. Wen verklagt man angenommen, irgendwie Autoabgase, emittieren ne, ja nicht nur Feinstaub, sondern auch CO2 und so weiter und so fort. Wen verklagt man da? Den Staat, der die. Äh, Autoabgasrichtlinien nicht äh, gut genug gesetzlich geregelt hat, äh, verklage ich den Autofahrer, mhm. der mit seinem Auto rumfährt und damit die Abgase äh, in die Luft ballert, oder kann ich den Autokonzern verklagen, der dieses Auto produziert hat was dazu, dafür sorgt, dass diese Ab äh, Autoabgase in die Umwelt gelangen. Also strafrechtlich geht das im Moment alles nicht, weil die Verhalten... Alles nicht. Alles nicht strafrechtlich nicht. Okay. Also ins Gefängnis kommt im Moment keiner in Deutschland. Aber man kann aus meiner Sicht sowohl den Autohersteller verklagen, das tun wir ja im Moment mit den Automobilklagen, haben mhm. wir eben schon gehabt, mhm. weil auch ein Automobilkonzern sich an ein CO2-Budget halten muss. Ja. Das steht wieder im Klimabeschluss. Man kann auch den Staat verklagen auf Vornahme von Maßnahmen im Verkehrsbereich, damit wir den Klimabeschluss einhalten und das Paris-Abkommen. Diese beiden Ebenen gehen. Eine strafrechtliche Verantwortung sehe ich da im Moment noch nicht. Das liegt einfach daran, dass das Autofahren grundsätzlich Freil. mit Verbrenner-Nutzung mit Verbrenner noch erlaubt ist. Aber was wäre dir am liebsten, wen man dann da verklagen könnte: den Staat, die Konzerne oder den individuellen Autofahrer? Also das ich bin da persönlich in einem dilemma ich mhm. glaube dass eigentlich ein staat sich genügend raum verschaffen muss um das richtige zu tun für all seine einwohnerinnen und einwohner und für die umwelt ein staat sollte genügend sozusagen regierungsspace haben um das zu tun ja. de facto nehmen diesen space sich ganz viele staaten nicht und lassen die unternehmen tun was sie wollen das sehen wir vor allem bei der Datennutzung. Wirtschaftliche Freiheit. Wir ganz kommen wir im Kapitalismus. Genau. Und aufgrund der Tatsache, dass das so ist, wie es ist und dass natürlich Unternehmen in ganz, ganz großen Bereichen, vor allem auch außerhalb Deutschlands, Emissionen verursachen, mhm. bin ich der Auffassung, dass man beides machen muss und auch kann. Auch wenn es um dieselbe Tonne CO2 gehen könnte. Rechtlich geht das. Und ähm, das kann in anderen Ländern ganz anders aussehen. Also wenn man sich fragt, wie ist das in Amerika oder wie ist das auch in China zum Beispiel. In China wird man zum Beispiel gegen den Staat sicherlich überhaupt nichts machen können, gegen einzelne Unternehmen vielleicht schon. Ja, also es hängt dann auch ganz stark davon ab, wo man sich befindet, auf dem Erdball. Oder ich glaube, wir könnten noch stundenlang über dieses Thema reden, aber ich äh, würde sagen... Ich habe hab gleich nur ein, ein zwei kleine Fragen und dann, dann kommt aber Hans jetzt mit den Publikumsfragen. Das weil war ein bin, Ritt durch alles, ja? ja? Du beschwerst dich bestimmt gleich wieder, dass wir alles nur viel zu verkürzt angegangen sind, aber Ach, nö. wir haben schon zweieinhalb Stunden. Nee, echt? Doch, zweieinhalb Stunden. Oh mein Gott, ja dann. Ja, also gerne also, Publikumsfragen. Und das Ganze nee, ist ja auch ein bisschen, äh, ist ja alles sehr nerdig. Und man, man, man kommt immer an so eine, so eine Brickwall, so eine, so, eine, so eine Wand und denkt so, warum macht man das eigentlich alles oder so? Also so nerdig, Aber, war, so nerdig war das bisher nicht. Nein, ist ja gut. Ähm, zwei abschli <laughs> abschließende Fragen. Was sind die besten Tricks der fossilen Lobby? In Sachen, also in Sachen Justiz, Gesetze. Äh, Gerichte, Gerichtsverfahren, die du jetzt in den letzten Jahrzehnten gelernt hast? Verschleierung. Verschleierung von wissenschaftlichen Fakten. Mhm. Also, ohne den anthropogenen Klimawandel zu leugnen, an sich kann man alles andere verschleiern. Dazu gehören Reduktionspfade, die Rolle von Gas aktuell mhm. und, äh, und eben auch die ganze Frage, was kann man eigentlich nachweisen an Folgen des Klimawandels? Das ist wirklich ganz krass. Dann die Überbewertung von wirtschaftlicher Bedeutung einzelner Sektoren. Das ist zum Beispiel der Kohleindustrie in Deutschland ja ganz erheblich, in ganz erheblichem Maße gelungen. Das ist schon ganz krass, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, und, und letztlich das Ausnutzen, das kommunikative Ausnutzen von einem menschlichen Bedürfnis, nämlich dass sich möglichst wenig, möglichst, möglichst langsam ändert. Bestandsschutz als Gut darzustellen. Ach so. Das ist äh, der wesentlichste Trick, den wir alle noch nicht geknackt haben. Sonst würden wir hier nicht sitzen. Hast du eine Idee, wie man den knacken kann? Nur durch Kommunikation. Dass nämlich Bestandschutz uns allen überhaupt nichts nützt. Im Gegenteil. Bestandschutz führt uns zu Chaos. Das sind wir bei meiner letzten Frage. Apropos Chaos, Regierung und Konzerne. Ich äh, zitiere mal den, äh, der nennt sich UN-Generalsekretär. Mhm. Also hat das höchste Amt, höchste Amt in der Welt, Antonio Guterres. 4. April 2022 ähm, gab mal wieder äh, ein IPCC-Report und da hat er unter anderem gesagt, also er kann jeder nachlesen: "We are on a pathway to global warming of more than double the 1,5". Uh, degrees Celsius limit agreed in Paris. Und jetzt, some government and business leaders are saying one thing but doing another. Sie sagen das eine und machen das andere. Simply put, they are lying. And the results will be catastrophic and this is a climate emergency. Mm -hmm. uh, der UN-Generalsekretär wirft unseren Regierungen und unseren Konzernen vor, dass sie lügen. Würde uh, Roda Verheyen dem zustimmen? Wir waren ja, du warst ja gerade beim Verschleiern und so weiter und so fort. Der UN-Generalsekretär sitzt noch einen oben drauf. Ja, ich würde dem zustimmen. Wenn Lügen auch auslassen von sehr relevanten Tatsachen ist, dann ja. oder danke für deine Zeit. Bitte. Jetzt kommen die Publikumsfragen mit Hans. Komm bald wieder. Das war hoffentlich nur der Anfang. Danke. Vielen Dank. Was für eine schwere Frage hier zum Schluss. Ja, die leichten Fragen kann jeder. Ja. Das ist wie im Sport. Ob ein Torwart gut ist, erkennt man dass er daran, dass er Bälle hält, die in die Ecke geschossen werden wollen. <laughs> Nach zweieinhalb Stunden das ist auch noch. Genau, ja, ja, Das Spiel dauert 90 Minuten, mindestens. Ja, genau. Darf ich mit einer persönlichen Frage anfangen, Wenn, ja. Die von mir kommt? Ähm, in, als er über deine Person gesprochen habt, ähm, hast du gesagt: ja, ich bin dreifache Mutter. Äh, und du hattest auch gesagt, dass das Thema Umwelt und so weiter mit deinen Eltern, mindestens in der Kindheit, eigentlich gar kein großes Thema war. Sind deine Kinder in einem Alter, wo ihr diese Thematik schon besprechen könnt? Und wenn es so ist, wie laufen diese Gespräche ab, wenn ich fragen darf? Meine Kinder sind, glaube ich, alle drei sehr politisch aufgeklärt und sind auch alle drei nicht in irgendeiner Form anderer Auffassung als ich zu den Themen, die ich bearbeite. Ich glaube, das Problem in unserer Familie ist eher so ein bisschen, wie grenzt man sich ab als Kind, wenn man mhm. solche Eltern hat, die eigentlich an der Stelle eben im Grunde dieselben Auffassungen vertreten, wie man ja, die sind auch alle drei politisch interessiert. Ähm, genau, die sind schon ganz schön, also mein mittlerer Sohn ist 17, mit dem Natürlich, der ist da völlig. Jetzt ahne ich, dass manche Foristen, die dich, die gesagt haben, Anwältin, das mhm. ist doch eine Aktivistin, dass die sagen werden furchtbar und jetzt hat sie auch noch ihre Kinder indoktriniert. Ja, das, ich gehe auch mit meinen Kindern tatsächlich auf Demonstrationen mit meiner ganzen Familie. Ah, ja. ich, ich halte das für eine, für eine gute, für einen guten, für eine gute Erziehungsebene, zu zeigen, dass man in einer Demokratie für seine Interessen auch aufstehen muss. Mhm. Fragen aus dem Publikum. Mhm. Kann ich gegen Volker Wissing, Bundesverkehrsminister, klagen? Volker Wissing ist bereits verklagt worden und hat auch schon bereits verloren, nämlich in der schon erwähnten Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Er persönlich ist leider nur in seiner Funktion als Verkehrsminister bzw. Regierungsmitglied da aufgetreten. Die Antwort ansonsten ist leider wahrscheinlich nein. Es gab einen Amtsvorgänger. Den konnte man nicht verklagen wegen der, sagen wir mal, vorschnell angekündigten ähm, kostenträchtigen Beschlüsse zur Lkw-Maut. Unglaublicher Vorgang. <laughs> Unglaublicher Vorgang. Ja, warum unglaublich? Ja, weil das einfach, also in so einer Situation, wo, wo eine so offene Klage vor dem Europäischen Gerichtshof noch anhängig ist und ihm garantiert mehrere Vermerke vorgelegt wurden, wo drin steht, natürlich kann es sein, dass das gekippt wird auf europäischer Ebene, dann trotzdem solche Investitionen einzugehen, ist also fahrlässig mindestens. Mhm. Aber nicht justiziabel offenbar. Offenbar. Hm. Kann man das Recht auf saubere Umwelt nicht ähm, auch aus dem Recht auf körperliche Unversehrtheit ableiten Artikel 21 Grundgesetz Doch. ganz weit vorne. Ja, kann man, kann mhm. man, das Problem ist bloß, dass man dann immer auf seine eigene Gesundheit ah, abstellen ja. muss. Es geht dann immer um die persönliche subjektive Rechtsebene, mhm. während wenn man ein Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt im Allgemeinen gelten machen kann, man sich erhofft, dass man sozusagen diese strenge Kausalbeziehung ich, mein Körper und die mhm. Umwelt, dass man die eben löst und genau also darum geht. Man bräuchte geht's. eine Verbandsklage äh, sozusagen auch in dieser Dimension. Genau. Richtig? Im, Grunde, Im Grunde würde ein solches Menschenrecht ähm, die Verbandsklage an der Stelle unnötig machen. Mhm. Ähm, was hältst du von den Aktivitäten der letzten Generation? anknüpfend an, ich gehe auch mit meiner Familie auf Demonstrationen. Ja, ich gehe auf Demonstrationen. Ich kann mhm. total nachvollziehen, dass Menschen verzweifelt sind angesichts der Nichtumsetzung, die wir jetzt ja ganz lange diskutiert haben. Mhm. Ähm, ich ähm, kann dazu nur sagen, ich finde es ganz wichtig, dass man sich ähm, einsetzt für... Gemeinnützige Fragen, dazu gehört der Klimawandel. Wir haben in einen Verein gegründet, der heißt Green Legal Impact. Der ist dazu da, unter anderem auch die Klimabewegung zu beraten, damit sie sich möglichst rechtmäßig verhalten kann. Es gibt daneben äh, auch viele ähm, Anwälte, die im Moment versuchen, Vertreterinnen und Vertreter der letzten Generation, unter anderem gibt ja noch viele andere, oh, ja. vor Gericht zu verteidigen. Mit all den Themen, die wir heute besprochen haben und ich kann ähm, nur sagen, dass ähm, ich hoffe, dass es auch weiterhin Menschen gibt, die bereit sind, sich selber einzusetzen für, ähm, für den Klimaschutz. Es gab, äh, jetzt bin ich eine etwas ältere Generation, ich erinnere mich an die Zeit ähm, als Mitglieder äh, der RAF, also Bader-Meinhof-Gruppe, äh, als die angeklagt wurden dann gab es rechtsanwälte christian ströble den man in berlin noch mhm. kennt oder auch otto Schiele, mhm. der eine ministervergangenheit inzwischen hat ähm, die wurden da die haben die verteidigt mhm. ähm, und denen wurde <laughs> vorgeworfen ihr seid eigentlich unterstützer mhm. mindestens des terrorismus wie geht man mit solchen vorwürfen um ich kann mir vorstellen dass die vielleicht in abgemilderter form aber dann wenn anwälte Sogenannte Klimakleber verteidigen, ähnlich Komm, Wie geht man damit um? Ja, das ist glaube ich schon noch mal eine andere Dimension, weil wir hier nicht mit Gewalt gegen Personen äh, irgendwie was zu tun hm. haben. Das geht ja immer nur um eigentlich versammlungstypische Straftaten, also Nötigung und Hausfriedensbruch, wenn überhaupt. Also manchmal auch Eingriff in den Straßenverkehr. Aber ich glaube, die Dimensionen sind ganz andere. Und ich habe bisher noch nicht gehört von Anwälten, die in diesem Verteidigerkreis sind. Aber was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass die deutschen Gerichte wirklich gezielt hören, warum man das macht, auch als Verteidigungsebene. Es gibt ja auch im Strafgesetzbuch eine Rechtfertigungsmöglichkeit. Und ähm, dafür gibt es jetzt eben aus meiner Sicht ganz wichtig, auch in den nächsten Jahren diese, diesen Austausch auch zwischen Anwälten und Anwälten. Es gibt ja sehr unterschiedliche Urteile. Ganz genau. Es gibt Für ganz unterschiedliche unter Sachverhalte. Ganz genau. Aber es gibt auch aus dem hm. europäischen Ausland ähm, gute Nachrichten. Immer mal wieder gibt es da tatsächlich Gerichte, die auch Rechtfertigungselemente anerkennen. Auch hier in Deutschland gab es das. Und ich glaube, da muss man einfach weitermachen. Und ansonsten sich eben mit dem bestehenden einen Rechtsrahmen auseinandersetzen und sich, sich eben ähm, da dann dem stellen. Ja? Mhm. Jeder, jeder, der sich da engagiert, weiß ja, welchen persönlichen Risiko man sich aussetzt. Ja. Äh, es gab eine ganze Reihe von Fragen, ähm, die diesen Bereich, der ja sozusagen äh, den rechtlichen mit dem ethischen und mhm. dem moralischen und äh, dem politischen äh, verbindet. Eine davon ist, wie weit darf für dich als Anwältin ziviler Ungehorsam gehen und Ab wann ist der überhaupt gerechtfertigt oder sogar geboten? Kannst du das benennen? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich bin als Anwältin, wie gesagt, nach der mhm. Berufsordnung ja Organ der Rechtspflege und an die Gesetze gebunden. Ich sollte mich möglichst nicht strafbar machen. Heißt das? Ja. ja das ist ganz klar. Das ist auch für mich kein Problem. Also, das, ist genau, das ist die Ebene des eigenen Handelns. Genau, das ist die Ebene des eigenen Handels. Jetzt könnte man die zweite Frage stellen: Würde ich als Anwältin Menschen verteidigen, die in einer solchen Situation im ja. Rechtsrahmen vielleicht, vielleicht sprengen? Ja. Da, sage ich, da sage ich ja natürlich, weil jeder Mensch hat Recht auf, einen, auf eine ausreichende Verteidigung und mhm. auf die möglichst beste Anwendung des Rechts. Mhm. Deswegen unter anderem bin ich immer noch im Vorstand dieses Vereins und deswegen unter anderem unterstütze ich auch zum Beispiel den Umwelttreuhandfonds, der ist ja eingerichtet worden unter anderem, ähm, um eben auch Rechtsvertretungen zu abzudecken. Ich finde das ist total wichtig und niemand darf da ähm, an die Wand gestellt werden in irgendeiner Form weder Verteidiger noch die Aktivistinnen und Aktivisten. Rechtsverstöße kommen jeden Tag vor, jeden Tag, nicht nur im Straßenverkehr, sondern im Steuerrecht und überall mhm. dort auch, und damit muss man, muss man eben umgehen. Ja? Deswegen, also, ich finde, ziviler Unger Ungehorsam... Also der, der Rechtsbruch ist eigentlich Teil der gesellschaftlichen, täglichen Normalität. Nicht? Ja, das, so kann man es auch nennen. Das heißt jetzt nicht, dass ich jede. Ich habe mich ja nicht dazu gesetzt. Ja. Also, das ist ja ganz klar. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand vor allem die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Aktionen für völlig unverhältnismäßig. Und diese Frage, ähm, gibt es da eine terroristische Vereinigung, ähm, dazu haben wir ja ausreichend kommentiert. Ja, ja. Aber ähm, das Allerwichtigste finde ich, dass es eben gerade nicht so ist in Deutschland, dass man seine Meinung nicht sagen darf. Jeder mhm. darf seine Meinung sagen, solange man sich in den Grenzen hält dessen, was wir uns gemeinschaftlich als Recht gegeben haben. Ja? Und mhm. die Frage zu stellen, ob Blockaden tatsächlich strafrechtlich geahndet werden sollen. Das ist eine völlig legitime Frage. Die stellen viele linke Strafrechtler seit Jahrzehnten. Mhm. Ja. Ähm, in etwas verschärfter Form, aber im Grunde derselbe Sachverhalt. Wann sind welche Formen von, in Anführungsstrichen, Notwehr legal? Und wie kann man sich wirksam radikalisieren? Und warum hält der Bundestagsbeschluss? Zum Erhalt Lützerats. Warum hat der keine Wirkung gehabt? Das sind also sozusagen drei Fragen in einer. Also die erste, war, ja, die, also die erste Frage. Die ab ist, wann ist genau. Notwehr? Legal. Also rechtfertigender Notstand ist hier, mhm. wenn überhaupt wäre, wäre, zum Beispiel, ja. wäre möglich einzuwenden. Das tun auch Verteidigerinnen und Verteidiger weiterhin. Da kann man nur auf den konkreten Sachverhalt abstellen und gucken, ob man an irgendeiner Stelle ein Gericht davon überzeugt, das tatsächlich auch so anzuwenden. Meines Erachtens nach wäre das möglich auf der Basis dessen, was im Gesetz steht. Mhm. Also Antwort, es gibt grundsätzlich einen rechtfertigenden Notstand. Mhm. Und zu Lützerath ja. äh, das, da muss man natürlich weit ausholen. Bei Lützerath kamen ganz verschiedene Rechte sozusagen überein und haben sich übereinander geschoben. Und das hat insgesamt dann dazu geführt, dass tatsächlich eine Räumung stattgefunden hat, die letztlich dazu da war, die Nutzungsinteressen, also die Abbauinteressen eines Unternehmens zu wahren. Aber das war von Gerichten entsprechend überprüft. Und irgendwann muss man dann sagen, Wohin soll es noch gehen? Ja? Also, ich äh, finde, die, die Gesamtauseinandersetzung mit, mit, über Lützerath war irgendwann wirklich schwierig. Wir werden sehen, ob die RWE AG Lützerath tatsächlich in der Form ausbeutet, wie sie es immer gesagt hat. Aber letztlich muss ich mich eben vor allem damit auseinandersetzen, dass die Argumente, die wir damals vorgetragen haben vor Gericht, auf Basis des Klimabeschlusses, die haben nicht verfangen. Mhm. Wir sind schlicht abgewiesen worden. Und damit muss man dann irgendwann leben. Ich verliere ja viel mehr, als ich gewinne. Also mit solchen Situationen und der Bundestagsbeschluss hat dazu leider hat einfach keine Bedeutung gehabt in dem mhm. Rahmen rechtlich. Ähm, zum Thema Bestandsschutz war sozusagen das Letzte, dass mhm. du oder vorletztes du mit äh, oder letzte mit Thilo besprochen mhm. hast, kam folgende Frage jetzt noch frisch rein: Wenn man den Bestandsschutz ernst nimmt, ergibt sich doch erst recht die Notwendigkeit der Anpassung. Denn was heute nicht verändert wird, führt im Morgen zum Kollabieren systemischer Funktionalität. Das ist richtig. Und was bedeutet das? Der Bestandsschutz, das ist eine Fiktion. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, Recht ist eine Fiktion. Ja, mhm. also das Glas ist dasselbe wie ein Schwein. Oder die RWE AG ist dasselbe wie ich. Das sagt das Recht. Ja, ja. Ein, das, das ist total eine verrückt. Verdinglichung von eine, eine Fiktion. Und, und ja. Bestandsschutz ist auch eine Fiktion. Und das Problem ist, dass der Bestandsschutz positiv konnotiert ist, obwohl er das Gegenteil bewirkt. Mhm. In der jetzigen Situation führt Bestandsschutz zu. Wir müssen genauso viel Energie verbrauchen wie immer, deswegen bauen wir LNG Terminals. Mhm. Ja, diese Problematik, die muss aufgedeckt und entsprechend kommuniziert werden und auch in Schulen und Universitäten sich tatsächlich durchsetzen, dass Bestandsschutz ins Chaos führt. Ist das nicht? Ist nicht jetzt spiele ich mal Advocatus Diaboli? Mhm. Die LNG Terminals, die wir haben, sind zum Teil mobil. Es sind Schiffe, die da festgemacht werden. Die könnte man relativ schnell dann auch wieder wegfahren lassen. Und bei anderen ist die Argumentation der Regierung und der genehmigen Behörden, ja, die sollen dann später für grünen Wasserstoff geeignet sein. Ist das nicht dann doch schon ein Eingehen auf die Problematik, dass Bestandsschutz sozusagen Wandel für die Zukunft beinhalten muss? Ja, das wäre, das wäre gut, wenn das äh, entsprechende Fachgesetz, nämlich dieses LNG-Gesetz, das tatsächlich auch so umsetzen würde. Mhm. Dann wäre es in Ordnung. Gleiches gilt für die Frage, wie viel davon braucht man eigentlich? Wie viel mhm. grünen Wasserstoff zum Beispiel haben wir eigentlich irgendwann mal? Mhm. Und das ist leider nicht der Fall gewesen. Und wir haben in dieser ganzen Debatte, und ich will überhaupt nicht darüber hinweggehen, dass wir wirklich extreme Krisen zu bewältigen hatten, aber... Das, was im Klimabeschluss steht, das hat der Deutsche Bundestag nicht tatsächlich in den Vordergrund gestellt, obwohl das Klimaschutzgebot einen Verfassungsrang hat. Das hat lässt nicht sich das getan. noch heilen? Ja, das lässt sich heilen, aber nur durch wirklich nochmal eine radikale Umsteuerung. Und das haben wir auch eben schon besprochen. Das einfache Gesetz und auch das Deutsche Grundgesetz lässt sich ja nur mit demokratischen Mehrheiten ja. ändern. Mhm. Nächste Frage, wie werden planetare Grenzen wie zum Beispiel CO2-Gehalt in der Atmosphäre in der Gesetzgebung eigentlich festgehalten und welche Klagemöglichkeiten gibt es, wenn diese festgehaltenen planetaren Grenzen überschritten werden? Ja, vielen Dank für die Frage. Planetare Grenzen sind ein, sind ein gutes Stichwort. Mhm. Die planetaren Grenzen sind an, in ganz vielen Dimensionen überschritten. Das ist ja nicht nur Klima, es ist ja. auch Biodiversitätsnutzung, Landnutzung, Chemikalieneintrag, ähm, Zustand, Zustand der Meere etc., Ozon. Äh, an vielen Stellen sind wir über der Leistungsfähigkeit des Planeten und das Rechtssystem reflektiert die planetaren Grenzen fast überhaupt nicht. Mhm. Und das ist ein echtes Problem. Das ist das, was ich vorhin zu Tilo sagte. Das können wir auf Grundlage des Grundgesetzes oder auch der europäischen Verträge machen. Aber die einfachen Gesetze, also unsere Bundesgesetze oder auch die Richtlinien und Verordnungen auf der EU Ebene, reflektieren das bisher viel zu wenig. Das heißt, die gehen immer noch, weil du eben sagtest, Fiktion, Recht sei Fiktion, gehen die von der Fiktion aus, dass wir vielleicht doch noch eine zweite oder dritte Erde im Kofferraum haben? Exakt. Genau so ist es. Es wird einfach immer weiter genutzt, als ob es keine Grenzen gäbe. Und das ist wirklich auch rational, kaum noch zu verstehen. Das ist einfach irrational und Blödsinn. Wie bringt man Menschen, die Gesetze machen und praktizieren ähm, und äh, recht sprechen als Richter, dazu, sozusagen diese Dimension... Ähm der Begrenztheit der globalen Ressourcen äh, mit zu reflektieren und einzubeziehen in ihr Handeln. Ja, das sind unterschiedliche Ebenen. Das kann die Verwaltung an ganz vielen Stellen gibt es ja äh, Tatbestandsmerkmale in Gesetzen, die auszulegen sind durch die Verwaltung. Mhm. Da könnte es die Verwaltung tun. Die Gerichte können es genauso tun an offenen Rechtsbegriffen. Aber tatsächlich ist das vor allem eine Aufgabe für die für die Gesetzgebung. Ähm, und an der Stelle, wir hatten es vorhin. Die letzten 40 Jahre Umweltrechts haben gesagt, wir machen eine Rauchgrasreinigung, wir ja. machen den Auspuff, was aus dem Auspuff kommt, machen wir, machen, wir, machen wir hübscher. Aber die extreme Überkompensation an Konsum, Mobilität, Ding ähm, führt das an seine Grenzen. Und also wir, braucht man braucht Grenzen. Wir blicken zurück auf 40 Jahre Umweltkosmetik in der Gesetzgebung. Oh. Tragisch, Dieses, das so zu nennen, ist tragisch. Aber, aber beim, also ich würde sagen, beim Verkehr muss man das mal so konstatieren. Es gibt unendlich viele Gesetze schon ganz, ganz lange. De facto haben wir eigentlich immer nur steigende CO2-Emissionen gehabt. Mhm. Überkompensationen. Wur, wurde auch ähm, im, im Chat erwähnt, ja. Wir haben dann auch den Rebound-Effekt. Mhm. Ne? Wenn sich zwar ähm, pro Pkw der genau. Schadstoff, Schadstoffausstoß äh, halbiert, aber es fahren dreimal so viel Pkw, dann ist das in der ja. Summe, eine Steigerung. Mhm. Und ich will mal ein, ein Beispiel ja. nennen, ein ganz einfaches Beispiel, ist wirklich der Flächenverbrauch. Mhm. Alle wissen, wir müssen aufhören, Fläche zu versiegeln. Wir brauchen mhm. unversiegelte Böden fürs Wasser, wir brauchen unversiegelte Böden und Wälder für die, die ganzen Klimafunktionen, die sie ausfüllen und auch für Kühlungszwecke. Man könnte ohne weiteres morgen das Raumordnungsgesetz, das Baugesetzbuch entsprechend anpassen und ein klares Flächenversiegelungsziel oder eine Grenze darin verankern. Das macht man einfach nicht. Obwohl die Artal-Katastrophe ähm, auch dadurch verursacht war, äh, dass im Artal ähm, die Versiegelung ähm, im 20. Jahrhundert wesentlich einfach äh, so enorm angestiegen ist, mhm. dass da keine Flächen mehr äh, vorhanden waren, in denen Wasser, auch wenn es in großer Menge kommt, Versickern und ablaufen. Kann. Genau, und das ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Wie, also im Hochwasserschutzbereich gibt es ja die Möglichkeit der Gemeinschaftsfinanzierung ja. zwischen Bund und Ländern. In den anderen Bereichen, im Klimawandel und auch bei den, also beim Klimaschutz, gibt es eine Gemeinschaftsaufgabe nicht. Man tut irgendwie mit, mit, mit dem alten System neue Probleme lösen, geht eben nicht immer. Ja? Mhm. An der Stelle ähm, ist, ist, ist aber eine planetare Grenze ganz einfach, gesetzgeberisch umzusetzen. Ähm, dieses Thema wird ein bisschen äh, ausgeweitet in der nächsten Frage. Äh, indigene Gruppen erkämpften in den letzten Jahren äh, Personenrechte für Wälder, Flüsse und so weiter. Ist das im Prinzip auch in Europa möglich? Das ist möglich und wird auch schon umgesetzt. Es gibt ah. in Spanien eine eine Bucht, des Mar Marmenor. Das ist völlig überdüngt durch die mhm. landwirtschaftliche Nutzung vor allem. Dort gibt es jetzt eine Rechtspersönlichkeit. Einfaches Gesetz wurde gemacht. Mhm. Da steht einfach schlicht drin, dass Marmenor hat eine Rechtsposition. Mhm. Das bedeutet vor allem, dass eben das Marmenor sich selber für seine eigene Balance einsetzen kann. Natürlich über Verbände oder. Ne? Ja, ja. Aber das führt vor allem dazu, dass eben dieses Ökosystem an sich erhaltenswert ist. Das ist es sowieso im Grunde natürlich auch auf Grundlage von europäischem Umweltrecht schon. Aber was, was, was ist? Das wurde auch gefragt. Mhm. Was ist denn mit den, mit den Mooren in Deutschland, die unbedingt als Klimasenken gebraucht werden, mhm. die man, die wieder vernässt werden müssen? Wäre das ein sinnvoller Ansatz, mhm. zu sagen, die deutschen Moore haben eine haben, sind eine Rechtsperson und können ihre eigene Wiedervernässung einklagen? Ist das ein können Sie ihre Ansatz? eigene Wiedervernessung einklagen? Naja, klar. Wenn Sie Rechtsperson also, sind. Man kann das auf zwei Ebenen beantworten, mhm. die Frage. Man, vielleicht mal die einfachere Ebene, wo auch gezeigt wird, dass das nicht allgemein löst irgendwas. Mhm. Ja, also, wir haben ein Moor, wir haben, wir haben weiterhin einen Fernstraßenausbau-Projektplan, der sieht zum Beispiel vor, die A20. So, die A20 führt durchs Moor. Das ja. ist eine Moorautobahn. Dieses Moor ist eigentlich schützenswert. Es ist auch völlig unstreitig, dass dort in erheblichem Maße äh, Treibhausgasemissionen freigesetzt werden, wenn die Trasse darüber kommt. Das Moor wird beachtet in der Planverstellung. Da wird irgendwie alles Mögliche abgewogen und, äh, und geguckt, wie viel CO2 und wie viel Methan und so weiter. Würde jetzt eine Rechtsperson dieses Moores irgendwas ändern? Ähm, wenn das, äh, weiß ich ja nicht. Du bist die Juristin. Nein, würde es nicht, Aha. weil der Fernstraßen. Ausbaubedarf an der Stelle gesetzlich festgeschrieben ist mhm. und damit klar ist, wir brauchen diese Autobahn. Mhm. So und jetzt müsste also es müsste es müsste schon noch irgendwie detaillierter dargelegt werden, es welche das, Nutzungsinteressen. Das ja. ne? so. ja. Anders, wenn das Moor seine eigene Wiedervernässung ja. einklagen würde, dann würde man ja gegen einen Bestand praktisch, zum Beispiel eine ja. landwirtschaftliche Nutzung oder sowas, ähm, da vorgehen. Mhm. Da geht es wahrscheinlich vor allem um auch sowas wie Geldausgleich. Hm. Das ist theoretisch möglich, auf Grundlage schon jetzt des, der Landesnaturschutzgesetze. Ähm, aber bei, dieser, bei so einer Frage zum Beispiel, da wäre das vielleicht sogar noch wäre das ein, ein besseres Beispiel, um zu überlegen, ob eine Eigenrechtsposition des Moores da was bringen würde. Aber so direkt, schwer. Gegen hm. wen würde ich vorgehen? Gegen den Landwirt, der das Moor bisher trainiert I don't know. Ich ja. gebe nur Fragen weiter. Ähm, ja, um mit Friedrich Schiller Warum zu... muss ich denn die alle machen? Ja, weil du auf diesem Stuhl sitzt und die ähm, Klimajuristin Aber ist. spannende ich bin Frage, das, das sollte ja, man ja, sich ja. mal genauer angucken. Ja. Äh, ich glaub, ein, Karlauer, mal. ein Karlauer mit Friedrich Schiller. Ne? Das Moor hat seine Schuldigkeit getan. Das Moor kann gehen. Ähm, <laughs> Kenner der ja. klassischen Literatur wissen, mhm. was das bedeutet. So. Sorry. Ähm, was ernsthaft, was könnte der Gesetzgeber tun, mhm. um maximal radikal, aber noch im Rahmen des Systems äh, zu agieren? Also sozusagen dieser Ritt auf der Rasierklinge. Was der Gesetzgeber tun ja. könnte? Oh, der kann alles Mögliche tun. Sag drei Beispiele. Also Flächenversiegelungsstopp sofort. Mhm. Äh, Pflicht zur Ausweisung von absoluten Schutzgebieten terrestrisch und im Meer sofort mhm. im Bundesnaturschutzgesetz möglich. Ähm, Pflicht auf Zulassungsstopp von Verbrennungs-Pkw in Deutschland sofort möglich. Tempolimit sofort möglich. Ähm, Schärfung, äh, Abschaffung von umweltschädlichen Subventionen sofort möglich. Haushaltsgesetzgeber. Mhm, ja. Also, äh, alles auf Grundlage des deutschen Grundgesetzes. Es ist eigentlich fast alles möglich. Es ist eine Frage des politischen Willens, wenn es ja. nicht stattfindet. Genau. Hm. Und ich würde gerne, ja. darf ich mal kurz ja. das Grundgesetz haben? Das Grundgesetz möchte ich. Ich will gleich mal, ruhig ja. Ich muss mal kurz ja, gleich ja. Noch mal einen Artikel vorlesen. Ja. Ich höre. Es, es gab, ja mir, mir fällt ein, es gab mal einen deutschen Innenminister, ähm, der sagte, ähm, er könne von seinen Beamten nicht verlangen, dass sie immer mit dem Grundgesetz unterm Arm äh, herumlaufen. Weiß nicht, war das Hermann Höcherl? Ist äh, ein Menschenleben her, aber das hat damals für äh, wirklich für Aufregung gesorgt, dass der, äh, dass ein Bundesinnenminister das sagte: ja. ja, man kann das doch von den Beamten nicht verlangen. Dass also, ich will zwei Sachen vorlesen ja. zu dem Thema Bestandsschutz und was der eigentliche, was der normale ja. Gesetzgeber tun kann. Artikel 14 Absatz 2 Eigentumsrecht: Da steht, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Ja. Soll. Das ist ausfüllungsbedürftig und auch. Dem zugänglich und Artikel 15 Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zweck der Vergesellschaftung durch ein Gesetz und so weiter in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Ja. Moore, Wälder, ja. das ist alles möglich auf Grundlage des bestehenden ja. Grundgesetzes. Es ist, es ist wirklich eine Frage des politischen Willens und der Aushandlung von Kompromissen und der Frage, was uns allen eigentlich mehr nützt. Ja, aber gehört nicht ähm, zu dem... Erstens, es sind soll und kann, das sind Optionen, keine Verpflichtungen. Zum Zweiten gehört nicht auch zur Rechtsprechung oder zur sozusagen zur Gesetzesrealität, dass Entschädigung oder Enteignungen nur gegen angemessene Entschädigung stattfinden dürfen. Ja, das ist ja auch ja, und unbenommen. Das, das kann natürlich, wenn es sich um größere Dimensionen handelt, kann man sagen, das kann überhaupt keinen Staat finanzieren, diese Entschädigung. Aber das war ja jetzt nur ein Beispiel. Ich, ja. ich habe ja auch jetzt nicht gesagt, dass ich plötzlich den gesamten Grund irgendwie vergesellschaften will. Ich mhm. sage nur, da sind viele Optionen offen, die, mhm. man, die man gehen kann. Und eine Entschädigung für eine Enteignung ist ja nur dann fällig, wenn man wirklich danach sozusagen das, das Eigentum komplett entzieht. Ja. Davor steht ja das, was man in der Juristerei als Eigentumsinhaltsbestimmung mhm. ähm, qualifiziert. Davon gibt es auch Ausgleichspflichtige, also Entschädigungspflichtige, aber eigentlich nur im Ausnahmefall. Im Grunde ist im Eigentumsgrundrecht angelegt, dass man den Nutzungsinhalt auch verändern kann. Ja, erklär mir, das erklär bitte einem nicht Juristen. Mhm. Also welche Form von relevanter Enteignung, sagst du, ermöglicht das Grundgerecht, ohne dass dem bisherigen Eigentümer dafür ein Sackgeld als Entschädigung gezahlt wird. Mhm, ja, jetzt gehen zwei, genau, jetzt gehen zwei, jetzt von vorne ja. nochmal, das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Aha. Enteignung ist ja. nur dann, liegt nur dann vor, wenn ich das Eigentum eines anderen nehme. Dieses, Mein ja. Buch gehört dir, ja, ja. ich nehme es zu mir als Staat und behalte es ja. und gebe es nicht zurück. Ja, aber dann wenn ich es vergesellschafte, da muss ich dich entschädigen. Okay. Wenn ich dir dein Eigentum lasse, aber im Rahmen des Artikel 14 sage, du musst es einmal in der Woche verleihen, mhm. dann ist das eine Eigentumsinhaltsbestimmung. Mhm. Und die ist wahrscheinlich noch nicht mal entschädigungspflichtig. Hättest du ein praktisches Beispiel für diesen zweiten Fall, der war mir, also muss ich sagen, mir gar nicht so präsent. Ähm, also, soll, die, soll zum Beispiel VW einmal in der Woche verliehen werden an die dort arbeitenden Menschen? Das sind jetzt total fiktive Fälle ja. hier. Ja? Mir geht es ja nur darum, dass die Frage war ja, was kann der einfache okay. Gesetzgeber regeln? Der kann ganz, ganz viel regeln. Der kann ähm, auch zum Beispiel bei Wäldern und bei Mooren, da waren wir ja, ja gerade, da kann er sogar die, die Böden oder die Naturschätze vergesellschaften fürs Allgemeinwohl, wenn er denn mhm. meint, das ist notwendig. Das muss er gar nicht. Er kann auch einfach sagen, das muss entsprechend bewirtschaftet werden. Ja? Mhm. Aber es ist eben ein, es ist eine Fiktion zu meinen, dass der Bestandsschutz, alles muss so weitergehen, wie mhm. es ist, im Grundgesetz steht. Das tut es nicht. Mhm. Verstanden. Ja. Ähm, nächste Frage. Es gibt das Bürgerliche Gesetzbuch, das Strafgesetzbuch, etc. Braucht es eigentlich ein Klimagesetzbuch? Es gibt ein Klimaschutzgesetz, ein Bundesklimaschutzgesetz. Und Ist viele das ein weitere. Gesetzbuch im Sinne dieses, ja, dieser Dimension und im Sinne, im Sinne, des, im Sinne des Fachgesetzes schon. Dass die verschiedenen Gesetze regeln ja verschiedene Fälle und verschiedene Akteure. Ne? Also das bürgerliche Gesetzbuch regelt ja die Beziehungen zwischen einzelnen Personen und mhm. juristischen Personen. Das Klimaschutzgesetz regelt die Klimaschutzziele des Staates und die daran anschließenden Pflichten. Ne? Also ich muss ein Programm machen und so weiter. Ähm, man kann das Klimaschutzgesetz für unzureichend halten. Dem würde ich auch zustimmen. Aber es gibt eins. Was kann die Zivilgesellschaft äh, auf Effek oder wie kann die Zivilgesellschaft ähm, effektiven Druck auf Politik ähm, zum Vollzug der Klimaziele äh, erreichen oder einfordern? Äh, Was kann sie tun? Also äh, Hungerstreik, Briefe an Abgeordnete, <laughs> Waldbesetzung oder ganz was anderes. Also das ist ja nicht also glaub, international, das ne? alles international. ich glaube, das wird alles schon gemacht mhm. und äh, also ich glaube nicht, dass mir da jetzt irgendwas ganz Neues einfällt mhm. plötzlich. Okay, wir werden noch mal sehr konkret. Ja. Ähm, kann man Städte nicht verpflichten, fahrradgerecht zu werden? Ah. Äh, hier schreibt jemand offenbar aus Berlin. In Berlin kann man noch immer nicht in der Stadt mit dem Rad fahren, ohne sein Leben zu riskieren. Ja, dazu gab es ja viele Fahrradentscheide ja. auch auf der Volksgesetzgebungsebene. Es gibt ähm, im Moment eine ähm, Novelle des Straßenverkehrsrechts, was ich, die sich auch damit befassen soll, allerdings auch die im Bundesrat wird, blockiert, aber die auch wurde, in der Hinsicht wird. wirklich nicht besonders ambitioniert ist. Ähm, Interessant, das ist eine interessante Frage, und ich glaube, da steckt tatsächlich auch rechtlich und vor Gerichten noch einiges an Musik drin. Also, bei dieser ähm, zufällig habe ich mich in einem anderen Kontext mit dieser Novelle ähm, befasst. Mhm. Das Interessante ist, dass in dem Fall äh, Fahrrad, äh, ich sag's mal, Lobbyorganisationen und Bundesverkehrsminister relativ einig waren und mhm. das wollten. Und dann hat aber der Bundesrat gesagt, nee, das machen wir nicht. Sie haben es blockiert. Mhm. Ähm, der Inhalt dieser Novelle würde dazu führen, dass den Städten mehr Handlungsfreiheit, mhm. zum Beispiel für Entscheidungen, die dann fahrradfreundlich wären, eingeräumt würde. Ähm, wenn das jetzt blockiert ist, wie holt man das aus der Blockade raus? Ja, so wie, bei, so wie alle Gesetze, die in irgendeiner Form mal im Vermittlungsausschuss gesteckt haben. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, bei der... Ähm, bei der Novelle hier, da gibt es verschiedene Themen, die man bearbeiten muss. Ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiges Thema ist die Finanzierung. Mhm. Ähm, das ist nach meinen Informationen auch ein Thema. Ich glaube, also die Möglichkeit, die da drin steckt, ähm, Fahrradwege und auch Tempo 30-Zonen und gemischte Verkehre schneller, ähm, schneller zu beschließen auf städtischer Ebene, äh, dem haben eigentlich die Städte nicht widersprochen. Nee, Deswegen, die Städte nicht. Der, Bund der Bundesrat. Ja, und da geht, äh, das sind die Länder. Ja, wobei, äh, genau. Aber. Genau, also das hat ja teilweise über, überlappt, aber mhm. ich glaube, die, die Fakt ist, dass diese Novelle insgesamt den, der Verkehrstransformation noch nicht angemessen ist. Mhm. Diese Novelle stammt aus einem Ministerium, was nicht alle Schritte gehen wollte. Und mhm. das, glaube ich, ist ähm, da, da steckt noch Musik drin, gerade auch was die Verkehrsanfälligkeit bei einem steigenden Radverkehr angeht. Okay. Um, wir werden sehr grundsätzlich um, in Anbetracht des neuerlichen globalen Fokus auf Konflikte, also mhm. Krieg hier und Krieg da, sollte man Klimaschutzziele als Sicherheitspolitik und Konfliktprävention verkaufen oder darstellen. Wäre man damit erfolgreich? Das tut tatsächlich das Auswärtige Amt der Zeit mhm. in starkem Maße. Diese Politik ist schon auch ein bisschen älter. Auch die Europäische Union tut das. Ähm Ob das erfolgreicher ist, kann ich, glaube ich, empirisch nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass, das, dass, es, dass der Klimawandel als Sicherheitsproblem etabliert ist, mhm. aber er natürlich durch die akuten kriegerischen Auseinandersetzungen überdeckt wird. Mhm. Ja? Also so würde ich das glaube also ich beschreiben. Ich, ich ähm, weiß, dass in vergangenen Jahrzehnten mindestens ähm, zum Beispiel das Entwicklungsministerium äh, immer gesagt hat, das was wir da zahlen ist ein Stück weit auch Prävention, ähm, die verhindert, dass ähm, kriegerische Entwicklungen aus Not entstehen und die auch ein Stück weit Migrations- oder Fluchtprävention ist, ja, ist, hat aber nicht besonders überzeugt. Nee, aber also sozusagen, die, die, die also wenn es ist ein Kommunikationsproblem also die wissenschaftliche Aufarbeitung jedenfalls ist schon erfolgt. Mhm. Ähm, also da gibt es Kapitel drüber in den mh. Weltklimaratsberichten, ne? also da, das schon lange. Aus der sehr großen in die sehr äh, direkte, wenn man so will, kleine Ebene. Mhm. Stichwort Fassadendämmung. Oh. Bauherren müssen den Artenschutz am Gebäude vorab prüfen, bevor gedämmt wird. Machen sie aber nicht. Nach, den, nach dem Einrüsten werden dann zum Beispiel Vogelnester entdeckt und zerstört. Was tun? Also, das Szenario äh, Ugh, kann man, glaube also ich, nachvollziehen. Das kann man nachvollziehen. Ja. Ich kann dazu nur ganz allgemein antworten, ja. dass der besondere Artenschutz äh, aus dem Bundesnaturschutzgesetz, der gilt, mhm. äh, der gilt für jeden, mhm. ob er nun eine Autobahn baut oder sein, sein Gebäude einrüstet. Und ähm, grundsätzlich ist dann. Ist dann eine Umsetzung erforderlich und nicht einfach eine Beseitigung oder gar Tötung? Das sagt ja, ja, das Ja, Aber, wenn, aber offenbar, offenbar findet das sozusagen unter dem Radar findet das dann einfach statt. Dann sind wir mitten im Umwelt ähm, im Vollzugsdefizit im ja. Umweltrecht und dann ist es dann, dann ist, gilt der alte der alte Spruch wo kein Kläger da kein Richter. Das ist, das ist, einfach, nur ja. ist einfach nur Fakt. Ja. 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 Ähm, wie stehst du zu anderen globalen Limits? Oder bist du als Klimajuristin nur an Treibhausgasen interessiert? Nee, das habe ich ja vorhin auch ja, gesagt. Ja, du hast das angedeutet. Ich befasse ja. mich im Moment ganz viel mit Biodiversitätszielen mhm. und auch mit der Frage, wie man die wissenschaftlich umsetzen kann in Schwellen. Mhm. Denn die globalen, also die planetaren Grenzen, nützen einem ja nur das, nur dann was, wenn man die auch irgendwie lokal oder jedenfalls national mal umsetzen kann. Und wir haben jetzt seit, ähm, seit den Montrealer Zielen, also den, dem Global Biodiversity mhm. Framework, haben wir ja Ziele auf einer globalen Ebene definiert, die jetzt auch europäisch und auch deutsch umgesetzt werden müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, das hängt ganz klar auch zusammen mit der Klimakrise und muss gemeinsam betrachtet werden. Da haben wir aber noch ein... Unglaublich weiten Weg vor uns, weil allein die Umsetzung der ähm, Biodiversitätsziele ungleich komplizierter ist als bei mhm. den Treibhausgarten, weil man das so schlecht numerisch machen kann. Ja. Hängt immer von den Ökosystemen ab. Und äh, wir, wir nähern uns den letzten Karten. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, weil das, du siehst, äh, wie, wie das, äh, ja, das wie die schön. Zuschauerinnen und Zuschauer äh, sozusagen die Diskussion äh, aktiv Ich habe da auch gar nichts gegen, mir fehlt eigentlich okay. nur Kaffee, ich bin total entspannt. Ja. Könnten wir, können wir einen Kaffee. Äh, ja, den Kaffee kriegen gut. wir, es glaube ich, noch hin. Das okay. ist total ja. in Ordnung. Das ist schön. Bin deswegen bin ich hierher gekommen. Fein, deswegen haben wir dich auch eingeladen. <lacht> 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 ähm, Redet die immer noch, doch drei Stunden. Da gibt es bestimmt auch Leute, die das sagen. Obwohl, dann kann man einfach abstellen. Juristen haben die Fähigkeit, lange Sitzungen erfolgreich durchzustehen. <lacht> <lacht> das stimmt. <laughs> Fragen Sie den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Ähm müssen bei der Festlegung eines Klimabudgets nicht eigentlich auch frühere Emissionen berücksichtigt werden? Mhm. Das ist ja für eine, für eine Industrienation äh, wie Deutschland richtig spannend. Also wenn man so will, ein äh, negatives historisches Erbe. Meine persönliche Antwort ja. Die rechtliche Antwort unklar. Der Internationale Gerichtshof hat sich mit dieser Frage jetzt zu befassen. Darüber haben wir übrigens gar nicht geredet mit Tino. Ja, deswegen. Es läuft danke ein super für die Frage. spannendes ja? Verfahren im Moment mhm. in den Haag vor dem Internationalen Gerichtshof. Da geht es genau um diese Frage: Welche Pflichten haben Staaten eigentlich und sind die vielleicht auch historisch zu begründen? Ich bin eigentlich der Auffassung, dass es wiederum eine totale Fiktion ist, so vorzugehen wie das Bundesverfassungsgericht. Mhm. Sich also nur das noch vorhandene Budget und die Menschen in Deutschland anzugucken und danach irgendein Budget zu berechnen. De mhm. facto verbrauchen wir viel mehr und haben auch schon viel mehr verbraucht. Ja. Aber es gibt dafür keinen, keinen allgemeingültigen oder rechtlich verankerten Maßstab. Bis ja, aber das, aber das Prinzip, würdest du sagen, ja eigentlich gehört das da rein. Das Prinzip ähm. steht sogar in der Klimarahmenkonvention drin. Ich ich glaube, das ist auch der Hintergrund, warum ähm, Ländern und Nationen, die sozusagen zu den jüngeren Klimasündern gehören, ähm, China etwa, denen, denen werden längere Übergangsfristen eingeräumt als den in klassischen Industrienationen. Ich glaube, ein Teil der Begründung ist, dass man sagt, naja, wir haben, wir, wir als äh, die klassischen Industrienationen und Verschmutzer des 20. Jahrhunderts, wir tragen eben diesen... Verschmutzungsrucksack äh, seit einem Jahrhundert äh, gefüllt mit uns rum. Das ist richtig. Das Problem bei der ganzen Gerechtigkeitsdebatte ist bloß, im Moment ist es eigentlich so ein bisschen egal, wer historisch schon alles gemacht hat. Wir müssen ja. alle ganz schnell runter. Und das, das durchschneidet so ein bisschen auch diese Climate Justice-Debatte mhm. an der Stelle. Ne? Mhm. Wir, wir sind nun mal nicht mehr 1997, als das Kyoto-Protokoll beschlossen wurde. Ja, aber wenn es um Akzeptanz äh, geht, kann ja die Frage, dass man sagt, ja, wir akzeptieren dass ihr sozusagen erst später dem Club der Sünder beigetreten seid, auch wenn ihr jetzt zu den ganz großen gehört und nehmen unsere historische Verantwortung wahr. Ja, also ich glaube dem, ich glaube politisch würde die Europäische Union sagen, dass sie das tut mhm. noch und auch Deutschland, aber de facto errechnen wir uns momentan fiktive Budgets alleine mhm. auf Grundlage dessen, was noch da ist und ja. nicht dessen, was wir schon emittiert haben und das hatten wir vorhin auch, ganz wichtig, auch nicht, auf der Grundlage dessen, wofür wir eigentlich real verantwortlich mhm. sind an Emissionen außerhalb dieses Landes. Mhm. Die externen durch uns verursachten ja. Emissionen. Dafür Klar. nehmen wir gar keine Verantwortung. Ja, das, das sind die, nimm mal einen Schluck, Kaffee. Ich rede ein bisschen länger das sind, das sind zum Beispiel Produktionen, die wir ausgelagert haben. Ähm, erheblicher Teil unserer Industrieprodukte, vor allem der umweltbelastenden Kommt aus äh, Asien, Bekleidungsindustrie äh, auch. Landwirtschaftliche Produkte. Landwirtschaftliche Fleisch. Produkte. Genau, ähm, der, der, viel Elektronik, äh, Schrott landet immer noch ähm, auf äh, in skandalöser Weise auf, auf afrikanischen Müllhalden, wo dann Kinder ähm, die Kabelumhüllungen äh, verbrennen und. Äh, ja, aber es gäbe, und auch das steht ja. zum Beispiel im Klimabeschluss, es gäbe die Möglichkeit zu sagen, dafür übernehmen wir Verantwortung, ja. weil das Teil der globalen Klimaschutzverantwortung ist, die der Staat hat nach mhm. Artikel 20a, so das Bundesverfassungsgericht. Dafür gibt es aber keine ausreichende Umsetzung, und da kommen wir zurück auf diese ganzen Lieferkettengesetze. Ja. Über diesen Umweg könnte man das teilweise umsetzen, dazu bräuchte es aber noch ein bisschen Konkretisierung. Damit die Unternehmen wissen, wie das wie das funktionieren soll und welche Maßstäbe da einzulegen sind. Wie wichtig sind neue klimawissenschaftliche Studien, zum Beispiel, und Erkenntnisse für deine Klagen, zum Beispiel die Studie über die Möglichkeiten oder Wahrscheinlichkeit des Zusammenbruchs, zum Beispiel von Nordatlantikströmungen, Golfstrom und so weiter. Also, wenn Klimawissenschaft sozusagen präziser da äh, Modelle vorlegen kann, ähm, geht das in die Möglichkeiten der juristischen Argumentation und Rechtsprechung ein schon? Ganz klares Ja. Klimaklagen ohne Wissenschaft sind unmöglich. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Titel von einem von meinen Kapiteln, äh, mhm. von meinem, in meinem Buch. Genau, keine Klimaklage ohne Wissenschaft, glaube ich, heißt das. Und das ist auch so. Die. Ähm, die Tatsache, dass es in den letzten zehn Jahren viel, viel mehr Klimaklagen gab als vorher, liegt, liegt zum allermeisten daran, dass die Klimawissenschaft präziser geworden ist. Mhm. Und zwar sowohl auf der Ebene ähm, der Attribution, also bestimmte Phänomene waren der menschengemachte ja. Klimawandel, aber auch auf der Ebene der... Ähm, der Projektion, also was passiert unter bestimmten Szenarien mit Menschen, Leben, mit Meereszonen mhm. und so weiter. Und also die, wo wir jetzt gerade stehen, ist eigentlich so eine Art von Konkretisierung auch von voraussichtlichen Kosten und Folgen mhm. für Regionen. Und das wird, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Ebene von Auseinandersetzung auch im Recht bedeuten. Also, wer trägt die Kosten in welchem Szenario und wofür? Und die Klimawissenschaft ist da total wichtig. Es ist für mich manchmal nur furchtbar. Das überhaupt alles zu lesen, also für die Klimaklagen, in dem Zusammenhang zu konkretisieren. In dem Zusammenhang. Eine, eine, zu eine Frage aus dem aktuellen politischen Zusammenhang. Eine kleine Regierungspartei ähm, oder für eine kleine Regierungspartei ist die Deutsche Umwelthilfe eigentlich nur ein Inkassoverein, der ähm, ganz hinterlistig guckt, ob irgendjemand gegen Auflagen verstößt, um dann klagen zu können. Wir wissen, wer diese kleine Partei ist. Die haben das mehrfach äh, gesagt. Ähm, ist die Deutsche Umwelthilfe, die sozusagen diese Klagen relativ erfolgreich machten, in Kassow-Verein? Nein. Die Deutsche Umwelthilfe und auch die anderen Vereine in Deutschland und in der Europäischen Union tun genau das, was sie tun sollen, nämlich die Umsetzung des Umweltrechts befördern. Das ist ihre Aufgabe und ähm, genau das tut die Deutsche Umwelthilfe. Die Frage ist andersrum zu stellen: Warum sind staatliche Behörden nicht in der Lage, Umweltrecht umzusetzen, warum waren staatliche Behörden nicht in der Lage, Umweltqualitätsstandards, nämlich Luftreinhaltestandards, in deutschen Städten umzusetzen? Die mhm. Frage muss man sich stellen. Mhm. Und dieser Maßstab ist, für, ist aus meiner Sicht völlig falsch. Das Narrativ ist absichtlich umgedreht worden. Okay. Ähm, zur, zur Frage, wer äh, wie werden eigentlich Konflikte gelöst, schließt eigentlich daran an, Schreibt ein ähm, Kommentator, Schiedsgerichte sind die Privatisierung der Rechtsprechung. Deswegen war und bin ich äh, gegen TTIP, weil genau da die Konfliktregelung auf Schiedsgerichte außerhalb der staatlichen Rechtsprechung geschoben wurde. Hat er recht? Ja, haben wir auch schon besprochen vorhin, hm. glaube ich, so ansatzweise. Dann, ich, dann ist mir Investi das entgegen. Sorry. Das macht ja. nichts, die Investitions... Ähm Klauseln mhm. ähm, sind tatsächlich auf jeden Fall zu hinterfragen. Ähm, das ist ein weites Feld, muss man sagen. Ne? Also wenn ich jetzt hier Unternehmensjuristen um den Tisch setzen mhm. würde, dann würden die sagen, ohne Schiedsgerichtsbarkeit können wir gar nicht leben, weil einfach die nationalen Gerichte zu lange dauern und weil das mhm. dann zu unklar ist, welches Recht ist anzuwenden und diesen ganzen Kram. Ja? Wir reden hier ja eigentlich nur von der Möglichkeit, dass Unternehmen Staaten verklagen. Mhm. Ne? Und zwar wegen Umweltauflagen. Und mhm. das muss tatsächlich aufhören. Mhm. Ähm, die vorletzte Frage: <laughs> Werden Emissionen der Armee, der Armeen, des Militärs der Welt eigentlich A erfasst und b reguliert oder ist das eine Gaga-Frage? Ja, erfasst. Es gibt ein Forschungsprojekt, ähm, tatsächlich jetzt gerade im Ukraine-Krieg wird da ähm, geschätzt, was da mhm. an Treibhausgasen freigesetzt wird, das ist ganz, ganz erheblich und das ist natürlich auch dramatisch. Man weiß gar nicht ganz genau, wie man das eigentlich bewerten soll, denn das machen die macht ja eigentlich ja. also wenn also der Vorschlag in diesem Paper ist, dass man das eben nur der Kriegs, also der angreifenden Partei zurechnet, also Russland. <laughs> ja, das ist ja, 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 Aber es ist ja. äh, aber erfasst, ähm, erfasst wird so. es nur insoweit, als ja. dass es industriell hergestellt wird und damit also über den Industriesektor natürlich bei den Emissionen erfasst ist. Äh, so. Schreckliche. Ja. Und ähm, die letzte Frage. Ist dir der Jurist Steven Donziger ein Begriff? Ich vermute ja. ja. Ähm, und was ist deine Position dazu? Magst du kurz sagen, äh, das ist ein US-amerikanischer ähm, Jurist, der im Namen von, ich glaube, 30.000 Menschen unter anderem gegen Chevron geklagt hatte und dem dann aber später von US... Gerichten die Zulassung als Anwalt entzogen wurde. Er wurde verurteilt, weil angeblich ähm, er mit Bestechung gearbeitet habe. Das war, glaube ich, der Vorwurf, wenn ich das richtig äh, noch kurz recherchiert habe. Ähm, aber sag du, was du von Donziger und der Kausa weißt und hältst? Ja, das ist ein wirklich dramatischer Fall von SLAP, also von... Umweltklägern, die umgekehrt von der Industrie wieder verklagt werden. Mhm. Es gibt dazu ein Buch, was ich tatsächlich auch gelesen habe, gerade kürzlich. Das ist, eine, das ist ein Krimi mhm. und man kann äh, allen Menschen, die sich dafür interessieren, nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ich habe leider vergessen, wie die Autorin hieß. Es ist auf jeden Fall eine Frau. Ähm, und äh, zum anderen ist ein solcher Vorgang Anlass, sich ähm, ganz frühzeitig damit auseinanderzusetzen, wie man prozedural in Ländern, auch in der Europäischen Union, wo ich ja nun mal tätig mhm. bin, sowas verhindern kann. Ähm, das ist nicht das einzige Beispiel von SLAP im Umweltbereich, muss ich ganz klar sagen. Es gibt viele andere. Also zum mhm. Beispiel ähm, hat ähm, ähm, Greenpeace sich lange auseinandersetzen müssen mit Klagen von Holzunternehmen. Ähm, und auch ähm, im Bereich der Fischerei gab es Slapsuits, die ja dafür gemacht sind, Leute einzuschüchtern, mit hohen Schadensersatzforderungen zu überziehen, damit man erstmal so viel Angst kriegt und die persönliche Existenz praktisch auf der, ne, also auf der Kippe steht. Ähm, das ist ein Feld, mit, über das wir uns auf jeden Fall Gedanken machen müssen. Gott sei Dank in Deutschland bislang relativ wenig. Mhm. Ich kann nur sagen, dass... Ähm, ja, Defend the Defenders, sage ich. Mhm. Ja. Ähm, eine Person, die sich in der Sache äh, Donziger zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ähm, es gibt Gott sei Dank auch andere Erfahrungen, war Aaron Brokovich. Die kennen viele von uns nur dargestellt durch Im Julia Film. Roberts genau. äh, im Aber Film. Aber die gibt es wirklich, ja. ja die gibt es wirklich. Der, der Film mhm. ähm, basiert auf einer real existierenden Person und auf einem real existierenden ähm, Konflikt. Da ging es um ein chemisches äh, Unternehmen, das mhm. ähm, Schadstoffe ähm, illegal ins Grundwasser abgeleitet hat und Menschen äh, vergiftet hat. Ähm, so, und diese, diese Anwältin, die über Whistleblower davon erfahren hat, hat sehr erfolgreich äh, dann Schadenersatz mhm. ähm, in Millionenhöhe einklagen können. Gibt es vergleichbare Fälle, wo ich sag's mir jetzt mal, wir juristische, ähm, vielleicht Robin Hoods, ähm, wenn man das so sagen darf, auch in Deutschland und Europa haben? Fallen dir welche ein? Also ich glaube, man muss mal grundsätzlich erklären, warum diese Fälle aus den USA kommen. Das liegt einfach an der Möglichkeit, dort ähm, extrem hohe Schadenersatzforderungen mhm. zu stellen. Diese Möglichkeit gibt es in den meisten europäischen Systemen nicht. Mhm. Also auch zum Beispiel in Deutschland nicht. Es gibt aber ähm, eigentlich in jedem europäischen Land Umweltanwälte, die solche Fälle vertreten haben. Mhm. Frankreich zum Beispiel. Ähm, Fällt mir da die ehemalige Umweltministerin ein, die jetzt auch eine Klimaklage interessanterweise vertritt vor dem Europäischen Menschenrechtshof, ähm, die sich auch mit großen Akteuren angelegt haben und die nicht Gegenstand von solchen Slapsuits geworden sind. Das gibt mhm. es natürlich. Ähm, und ansonsten, ich habe ein grundsätzliches Problem mit Heldenverehrung. Mhm. Ich glaube, es sind immer Teams, es sind immer ganz viele Menschen hinter solchen Aktionen. Gerade bei Klagen ist das so. Ähm, irgendjemand steht vorne und zeigt sein Gesicht. Das bin ich jetzt zum Beispiel hier ja. heute. Ja. Ja, aber ich sitze hier nicht. Als Einzelkämpfer. Nee. Und deswegen, mhm. es gibt sehr viele Umweltjuristinnen und Umweltjuristen in der ganzen Welt. Viele von ihnen brauchen unseren Schutz. Dafür gibt es Organisationen, die sich damit ähm, befassen. Es gibt akut nach Schätzungen Hunderte von Umweltjuristen, genau wie Menschenrechtler, die in irgendwelchen Gefängnissen sitzen. Wenn man sich dafür interessiert, kann man sich wenden an Green Legal Impact oder an e-law.org. Es gibt ein weltweit umspannendes um Programm, das nennt sich Defend the Defenders. Von einem, Ich möchte enden mit einer persönlichen Bemerkung. Ähm, einer meiner Professoren, ein Politikprofessor, der aber von der Ausbildung her Volljurist war, ähm, der hat gesagt: einen Satz habe ich mir gemerkt, er hat gesagt, ähm, Recht ist geronnene Macht. Den Satz gibt es, glaube ich, in unterschiedlicher Varianz. Ähm, wenn das so ist, ist man dann nicht irgendwie als jemand, der im Rahmen des Rechts gegen Machthaber kämpft, ein Stück weit zur Frustration verdammt? Ja, aber ich glaube nicht mehr als... Jeder andere Mensch, der Minderheiteninteressen oder allgemeinen Wohlinteressen vertritt, ähm, der auf Widerstand stößt. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich mehr Frustrationspotenzial habe als jemand, der im Moment Demos gegen rechts organisiert. Mhm. Ich glaube. Und Machtverhältnisse lassen sich immer ändern. Genau. Und die Frage: also für mich stellt sich die Frage nicht. Ich wäre mhm. in meinem Leben extrem frustriert, wenn ich nicht tun könnte, was ich tue. Und oder? Dankeschön. Danke für deine Zeit, deine Gerne. Auskünfte und für deine <laughs> sowohl praktischen als auch wissenschaftlichen <laughs> Hinweise. Danke für eure Fragen, euer Interesse. Dankeschön fürs Zuhören, wer auch immer so lange dabei blieb. <laughs> oh, das sind die. Die Zahl der äh, Follower nimmt im Rahmen, im, im Verlauf des Gesprächs eher noch zu. Ähm, ja, ist so. Ja, schön. Vielen Dank fürs Gespräch. Und danke für eure Unterstützung, ja. ohne die es dieses Format nicht gäbe. Das wisst ihr, wer im vergangenen Monat dabei war. Jetzt im Abspann. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.